Hiermit eröffne ich die 38. Sitzung des Stadtrates Zeitz. Dazu begrüße ich recht herzlich den Oberbürgermeister, die Mitglieder des Stadtrates, die Mitglieder der Wasserwehr, die anwesenden Oberortsbürgermeister, die Mitarbeiter der Verwaltung, die Vertreter des Seniorenbeirates und des Jugendbeirates, die anwesenden Bürgerinnen und Bürger, die Vertreter der Presse, Medien sowie die Protokollantin. Top 2, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der fehlenden Mitglieder des Stadtrates und der Beschlussfähigkeit. Ich stelle fest, dass form- und fristgerecht der Zustellung der Einladung mit der vorläufigen Tagesordnung und stelle die ordnungsgemäße Einberufung fest. Es sind zurzeit 30 Stadträte anwesend. 29 plus 1, ja. Top 3. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung. Folgende Informationen. Zu Top 12 liegen eine Austauschvorlage und der Auszug aus der Sitzung des Haupt- und Wirtschaftsausschusses vom 8.3.2018 vor. Zu Top 16 liegen die Auszüge aus der Sitzung des Bauausschusses vom 21.02.2018, der Sitzung des Haupt- und Wirtschaftsausschusses vom 8.03.2018 sowie Ergänzungsblätter mit weiteren Vorschlägen für mögliche Flächen zu Anlage 1 und 2 vor. Zu Top 23 liegt eine Austauschvorlage vor. Der Auszug, also Top 29, der Auszug aus der Sitzung des Haupt- und Wirtschaftsausschusses vom 8.3. liegt ebenfalls vor. So, Augenblick. Gibt es Änderungsvorschläge zu dieser Tagesordnung? Das sehe ich nicht, da bitte ich um Abstimmung. Wer dafür ist, bitte die grüne Karte. So, ich sehe Einstimmigkeit. Somit ist die Tagesordnung beschlossen. Top 4. Entscheidung über Einwendung und Feststellung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung des Stadtrates vom 1.2.2018. Gibt es hier, also Änderungsmeldungen sind nicht gekommen. Gibt es hier irgendwelche Widersprüche? Kann die Frau Tischendorf bitte? Ja, zum Protokoll. Ich erhebe hier Widerspruch gegen das Protokoll. Hört es jetzt jeder? Ja. Gut. Also ich habe in der vergangenen Stadtverordnetenversammlung Fragen unter Top 20 gestellt, habe die zum Protokoll gegeben und die Antwort zum Protokoll erbeten. Protokoll ist unvollständig. Eine Antwort wurde beantwortet, die zweite Antwort ist offen. Müssen wir uns jetzt über eine Frist einigen? Also ich finde es nicht in Ordnung, wenn die Antworten einfach ausbleiben. Sagen Sie doch bitte mal den Punkt. Wie bitte? Bitte mal den Punkt. Was? Ach so, das war die Antwort zur Stromversorgung, die ich gestellt habe, ob wir als Stadtwerke nicht mehr in der Lage sind, unsere kommunalen Einrichtungen oder für unsere kommunalen Einrichtungen einen markt- und wettbewerbsgerechten Preis zu gestalten. Hintergrund dafür, wenn ich das noch erläutern darf, ist, dass ja die Gesellschafter der Stadtwerke Weißenfels identisch mit denen der Stadt Zeitz sind, bis auf den kleinen Unterschied der Stadt Zeitz. Denke ich doch, dass wir in der Lage sein sollten, Strompreise für unsere Kommunaleinrichtungen zu gestalten, dass wir auch uns selber mit Strom versorgen und nicht Weißenfels nach Zeitz kommen muss. Die Antwort fehlt zum Protokoll. So, bitte, Herr Thieme. Ja, dieser Widerspruch betrifft ja
nicht die Unvollständigkeit des Protokolls oder die Fehlerhaftigkeit des Protokolls, sondern bezieht sich ja darauf, dass eine Anfrage nicht beantwortet wurde. Ich meine, dass die Beantwortung erfolgt ist. Es ist jedenfalls verschiedentlich bis hin zur Mitteldeutschen Zeitung berichtet worden. Wir holen das gerne nach, Frau Tischendorf. Ja, klar. Darf ich gleich hier? Ja. Also ich finde, wenn ich eine Antwort zu Protokoll möchte, dann möchte ich nicht die Antwort in der Mitteldeutschen Zeitung lesen. Das geht für mich gar nicht. Das ist richtig. So. Gibt es weitere Anfragen zu diesem Protokoll, öffentlicher Teil? Das sehe ich nicht. Somit bitte ich um die Abstimmung. Wer das Protokoll bestätigen kann, dann bitte mit Ja. Mal mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Danke. Gegenstimmen? Eine Gegenstimme? Stimmenthaltungen? 1, 2, 3, 4. 25. Es sind 25 Ja. Eine Nein, 4 Enthaltung. Vielen Dank. Tagesordnungspunkt 5, Bekanntgabe der gefassten Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der 37. Sitzung des Stadtrates vom 1. Februar 2018. Zu Top 27, Vergabe von Planungsleistung zur Erarbeitung einer Leerstandsanalyse als Grundlage für die Fortschreibung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes der Stadt Zeitz nach Angebotseinholung an das Ingenieurbüro Timoru Wohn- und Stadtraumkonzepte Wilhelm Kritzinger Straße 11 in 30. Ich eröffne Top 6, Einwohnerfragestunde. Dazu der Auszug aus der Hauptsatzung. Paragraf 17, Einwohnerfragestunde. Der Stadtrat sowie seine beschließenden Ausschüsse führen im Rahmen ordentlicher öffentlicher Sitzung eine Einwohnerfragestunde durch. Der Vorsitzende des Stadtrates bzw. der Vorsitzende des Ausschusses legen in der Einladung zur Sitzung den Beginn der Fragestunde fest. Der Vorsitzende des Stadtrates bzw. der Vorsitzende des Ausschusses stellt den Beginn und das Ende der Fragestunde fest. Findet sich zu Beginn der Fragestunde kein Bürger ein, so kann sie geschlossen werden. Die Dauer der Fragestunde kann bis zu 30 Minuten betragen. Jeder Anwohner ist nach Angabe seines Namens und seiner Anschrift berechtigt, höchstens zwei Fragen zu stellen. Zugelassen werden nur Fragen von allgemeinem Interesse, die in der Zuständigkeit der Stadt, also in die Zuständigkeit der Stadt fallen. Allgemeine Erklärungen oder Diskussionen sind keine Fragen und daher nicht zulässig. Angelegenheiten der Tagesordnung können nicht Gegenstand der Einwohnerfragestunde sein. Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel mündlich durch den Oberbürgermeister, den Bürgermeister, den Vorsitzenden des Stadtrates bzw. durch den Vorsitzenden des Ausschusses. Die Beantwortung einer Frage kann auf den zuständigen Fachbereichsleiter übertragen werden. Eine Aussprache findet nicht statt. Ist die Beantwortung der Frage in der Sitzung nicht möglich, erhält der Einwohner eine schriftliche Antwort, die innerhalb von 4 Wochen gegebenenfalls als Zwischenbescheid erteilt werden muss. Gibt es Anfragen von den Einwohnern? Ja, ich sehe da einen jungen Mann, jawohl. Seibiger, Kette-Kolbe-Siedlung. Unser Problem ist sicherlich bekannt. Ich vertrete ja die Mehrheit der Anwohner dort. Entschuldigung, Sie müssten, wie ich vorgelesen habe, Name? Seibiger, Kette-Kolbe-Siedlung. Ja. Gut, danke. Ja. Das Problem ist ja der Stadt sicherlich hinlänglich bekannt. Unsere Straße wird, obwohl sie eine Spielstraße, verkehrsberuhigte Zone ist, massiv als Umgehungsstraße genutzt.
Die Straße ist ausgeschildert als nicht solches, wird aber trotzdem genutzt und niemand unternimmt was dagegen. Die Polizei hat jetzt einmal alibimäßig kontrolliert, aber niemanden zur Rechenschaft gezogen, sondern einfach bloß gesagt, na, das ist nicht so toll, was ihr da macht. Und die Stadt macht in dem Sinne eigentlich gar nichts. Was unternimmt die Stadt, um das abzuwenden? Die Straße nimmt jetzt die ersten Schäden. Was macht die Stadt in dem Fall? Wer ist dann später für die Schäden verantwortlich? Wir haben immerhin den Höchstsatz für diese Straße bezahlt, mit der Prämisse, dass es eine Anwohnerstraße ist, die ja sonst niemand nutzt, außer wir. Momentan gestaltet sich das völlig anders. Wir haben nicht vor, das langfristig hinzunehmen. Danke. Wer antwortet aus der Verwaltung? Ja, vielen Dank. Natürlich ist uns diese Problematik bekannt. Ich habe auch gesehen, Sie haben sich eben mit Frau Vinzenz, zuständige Mitarbeiterin aus dem Bereich Recht und Ordnung, über diese Thematik unterhalten. Ich würde auch Frau Vinzenz bitten, nochmal die Beantwortung vorzunehmen. Letztendlich wird helfen, weil die Polizei für den fließenden Verkehr zuständig ist, dass wir uns noch einmal nachhaltig darum bemühen, dass dort weitere Kontrollen stattfinden. Falls dort Schäden auftreten, wäre das ein Thema, um das wir uns gesondert kümmern müssten, in der Tat. Aber vielleicht darf ich jetzt erstmal Frau Vinzenz bitten. Ja, also es fanden schon die ersten Kontrollen in der Käthe-Kollwitz-Siedlung statt. Nicht nur eine, es waren mehrere, auch zu unterschiedlichen Tageszeiten. Und wie ich schon in der letzten Sitzung gesagt habe, das muss erstmal federführend von der Polizei ausgehen, da wir als Ordnungsamt nicht in den fließenden Verkehr eingreifen können. Wir dürfen dort nur unterstützend mitwirken, aber eben die Federführung muss die Polizei haben. Und dem ist auch so, wir werden auch weiterhin die Kontrollen durchführen. Und wie gesagt, wir hatten uns ja jetzt schon im Vorfeld unterhalten von Ihren Vorschlägen, die habe ich mitgenommen und würde es dann mit meinen Mitarbeitern von der örtlichen Straßenverkehrsbehörde absprechen. Und zu den Straßenschäden, denke ich, kann der Herr Immisch was sagen. Ja, das ist eigentlich ganz kurz erklärt. Verkehrssicherungspflichtig ist für Gemeindestraßen die Gemeinde, also sprich das Sachgebiet Straßenbau und Verkehr bei mir im Fachbereich. Und wenn dort die Schäden, ich sage mal, diese Form annehmen, dass sie repariert werden müssen, werden wir das natürlich tun. Und Sie wissen ja auch, in den nächsten ca. 30 Jahren, gerechnet von der Fertigstellung der Straße, können und werden dort auch keine Beiträge erhoben werden. So. Also ich bitte Sie, nehmen Sie da oder bleiben Sie in Kontakt mit der Verwaltung. Dieses Problem wird uns, denke ich, noch eine Weile beschäftigen. Es liegt mir ebenso etwas daran, dass wir versuchen, das irgendwie so hinzubekommen, dass die Einwohner dort nicht über das gebührende Maß beeinträchtigt. Sie können selbstverständlich noch eine Nachfrage stellen. Es war jetzt hier die ganze Zeit vom fließenden Verkehr die Rede. Die Straße ist für den fließenden Verkehr nicht gedacht. Also ich denke mal, dass es dann doch in der Stadt eine Möglichkeit geben muss. Fließender Verkehr ist für diese Straße nicht vorgesehen. Ja, fließender Verkehr ist der, der nicht parkt und nicht steht. Wir werden uns dieses Themas erneut annehmen oder weiterhin annehmen. So möchte ich es formulieren. Gibt es weitere Anfragen der Bürger? Ich heiße Horst Fädler, wohne in der Käthe-Niederkirchner Straße, Nummer 15. Mir geht es um das Problem Käthe-Niederkirchner Straße als solche, Zustand dieser Straße. Frage von vielen Bürgern, die an mich rantreten und sagen, wann wird der letzte Drittel oder das letzte Drittel der Straße saniert? Die ist ja in einem äußerst schlechten Zustand. Erste Frage. Zweite Frage ist, wir haben ja mit dem Sturmtief Friedrich oder wie sie hieß, zu tun. Das geht um die Gartenanlage Heinrich Heine. Ich bin zwar nicht der Vorsitzende dort, aber ich bin dort Anlieger bzw. Pächter. Und uns interessiert mal, ob es vielleicht möglich ist, dass die Stadt einen gewissen Zuschuss zu den Schäden, die dort entstanden sind durch das Sturmtief, in kleinen Beitrag finanzieller Art leisten kann. Das ist so, dass man muss ja wissen, es ist ein Naherholungsgebiet von Zeitz Ost oder überhaupt von Zeitz.
Das ist ein stark frequentierter Durchgang, der Hauptweg zum Stadtzentrum, von Zeitz Ost zum Stadtzentrum. Und es wäre natürlich schön, genau an diesem Verbindungsweg sind drei, vier Gittermasten umgefallen. Und natürlich zerstört worden sind damit auch die elektrischen Leitungen. Vielleicht kann man da mal sich beraten, ob wir da eine gewisse Unterstützung von der Stadt bekommen können. Danke, das war es eigentlich. Das ist ein privater Verein. Auch diese Frage möchte ich bitten, Herrn Immisch, also Herrn Immisch möchte ich bitten, diese Frage Gen zu beantworten, bitte. Wann der Rest der wann geplant sein könnte, den Rest der Keteniederkirchner Straße? Also leider kann ich dazu keine befriedigende Antwort geben. Die Keteniederkirchner Straße ist bei uns aufgrund ihres Zustandes schon lange im Fokus. Wir hatten schon vor vielen Jahren, das werden Sie vielleicht gar nicht wissen, Fördermittel beantragt über das damals hieß es noch Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, GVFG, hatten die dann bewilligt bekommen. Und damals ging es darum, weil noch nicht klar war, wo die B180 mal durch die Stadt geht, und ist damals hier entschieden worden durch den damaligen Oberbürgermeister beziehungsweise auch mit Beteiligung des Stadtrates, dass wir diese Mittel umlenken in die Unterstadt und mit dem Geld die Donalisstraße ausbauen. Also aus dieser Zeit ist das gekommen. Seitdem haben wir die Niederkirchenstraße immer wieder über das Landesverwaltungsamt beantragt, sind aber nie wieder in die Rangigkeit reingekommen, haben sie dann mehrfach repariert, oberflächenseitig, und jetzt werden ja, das werden Sie vielleicht auch wissen, heißt es ins Flechtgesetz und hat noch einen neuen Namen, und zuständig für die Verteilung ist jetzt der Burgenlandkreis, und die haben eine Pauschale gebildet, die jedes Jahr das gleiche ist, und zurzeit fließt diese Pauschale als Eigenanteil in die Weißenfelser Straße. Die nächste Maßnahme ist der Ausbau, der ist für dieses Jahr geplant, der Ausbau des Knotens Schlangenweg Grasberger Straße mit diesen Mitteln, und irgendwann, sage ich jetzt mal, ich kann Ihnen wirklich nicht sagen, wann, werden wir dann sehen, dass wir die Niederkirchner Straße wieder mit in das Programm reinbringen. Aber ein Jahr kann ich Ihnen nicht sagen, das kann sich noch einige Zeit hinziehen. Hängt auch von der finanziellen Kraft der Stadt Zeitz ab, weil wir sind ja auch mit Eigenanteilen dabei. Der Zaun? Sturmschäden? Der Zaun? Welcher Zaun? Kein Zaun. Die Gartenanlage. Die Schäden, Herr Fädler, sind an mich noch nicht herangetragen worden. Ich weiß nicht, ob der Herr Hedrich das schon als unser Hauptmieter Pächter dort angekommen ist beim Regionalverband. Müssen wir gucken, was man dort machen kann. Ich sage mal, was wir bisher so gemacht haben, sind mal Containerstellen. Sowas, denke ich mir, das können wir irgendwo machen. Aber ansonsten müssen wir sehen, vielleicht hat der Regionalverband noch ein bisschen für solche Sachen noch was in petto, ich weiß es nicht. Das müssen wir uns erstmal angucken, da kann ich Ihnen jetzt auch keine verbindliche Antwort geben. Vielen Dank. Also grundsätzlich sieht es aber schlecht aus, wenn sich die Stadt beteiligen soll an den Schäden bei Dritten. Da müsste man erstmal sehen, wem diese Fläche überhaupt gehört, wer sie nutzt, wer sie zu versichern hätte. Also grundsätzlich sind Zuschüsse der Stadt für solche Dinge nicht vorgesehen. Und auch nicht vorhanden. Jawohl. Gute Antwort. So, danke. Gibt es weitere Anfragen? Das sehe ich nicht. Somit schließe ich den Tagesordnungspunkt Anfragen der Bürger. Ich eröffne den Tagesordnungspunkt 7, Bericht des Oberbürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Stadt und ihrer Verwaltung sowie über die Ausführung gefasster Beschlüsse. Sehr geehrter Vorsitzender, Mitglieder des Stadtrates, sehr geehrte Mitglieder des Jugend- und Seniorenbeirates, Vertreter der Presse, liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Zeitz, ich möchte Sie ebenfalls sehr herzlich zur Sitzung des Zeitzer Stadtrates am heutigen Tag begrüßen. Zu Beginn der letzten Sitzung des Stadtrates habe ich in meinem Tätigkeitsbericht zunächst einen Ausblick auf die Vorhaben gegeben, die wir nicht zuletzt dank des frühzeitig beschlossenen Haushalts für 2018 in diesem Jahr realisieren wollen. Besonders werden uns aber in diesem Jahr, und das hatte ich im selben Atemzug betont, das Defizit im Haushaltsplan 2018 und die damit verbundenen Konsolidierungsmaßnahmen beschäftigen. Es ist nicht zu erwarten, dass uns die Kommunalaufsicht noch einmal so schnell und so problemlos eine Genehmigung zum Haushaltsplan und zur Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes geben wird.
Wir sind jetzt in der Verpflichtung zu liefern und ich hatte an Sie alle dringend appelliert, die kommenden Konsolidierungsbemühungen mitzutragen, sich weiter einzubringen, auch wenn die Entscheidungen vielfach unpopulär sein würden. Nun haben wir in diesem Zusammenhang unter Top 20 auf der heutigen Tagesordnung beispielsweise die Ordnung über die Erhebung von Nutzungsentgelten für die Benutzung von Bädereinrichtungen der Stadt Zeitz. Unabhängig von der heutigen Entscheidung des Stadtrates hat sich einmal mehr in den letzten Wochen gezeigt, wie wir gemeinsam konstruktiv in den vorgelagerten Gremien einzelne Tagesordnungspunkte vorbereiten können, bevor diese im Stadtrat zur Entscheidung vorgebracht werden. Ich danke Ihnen, dass Sie sich so vielfältig hier eingebracht haben und wir so nun eine Beschlussvorlage vorliegen haben, der, so hoffe ich, eine Mehrzahl von Ihnen zustimmen kann. Gleich im Anschluss daran wird die zweite Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr in der Stadt Zeitz erneut zur Abstimmung gebracht, nachdem diese im Stadtrat am 14.12. abgelehnt worden war. In der Diskussion zu dieser Vorlage ist uns bewusst geworden, dass vor allem mehr Informationsbedarf besteht und wir unsere Position und unsere Anliegen sowie die Hintergründe besser erklären und verständlich machen müssen, damit Sie die Möglichkeit haben, am Ende eine Entscheidung treffen zu können, die auf umfassenden Informationen beruht. Aus diesem Grund wird Herr Immisch diesem Tagespunkt heute erneut eine Präsentation voranstellen, in der er die Vorlage noch einmal detailliert erläutert und für Fragen zur Verfügung steht. Ich wünsche uns allen eine gute und konstruktive Sitzung. Ich gehe nun über zu meinem eigentlichen Tätigkeitsbericht. Aus dem Bereich Oberbürgermeister, Referat wirtschaftliche Entwicklung ist zu berichten zum Thema Cross Innovation Inka Plus. Mit dem Programm Cross Innovation fördern Land und EU die Bildung und Arbeit von Netzwerken aus Unternehmen der Kreativwirtschaft, des kreativen Handwerks und anderer Branchen mit dem Ziel, innovative und neuartige Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Die Firma Transmedial aus Zeitz hat aus diesem Programm Fördermittel zur Entwicklung einer interaktiven Karte für den Burgenlandkreis erhalten. Herr Busalski, Frau Tischendorf, es wäre nett, würden Sie zuhören. Am 21.02. erfolgte nun der offizielle Online-Startschuss für die Kommunikationsplattform Inka Plus. Die interaktive Karte soll als Kommunikationsportal zwischen Unternehmen und Menschen der Kultur- und Kreativwirtschaft fungieren. Die Region, ihre Menschen und Unternehmen sollen bekannter, digitaler und kommunikativer werden. Dabei spielt es eine große Rolle, dass auf der Inka Plus-Plattform niemand anonym ist. Dort steht hinter jedem Profil auch tatsächlich ein existierendes Unternehmen oder eine reale Person. Zu den rund 180 Gästen zählten an diesem Abend auch Staatssekretär Thomas Wünsch und Landrat Götz Ulrich. Zur Tank- und Siloreinigungsanlage in der Alten Werkstraße. Nachdem das Technikgebäude fertiggestellt wurde, wird jetzt die Reinigungshalle gebaut. Im April wird voraussichtlich mit den Aushubarbeiten für die Außenanlagen begonnen. Der Inbetriebnahmetermin ist für den Monat Juli 2018 vorgesehen. Zum Brühl. Durch die Vermittlung des brachliegenden Grundstücks Brühl 32 über die Grundstücksbörse des Referats Wirtschaftliche Entwicklung wird in den kommenden Monaten die Umsiedlung eines Unternehmens dorthin vorbereitet. Erste Arbeiten an den Außenanlagen sind dort bereits deutlich sichtbar. Aus dem Fachbereich Recht und Ordnungswesen ist zu berichten, vor allem aus dem Sachgebiet Sicherheit und Ordnung. Seit dem 8.3. ist die Weberstraße aufgrund des Neubaus der Distillerie der Zeitzer Whisky-Manufaktur halbseitig gesperrt. Aus Richtung Kalktor ist der Verkehr für die Zeit der Baumaßnahme bis voraussichtlich Ende August als Einbahnstraße geregelt. Am Samstag, den 21.04., dazu lade ich erneut ein, findet der diesjährige städtische Frühjahrsputz statt. Wir haben schon etliche Zusagen und freuen uns über jeden weiteren Teilnehmer. Aus dem Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz. Die bereits im vorangegangenen Jahr beantragten Fördermittel für die Beschaffung des HLF 20 sind mit Bescheid
vom 21.02.2018 abgelehnt worden. Die Beschaffung dieses Einsatzfahrzeuges muss daher nun bedauerlicherweise vollständig mit Haushaltsmitteln erfolgen. Die Feuerwehr der Stadt Zeitz wurde im Zeitraum Ende Januar bis Anfang März zu insgesamt 48 Einsätzen alarmiert. Einer der bedeutendsten und gleichzeitig dramatischsten Einsätze war der schwere Verkehrsunfall mit den drei toten Jugendlichen in der Geusnitzer Straße. Dieser Einsatz stellte die Einsatzkräfte und den Rettungsdienst vor große Herausforderungen und zog ebenfalls die Inanspruchnahme des Kriseninterventionsteams nach sich. Wie immer möchte ich allen Einsatzkräften, den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr für ihren Einsatz danken. Eine Vorankündigung zum Blüchermarsch 2018. Das Landeskommando der Bundeswehr in Sachsen-Anhalt führt zusammen mit der Landesgruppe des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr und dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz des Burgenlandkreises den Landeswettkampf für Reservistinnen und Reservisten im Zeitraum vom 6. bis zum 8. Juli 2018 in Zeitz durch. Dazu werden unter anderem die Liegenschaften Klinkerhallen, Teile des Albrechtschen Palais sowie Bereiche des Schlossparks gemietet und genutzt. Es werden ca. 90 bis 120 Teilnehmer erwartet. Weitere Informationen folgen. Aus dem Fachbereich Zentrale Dienste, Sachgebiet Personal und Organisation. Im Rahmen der Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes der Stadt Zeitz haben bereits 7 von 12 internen Beratungen mit den Fachbereichen stattgefunden. Die wöchentlichen Beratungen sollen am 17.04. zum Abschluss kommen. Das Ergebnis soll ein Baustein im Rahmen der kommenden Haushaltsberatungen sein und wird Ihnen vorab gesondert präsentiert werden. Auch in der Verwaltung herrscht ein großer Krankenstand aufgrund der Grippewelle und weiterer Erkrankungen. Sie sehen es alleine vorne am Tisch, der Vorsitzende, Herr Borde ist krank, Frau Weber ist krank, viele andere. Das beeinträchtigt die Aufgabenerledigung in der Stadtverwaltung und nicht nur dort derzeit stark. Das nur am Rande. Aus dem Sachgebiet EDV Statistik und Wahlen. Im Sachgebiet EDV Statistik und Wahlen wird im Augenblick die Schöffenwahl für die Amtsperiode 2019 bis 2023 vorbereitet. Die Stadt Zeitz hat insgesamt 66 Schöffen für allgemeine Strafsachen zu benennen. Bisher haben sich 25 Bürger für das Ehrenamt als Schöffe beworben. Bis zum 24.03. können weitere Bewerbungen im Wahlbüro der Stadt Zeitz abgegeben werden. Das notwendige Formular erhalten Interessenten dort oder es können unter www.schöffenwahl.de downloadet werden. Auf Hochtouren laufen zudem die Vorbereitungen für den Wechsel des E-Mail-Programms, das derzeit in der Verwaltung benutzt wird, groupwise auf Outlook 23. Der Wechsel soll Ende März 2018 abgeschlossen sein. Es kann daher in der Zeit vom 19.03. bis zum 26.03. zu leichten Beeinträchtigungen des E-Mail-Verkehrs kommen. Aus dem Sachgebiet Stadtarchiv möchte ich berichten, die am 18. Mai 2017 eröffnete Fotodokumentation die 1000-Jahr-Feier in Zeitz, die vom Stadtarchiv in Vorbereitung der Feierlichkeiten zum 1050. Stadtjubiläum gestaltet wurde, hat der kleinen Galerie in der Touristinformation bis zum Ende der Ausstellungszeit Anfang Februar 800 interessierte Besucher beschert. Diese konnten anhand kurzer Texte und einer Vielzahl von Fotos die verschiedenen Gesichter unserer im Jahr 1967 tausendjährigen Stadt betrachten und die einzigartige Atmosphäre bei der Vorbereitung und Durchführung der Feierlichkeiten vor 50 Jahren nachempfinden. In der Zeit vom 25. November bis zum 23. Februar präsentierte das Stadtarchiv dank der freundlichen Unterstützung zahlreicher Fotografen und Hobbyfotografen eine Ausstellung in den Räumlichkeiten des Stadtarchivs, die das bunte Potpourri der zurückliegenden Ereignisse des Stadtjubiläums unserer 1050-jährigen Stadt noch einmal Revue passieren ließ. Mehr als 730 Besucher hielten mit Hilfe der 20 Ausstellungstafeln, zahlloser Fotos und Videoaufnahmen Rückschau
auf ein ereignisreiches und unvergessliches Festjahr 2017. Ein Jahr voller kultureller Höhepunkte, voller Lebensfreude und Bürgerengagement für unser liebes, altes Zeitz. Und aufgrund der außerordentlich großen Resonanz wird die Fotodokumentation ab Mitte April 2018 in den Räumlichkeiten der Stadtwerke Zeitz zu sehen sein. Aus dem Fachbereich Soziales Zeitz, Touristinformation ist mitzuteilen, dass sich ab dem 1.4. die Öffnungszeiten der Touristinformation ändern. Zukünftig wird die Touristinformation statt wie bisher von Montag bis Freitag bis 18 Uhr nur noch Dienstag, Donnerstag und Freitag bis 18 Uhr geöffnet haben. Montag und Mittwoch wird verkürzt bis 18 Uhr geöffnet. Aus dem Sachgebiet Museum. Das Museum konnte im vergangenen Jahr einen erfreulichen Besucherrekord verzeichnen. Mehr als doppelt so viele zahlende Gäste als noch in 2016 konnte das Museum verzeichnen. Damit fanden knapp 29.000 Wissensdurstige und Schaulustige den Weg in die Zeitzer Moritzburg, um die verschiedenen Ausstellungen zu sehen. 2016 waren es noch gut 14.000 Besucher, rechnet man zu dieser Zahl noch Besucher, die im Rahmen diverser Veranstaltungen wie Konzerten oder Vorträgen ins Museum gekommen sind, steigt die Besucherzahl auf mehr als 33.000. Ab Saisonbeginn zum 1.4. ändern sich auch hier die Öffnungszeiten im Museum wie folgt, nämlich im Zeitraum April bis Ende Oktober, Dienstag bis Sonntag, 12 bis 18 Uhr, in der Zeit November bis einschließlich März, Dienstag bis Sonntag, 12 bis 16 Uhr. Zudem wird eine jährliche Betriebsruhe in den Monaten oder in dem Zeitraum 7. Januar bis 28.02. eingeführt. Dadurch wird die tägliche Öffnungszeit um 2 Stunden reduziert und das mit dem Ziel, um Personaleinsparungen zu kompensieren. Gruppenanmeldungen sind aber auch außerhalb dieser Öffnungszeiten weiterhin möglich. Die Personalreduzierung im Bereich Museum, das sind ungefähr 1,6 VBE, Vollbeschäftigteneinheiten im Bereich Museum, hat zudem Auswirkungen auf den Tourismusbetrieb und den Schlosspark. Die Betriebsruhe im Museum würde auch insoweit eine Schließung des Schlossparks in dieser Zeit zur Folge haben. Es ist daher angedacht, dem mit der Installation eines Kassenautomaten zu begegnen und einen Besuch des Schlossparks auf diese Weise zu ermöglichen. Ebenfalls oder im Rahmen der 8. Triennale findet am 24.03. 15 Uhr eine Versteigerung von Kunstwerken im Festsaal von Schloss Moritzburg statt. Jeder Teilnehmer der Triennale hat das Recht, sich mit 2 Kunstobjekten zu beteiligen. Angeboten werden demnach unter anderem Gemälde, Grafiken, Kleinplastiken, Schmuck und Keramik. Ab dem 23.03. ist eine Vorbesichtigung der Kunstwerke möglich. Als Auktionator wird der Leipziger Galerist und Grafikantiquar Martin Könitz für einen vergnüglichen und hoffentlich für alle Seiten erfolgreichen Abend sorgen. Aus dem Sachgebiet Bäder. Im Zeitraum vom 2.1. bis zum 6.8. haben 5.803 Badegäste die Schwimmhalle besucht. Die Vorbereitungen zur Freibadsaison gestalten sich im Augenblick aufgrund der Wetterlage noch etwas schwierig. Trotzdem wurde mit den Arbeiten im Außenbereich der Bäder Zeitz, Keiner und Theissen begonnen. Soweit es nicht zu Ausfällen oder Absagen im Personalbereich kommt, kann nach dem aktuellen Stand ein Betrieb aller Sommerbäder gewährleistet werden. Ansonsten dürfte es allerdings schwierig werden, weil auch hier der Fachkräftemangel ganz erheblich zuschlägt und praktisch keine Fachkräfte auf dem Markt zu bekommen sind. Aus dem Fachbereich Baurecht, Sachgebiet Bauordnung, berichte ich zur Freilichgradstraße 2. Dieses Gebäude steht seit Jahren leer und kann aufgrund des maroden Zustandes nicht mehr gefahrlos betreten werden. Durch den permanenten Wassereintrag sind die Holzbalkendecken in allen Obergeschossen nicht mehr tragfähig bzw. durchgebrochen, sodass keine sogenannte Horizontalaussteifung mehr vorhanden ist. Aufgrund der Instabilität des Gebäudes wird zum Schutz der Passanten der Rückbau des Gebäudes im Rahmen einer Ersatzvornahme erforderlich. Nach Prüfung
der Angebote und sich anschließender Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgt hier nach Ostern der Rückbau des Objekts. Zum Objekt Wendische Straße 14, Rossmann. Die DR Objekt GmbH hat den Baubeginn für das Wohn- und Geschäftshaus einschließlich des Drogeriemarktes Rossmann für die 11. Kalenderwoche, also für diese Woche, beim Fachbereich Baurecht angezeigt. Die Baustelleneinrichtung wird derzeit vorbereitet. Aus dem Fachbereich Technisches Zeitz, Sachgebiet Hochbau, zum Umbau und der Erweiterung des Feuerwehrhauses Steinsgraben 27 in Zeitz, die Schalung für die Stahlbeton-Außenwände der drei neuen Fahrzeuggaragen wurden aufgestellt und die erforderliche Bewehrung eingebaut. Die Betonierung konnte witterungsbedingt erst ab dem 6.3. erfolgen. Nach Abbinden und ausreichender Erhärtung des Betons ist das Ausschalen für diese Woche vorgesehen. Die Ausarbeitung der noch fehlenden drei Leistungsverzeichnisse zur Ausschreibung von noch erforderlichen zumeist Innenausbauarbeiten befinden sich beim beauftragten Planer in Arbeit. Eine Aktualisierung des Bauablaufplanes liegt vor. Das Bauende der gesamten Maßnahme ist nunmehr für Anfang August 2018 geplant. Zum Gebäudeabbruch und zur Hangsicherung Steinsgraben 11, Rote Straße 30. Es war bei dieser Maßnahme erforderlich, dass vor Beginn der Abbrucharbeiten bereits im Gebäudeinneren eine Stützwandkonstruktion aus Beton und Stahlbeton errichtet wurde, um die Kräfteeinwirkungen aus dem anstehenden Erdreich und der Straße aufnehmen zu können. Deshalb wurden bereits im Januar beachtliche Beton- und Stahlmengen in den Kellerbereich eingebaut. Nach einer ausreichenden Beton-Aushärtungszeit konnten dann bis Anfang März die Gebäudeabbrucharbeiten bis auf die Kelleranlage erfolgen. Die Fortführung der weiteren Abbrucharbeiten folgt dann von der Rote Straße aus. Der vertragliche Fertigstellungstermin für diese Arbeit ist der 30.04. und nachfolgend soll dann dieser Bereich entsprechend gestaltet werden. Zur Kita Kleine Maulwürfe in Theißen, Gründungsertüchtigung. Der genaue Zeitpunkt der Realisierung und damit der erneuten Ausschreibung wurde mit der Kita-Leitung abgestimmt und soll nunmehr im Zeitraum vom 28.05. bis zum 24. August erfolgen. Zur Revitalisierung des Bahnhofszeits Benchstraße Westflügel. Die Entkernungsarbeiten und die Maurerarbeiten im kompletten Westflügel sowie die Innenputzarbeiten im ersten Obergeschoss sind abgeschlossen. Der Einbau der Ziegeldecken im Keller ist erfolgt. Der Grundaußenputz ist aufgetragen. Im Erdgeschoss, erstes Obergeschoss und im Dachgeschoss wurde der Fußboden eingebaut. Derzeit laufen im und am Westflügel folgende Arbeiten: Putzarbeiten im Erdgeschoss und im Treppenhaus, Trockenbauarbeiten im Erd-, Ober- und Dachgeschoss, Installationsarbeiten der technischen Gebäudeausrüstung, Einbau der Fenster und Vorbereitungsmaßnahmen für Malerarbeiten. Die Dachdecker- und Außenputzarbeiten sowie die Arbeiten an der Natursteinfassade werden witterungsbedingt fortgeführt. Zum Abbruch Wohngebäude Weberstraße 1c. Laut Ausschreibung ist geplant, den Auftrag Ende April 2018 zu erteilen. Der Abbruch des Gebäudes ist für Ende Mai 2018 vorgesehen. Anschließend erfolgen die Giebelsicherung und Putzarbeiten am Nachbargebäude. Zum Abbruch ehemalige Kita Anna Magdalena Bachstraße 22. Der Auftrag für die Planungsleistung wurde erteilt. Die Ausschreibung soll in der 17. Kalenderwoche, das heißt ab dem 23. April, veröffentlicht werden, mit dem Ziel einer Realisierung im dritten Quartal diesen Jahres. Aus dem Bereich Beseitigung der Hochwasserschäden vom Juni 2013 ist zu berichten: Ernst-Thälmann-Stadion, die Rohbauarbeiten für den Ersatzneubau des Funktionsgebäudes sind beauftragt. Geplanter Baubeginn ist auch hier diese Woche. Zum Ersatzneubau des Tierheims: die Belagsarbeiten haben begonnen. Momentan werden die Lampen installiert. Im Außengelände wird der Feuerlöschteich angelegt. Die Zaunanlage und Einzäunungen im Rudelbereich sind errichtet.
zum Ersatzneubau der Katastrophenschutzlagerhalle. Mit dem Umweltamt des Burgenlandkreises wurden die Möglichkeiten der Ableitung von Niederschlagswasser erörtert. Eine Baugrunduntersuchung am neuen Standort wurde bereits durchgeführt. Aus dem Sachgebiet Straßenbau und Verkehr, Ausbau Weißenfelser Straße. Der erste Abschnitt von der Kreuzung Grüne Aue bis zur Zufahrt NP-Markt wurde am 29.01.2018 für den Verkehr freigegeben. Gleichzeitig wurde der zweite Abschnitt vom NP-Markt bis Reisemobile Kuhlmann gesperrt. In diesem Abschnitt wurden die Oberflächenbefestigungen entfernt, Borden ausgebaut und mit der Verlegung des Schmutz- und Regenwasserkanals begonnen. Zum Ausbau Steinsgraben. Seit dem 4. Oktober 2017 wird der neue Mischwasserkanal einschließlich der Hausanschlüsse verlegt. Die Bauarbeiten werden derzeit im Bereich zwischen Kreuzung Schulstraße, Thomas-Münzer-Platz und Humboldtstraße ausgeführt. Aufgrund der Baumaßnahme ist die Zuwegung zum Parkplatz Steinsgraben gesperrt. Die Zufahrt wird provisorisch über die Zuwegung gegenüber der AOK-Geschäftsstelle erfolgen. Sobald es die Witterung erlaubt, wird dieses Provisorium noch in Asphalt ausgebaut, da die Sperrung der Parkplatzzufahrt über den Steinsgraben bis zum Bauende andauern wird. Als Umleitungsstrecke ist die Strecke vom Kreisverkehr Kalktor über die Weberstraße, Neumarktstraße, Neumarkt, Michaeliskirche, Hof zum Zentrum ausgewiesen. Auf die ursprünglich angedachte Umleitungsstrecke im Zuge der Kanalanbindung im Kreuzungsbereich Humboldtstraße über die Semmelweisstraße und die Bornpromenade wird aufgrund der Siedlungslage und der angespannten Parksituation in diesem Bereich verzichtet. Die Einbindung Humboldtstraße ist dann für ca. 14 Tage gesperrt. Im unteren Bereich des Steinsgrabens wurde gleichzeitig mit dem Straßenbau begonnen. Neben dem Auskoffern des Gehwerkes wird, sobald die Abrissarbeiten am Gebäude Steinsgraben 11 es zulassen, mit dem Setzen der Bordsteine begonnen. Die Gesamtbaumaßnahme soll am 31.12.2013 abgeschlossen werden. Dieses Jahr abgeschlossen werden. So, zur Erneuerung Straßenbeleuchtung in Zusammenarbeit mit Ready Net Invest in Kainau und Suxdorf. Der Einbau der Leuchten wurde im Januar 2018 realisiert. Somit ist dieses Bauvorhaben jetzt bauseits abgeschlossen. Zur Umgestaltung Gehweg Fischstraße, Umgestaltung Gehweg Busbucht Braustraße. Zum Eröffnungstermin der öffentlichen Ausschreibung am 1.3. wurde kein Angebot abgegeben. Derzeit erfolgt daher eine beschränkte Ausschreibung. Der neue Submissionstermin ist der 5.4.2018. Zu den in Vorbereitung befindlichen Bauvorhaben. Dazu gehören Schnittstellenprogramm Bahnhof, Kreuzung Rasberger Straße, Röntgenstraße, Ausbau Traugott-Weise-Straße, Kainer Ausbau Kirchplatz, Kainer Ausbau Pfalzstraße sowie die Querungshilfen Würchow-Straße und Käthe-Niederkirchner-Straße. Zu den Hochwassermaßnahmen oder zu den weiteren Hochwassermaßnahmen. In Ausführung befindet sich derzeit die Instandsetzung und weiterhin der Parkstraße. Die Instandsetzung der Schädestraße ist begonnen. Die Beauftragung ist erfolgt für die Gustav-Sobotka-Straße und für die Straße auf dem Schlagstück. Hier ist jeweils der Baubeginn ab April 2018 geplant. In Vorbereitung befinden sich folgende Maßnahmen, und zwar die Gemeinschaftsbaumaßnahme mit dem LHW, dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Zeitz und den Stadtwerken, nämlich der Ausbau der Elsterstraße, Freilichgradstraße, Badstuben Vorstadt 5, unterer Teil der Stephanstraße sowie der Kreisel in der Donaliesstraße. Aus dem Sachgebiet öffentliches Grün, Baumschutz ist zu berichten, Goethepark zum dortigen Spielplatz. Nach dem derzeitigen Stand sollen die Fundamente in der 13. Kalenderwoche gegossen werden und das Aufstellen der Pyramide erfolgt nach dem Aushärten des Betons, also voraussichtlich nach Ostern. Aus dem Sachgebiet Gebäude- und Flächenmanagement ist weiter zu berichten, Grundschule Elstervorstadt und Grundschule Bergsiedlung, Förderprogramm IT-Ausstattung, der Zuwendungsbescheid liegt vor, die Leistungsverzeichnisse werden erstellt und die Ausschreibung über
Die Vergabestelle erfolgt ab April 2018. Grundschule Kainer, Nonnewitz, Rasberg und Stadt Mitte. Um ebenfalls an dem Förderprogramm IT-Ausstattung teilnehmen zu können, werden hier derzeit Kostenschätzungen erarbeitet. Grundschule Stadtmitte und Grundschule Nonnewitz, Instandsetzung bzw. Erneuerung der Toilettenanlage für Jungen. Hier werden derzeit die Leistungsverzeichnisse erstellt und die Ausschreibung über die Vergabestelle erfolgt, voraussichtlich ab Mai 2018. Zur Kindertagesstätte Kinderträume, Instandsetzung und Renovierung der Sausewindgruppe. Auch hier werden derzeit die Leistungsverzeichnisse erstellt und die Ausschreibung über die Vergabestelle erfolgt ab Juni 2018. Zur Kindertagesstätte Völkerfreundschaft, Instandsetzung und Renovierung des Kinderrestaurants. Hier erfolgt die Ausschreibung über die Vergabestelle voraussichtlich ebenfalls ab Juni 2018. Zum Hort am Schwanenteich, Instandsetzung bzw. Herstellung einer Pflasterfläche. Leistungsverzeichnisse wurden erstellt und die Ausschreibung erfolgt hier noch im März 2018. Aus den Ortsteilen im Besonderen ist weiter zu berichten zu den Sturmschäden, das allgemeiner. Die Bestätigung der Versicherung für die Kostenübernahme der Sturmschäden ist erfolgt und die beauftragten Dachdeckerarbeiten beispielsweise sollen in der kommenden Woche erbracht werden. Durch die Gemeindearbeiter wurden zudem im großen Maße umgestürzte Bäume nach dem Sturm beseitigt und entsprechende Aufräumarbeiten durchgeführt. Ebenfalls durch die Gemeindearbeiter wurde der ehemalige Bahndamm, heutiger Wanderweg, freigeschnitten und weitere Rückschnittarbeiten im Ortsteil Kainer ausgeführt. Vom Bauhof im Ortsteil Theißen ist auszugsweise zu berichten. Die Spielplatzreparatur am Sandberg ist abgeschlossen. Der Reusener Park wurde von den Gemeindearbeitern in Zusammenarbeit mit Beschäftigten der ZIAG von Laub- und Astbruch befreit. Sträucher wurden zurückgeschnitten. Die beiden vorhandenen Bänke im Park werden noch repariert und auch der Papierkorb soll ausgetauscht werden. Ebenso wie der Zaun am städtischen Pachtgrundstück am Kirchweg 4, der durch den Gemeindearbeiter repariert werden soll. In der Turnhalle werden nunmehr wöchentlich 1 bis 2 Kontrollen durch die Gemeindearbeiter durchgeführt. Die Hinweisschilder zur Heizung und Lüftung wurden angebracht. Das wurde nötig und die Beleuchtung repariert, sowie fehlende Schutzkörbe an den Rauchmeldern angebracht. Aufgrund eines Kabelbrandes am Multicar am 6.3. konnte am darauffolgenden Tag der Winterdienst nur eingeschränkt, nämlich nur manuell durchgeführt werden. Das Fahrzeug findet sich aber derzeit in Reparatur. Meine Damen und Herren, das war es vorerst von mir. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich danke dem Oberbürgermeister für seinen umfassenden Bericht, in dem dargestellt wurde, was in Zeitz und was in den Ortsteilen für Aufgaben zu bewältigen sind. Ich eröffne jetzt den Tagesordnungspunkt 8, Anfragen zum Bericht des Oberbürgermeisters. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, wir sind hier bei Anfragen und nicht bei Städtenends. So, bitte, wer möchte die Runde beginnen? Die Frau Rossner. Zum Thema Kindergartenplätze habe ich eine Frage. Und zwar war jetzt sehr viel in den Medien zu hören, dass immer noch sehr viele Kindergartenplätze fehlen. Jetzt meine Frage, wie viele Kita-Plätze fehlen in Zeitz? Beziehungsweise Unterfragen, bekommt jedes Kind einen Platz? Oder wie lange sind die Wartezeiten etwa? Würde mich mal sehr interessieren. Danke. Soweit ich weiß, und ich hoffe, ich bin da gut informiert, hat bis jetzt jedes Kind in Zeitz einen Kita-Platz bekommen. Das wäre ja vorbildlich. Frau Gröschel, möchten Sie da widersprechen? Dankeschön, Frau Gröschel. Weitere Anfragen? Die Frau Birgit Reinhardt. Herr
Bürgermeister, meine Anfrage fokussiert sich auf Ihre Aussagen zum Sachgebiet Kultur und Tourismus, zu den angekündigten reduzierten Öffnungszeiten im Museum, Schlosspark und im Stadtarchiv. Sie haben gesagt, es ist notwendig, um Personalreduzierungen zu kompensieren. Steht das nicht, und hier meine Frage, im krassen Widerspruch zu den erwähnten steigenden Besucherzahlen, insbesondere auch aus Anlass 1050-Jahrfeier etc.? Was steht hinter den Personalreduzierungen? Sind das natürliche Abgänge? Ist das Ganze im Zusammenhang mit dem in Arbeit stehenden Personalentwicklungskonzept zu sehen? Ja, also ich hatte bereits gesagt, dass die Ergebnisse der Personalentwicklungsplanung noch gesondert nicht öffentlich vorgestellt werden. Ich habe auch immer gesagt, wir nutzen Abgänge aus Altersgründen, um Personal oder die Personalausstattung neu aufzustellen. Wir sind hier gerade in diesem freiwilligen Bereich, so schmerzlich das auch ist, gezwungen und gehalten, aufgrund der Konsolidierung Einsparungen vorzunehmen. Es werden keine Mitarbeiter gekündigt. Wie gesagt, wir nutzen nur die Möglichkeiten aufgrund der arbeitsvertraglich derzeit vorhandenen oder zukünftig vorhandenen Mitarbeiter, die Öffnungszeiten dem anzupassen. Die erhöhten Besucherzahlen im letzten Jahr beruhen natürlich auf der Sonderausstellung Dialog der Konfessionen. Das darf man nicht vergessen. Aber im Prinzip ist es so, dass wir uns, was die Öffnungszeiten angeht, den Zeiten anpassen, wo auch die meisten Besucher tatsächlich kommen. Und das bezieht sich auch auf die beabsichtigten zwei Schließungsmonate. Die Monate Januar und Februar sind tatsächlich die, bei denen die wenigsten Besucher zu erwarten sind. Und wir haben im Bereich Museum Kosten von über 730.000 Euro im Jahr. Das ist ein Bereich, genau wie bei der Touristinformation, wo wir für eine Kostenreduzierung sorgen müssen, ohne die Institution selbst in Frage zu stellen. Selbstverständlich. Sie sagten, es geht im Bereich Museum um eine Personalreduzierung von 1,6 VBE. Jetzt haben Sie ausgeführt, es wird keine Personalkürzungen geben. Keine Kündigungen geben. Das heißt aber, es wird Reduzierungen in den Arbeitszeiten von Mitarbeitern geben. Es ist so, dass verschiedene Mitarbeiter von sich aus, also durch die, wie soll ich das sagen, durch die Arbeitsverträge sind feste Arbeitszeiten vertraglich festgelegt. Es gibt einzelne Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen, die freiwillig ihre Stunden reduziert haben. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und haben überlegt, in welchem Zeitraum es sinnvoll ist, das Museum zu öffnen und wie wir mit den vorhandenen Kräften diese Zeiten abdecken können und wo wir einen Ausgleich vornehmen können. Es ist zum Beispiel auch daran gedacht, dass in den Monaten Januar und Februar die dann im Verlauf des Jahres aufgelaufenen Überstunden abgearbeitet werden. Vielen Dank. Letzte Nachfrage. Warum haben wir die Änderung der Öffnungszeiten nicht im entsprechenden Fachausschuss diskutieren können? Das können wir gerne tun. Manchmal ist es so, ja, dass die Organisation der Verwaltung obliegt mir. Das ist mein Bereich. Ich kann mir da gerne Ratschläge aus verschiedenen Ausschüssen einholen, aber die eigentliche Organisation der Verwaltung obliegt ja mir. Und deshalb muss ich sehen, wie ich mit den vorhandenen Mitarbeitern die Arbeitszeiten, die sinnvoll sind, oder die Öffnungszeiten, die sinnvoll sind, abdecken kann. So, vielen Dank. Als nächstes ist die Frau Wetzelt, anschließend die Frau Späte, dann der Herr Schwarz und dann der Herr Schröder. Ich bin bei dem gleichen Thema.
Der Sozialbildungskulturausschuss ist eigentlich dafür da, über solche Dinge zu reden. Eine kurze Anmerkung, mich interessiert eben einfach auch die veränderten Öffnungszeiten, gerade von unserem Schlosspark. In diesem Zusammenhang erwähnten Sie einen Kassenautomaten. Wir haben bisher immer erfolgreich mit unseren Kassenhäuschen die Öffnungszeiten überbrücken können. Wir haben den Winter geschafft mit der Öffnung über Schloss Moritzburg. Warum soll das jetzt geändert werden und was bringt uns eigentlich ein Kassenautomat? Was kostet der und was kostet eine Person oder zwei oder drei, die sich dann reinteilen, in diesen Kassenhäuschen zu sitzen? Auch das wäre vielleicht ein Thema gewesen, denn wir haben vor 4 Jahren erfolgreich Kassenautomaten abgelehnt. Und heute wird uns einfach mitgeteilt, es kommt ein Kassenautomat. Ein bisschen fühlt sich dann schon oder fühlen sich die Mitglieder, und das merke ich jetzt auch bei Frau Reinhardt, irgendwie ein Stückchen daneben, obwohl wir einen Ausschuss aus dem Stadtrat haben. Also, Die Angelegenheit findet sich insgesamt noch in der Untersuchung und in der Prüfung. Es ist durchaus aus Kostengründen sinnvoll, diese Kassenautomaten einzuführen. Wie Sie vielleicht wissen, ist die Möglichkeit, den Schlosspark überhaupt im Winter und länger als früher zu öffnen, nur dadurch gegeben, dass Besucher den Schlosspark über die Museumskasse betreten können. Ansonsten ist es so, dass wir externe Kräfte, das sind ja keine Mitarbeiter der Verwaltung, gesondert und auch nicht ganz billig für diesen Kassendienst bezahlen. Und um dort flexibler zu sein, halten wir es einfach für sinnvoll, jedenfalls darüber nachzudenken, einen Zugang über ein automatisches Tor zu ermöglichen. Frau Wissel, Nachfrage. Wo kommt der Kassenautomat hin? Das müssen wir noch überlegen. Wahrscheinlich der beliebteste Zugang ist der zum Parkplatz. Ich bin der Meinung, dass diejenigen älteren Personen, die frühmorgens auch da unten mal eine Runde drehen oder sich kurz vor Mittag in die Sonne setzen, diesen Kassenautomaten nicht mehr nutzen. Kassenautomaten an so einer Institution, die nicht ein Ausmaß eines Riesenparkes einer Großstadt hat, bringt meiner Ansicht nach Nachteile. Dass natürlich im Winter aufgemacht worden ist und dass wir übers Schloss rein konnten, das ist in Ordnung. Die Erweiterung finde ich gut. Aber diese verkürzte Öffnungszeit und der Kassenautomat, ich nehme an, da wird uns der Kassenautomat mehr kosten als das, was uns nachher an Geld fehlt, was am Eintritt bezahlt wird. Ja, wie gesagt, das befindet sich noch in der Prüfung. Wer genauer hinsieht, weiß, dass dort am Tor zum Brauereiparkplatz ein Stück Zaun fehlt. Dieses Tor steht ständig offen, schon wegen des gastronomischen Betriebes, der dort ist. Und wir versuchen dort eine Lösung zu finden. Denn so kann fast jeder den Schlosspark einfach betreten, wenn das Kassenhäuschen unbesetzt ist. Auf jeden Fall, das ist eine Möglichkeit, die wir prüfen. Wir werden diese Möglichkeit vorstellen und wir werden dann zu gegebener Zeit darüber reden. 34. So, ich danke dem Oberbürgermeister und jetzt hat das Wort die Frau Späte. Herr Vorsitzender, Oberbürgermeister, aus Ihrem Bericht eine Frage zum E-Mail. Ich hatte da fast schon eine schriftliche Anfrage vorbereitet. Darf ich davon ausgehen, dass dann, wenn das umgestellt ist auf das Outlook 23, auch E-Mail-Anhänge von größerer MB-Zahl verarbeitet werden können? Denn im Moment ist das ein großes Problem, dass also E-Mail-Anhänge über 10 MB hier den Weg nicht finden. Herr Flamminger, können Sie das beantworten? Müssen wir nachrechnen.
dann würde ich die schriftliche Anfrage, die ich eigentlich schon fertig habe, die würde ich dann noch stellen. Gut, dann zweite Frage. In Ihrem Bericht erwähnten Sie den Fachkräftemangel im Bereich Bäder. Wir wiederholen ja sozusagen jetzt im Kulturbereich die Situation, Öffnungszeiten runter, Personal und. Ich habe eine Frage zu den zukünftigen Möglichkeiten, Fachkräfte im Bereich Bäder selbst auszubilden. Mir ist bekannt, dass es da Bemühungen gibt. Sind die erfolgreich gewesen, hier einen Ausbilder zu finden? Dann müssten wir vermutlich unsere Fachkräfte in diesem Bereich selbst ausbilden. Gibt es da neuere Informationen als die ich habe? Auch da müsste ich die Frage an Herrn Flammiger weitergeben. Können Sie dazu was sagen, Herr Flammiger? Das wäre eine Motive. Also wir haben in der Vergangenheit schon intern auch Kräfte weitergebildet. Aktuelle Überlegungen, die es noch in neue Richtungen gibt, die sind noch nicht spruchreif. Die möchte ich hier noch nicht zum Besten geben. Aber grundsätzlich sind wir immer bemüht, natürlich für die Weiterqualifizierung der Mitarbeiter zu sorgen und haben wir in dem Bereich auch schon getan. Danke. So, ich danke. Herr Schwarz, Sie dürfen jetzt. Ich möchte das Thema meiner Vorrednerin aufgreifen im Hinblick oder der Vorredner um die geänderten Öffnungszeiten des Museums. Wir hatten im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushaltskonsolidierungskonzept dort unter anderem sehr ambitionierte Ziele der Verwaltung, der Einnahmensteigerung beim Museum mitzutragen. Wenn ich mich richtig erinnere, sollten dort im Vergleich zum Vorjahr Mehreinnahmen von nochmal 50% und höher suggeriert werden. Wie das Ganze inhaltlich passieren sollte, ist zumindest in der Diskussion nicht weiter untersetzt worden. Wenn ich jetzt aber dazu im Verhältnis setze geänderte, das heißt reduzierte Öffnungszeiten, glaube ich nicht, dass ich ein Mehr an Besuchern auf ein noch weniger an Öffnungszeit dort konzentrieren lässt, um dieses Ergebnis zu erzielen. Wie sieht die Verwaltung das im Hinblick auf diese Haushaltsansätze der Mehreinnahmen aus Eintrittsgeldern im Museum alleine und den umherliegenden kulturellen Einrichtungen? Danke. Also ich versuche die Frage mal so zu beantworten, wie ich sie verstanden habe. Wie gesagt, wir sind in der Konsolidierung. Wir müssen uns bemühen, überall, wo wir können, zu sparen, wenn es sich eben anbietet, dadurch, dass Personal ausscheidet, dass Mitarbeiter ihre Stunden freiwillig reduzieren, nehmen wir das als Gelegenheit für Konsolidierungsmaßnahmen. Wir haben untersucht, welche Öffnungszeiten die sind, die am meisten frequentiert werden. Wir gehen davon aus, dass sich Besucher des Museums vorab informieren, wann die Öffnungszeiten des Museums sind, und gehen davon aus, dass das keinen maßgeblichen Einfluss auf die Besucherzahlen hat. Kann man natürlich nie ausschließen, aber wir kalkulieren mit den Besucherzahlen der vergangenen Jahre, was unsere Einnahmeerhöhungen angeht, und die sind selbstverständlich, das sind natürlich nur kalkulatorische Posten, aber wenn wir mit den Zahlen aus der Vergangenheit rechnen, haben wir zumindest eine Grundlage, auf der wir arbeiten können. So, ich danke. Als nächster ist der Herr Schröder dran. Ja, eine Anfrage zur Schöffentätigkeit. Wie viele Mitarbeiter der Verwaltung haben sich bereit erklärt, als Schöffe tätig zu werden? Ich hoffe keine, wir brauchen die in der Verwaltung. Die Antwort muss ich nachreichen, das weiß ich nicht. So, als nächstes der Herr Exler, bitte. Ja, Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, ich habe mich auf drei Fragen vorbereitet. Drei? Ja, zum Bericht, und wollte
Zunächst ja, das jetzt schon viel diskutierte Thema Öffnungszeiten verschiedener städtischer Einrichtungen. Kurz mich mein Unmut äußern, dass das also sozusagen Hals über Kopf hier über uns kommt. Wenn denn, ich habe nichts dagegen, wenn ein Schlosspark geschlossen ist, aber warum, im Winter geschlossen ist, nicht geschlossen ist, sondern im Winter geschlossen ist. Aber wenn, warum gleichen Sie nicht alle Öffnungszeiten entsprechend an? Wir haben jetzt eine Öffnungszeit, ich habe das aus dem Veranstaltungskalender genommen. Der Schlosspark öffnet zum Beispiel montags von 10 bis 18 Uhr, das Museum dann erst ab Dienstag. Die Touristinformation macht mittwochs eher zu und montags. Ja, damit unsere paar Besucher, die wir haben in Zeitz, sich sozusagen an einheitliche Öffnungszeiten gewöhnen, machen Sie doch am besten einheitliche Öffnungszeiten. Ich bin ja, wenn nicht ich dazu gleich mal was sagen darf, das hängt natürlich davon ab, wir haben unterschiedliche Sachgebiete mit unterschiedlichen Mitarbeitern. Da kann man nicht einfach die Stunden reduzieren, wenn die Mitarbeiter das gar nicht möchten. Ich glaubte, Sie hatten vor uns richtigerweise erwähnt, dass Sie die Verwaltungs- oder die Hoheit haben im Rathaus, dann setzen Sie die durch. Das geht, und dann aber, können auch, Sie das so tun. Das geht aber auch nicht über die Köpfe oder über die vertraglichen Verpflichtungen hinweg. Das zunächst dazu. Ich habe aber noch weitere Fragen zum, im Bericht wurde erwähnt, der Goethepark mit dem Spielplatzbereich. Mir fehlt, weil der Bericht des Oberbürgermeisters beinhaltet ja auch die Ausführung gefasster Beschlüsse, wie weit das Thema Goethepark Konzept ist. Wir hatten ja mal gesagt, wir brauchen da ein Konzept und auch, glaube ich, ein Planungsbüro dazu beauftragt, wie weit die Dinge gediehen sind, weil verschiedene Medien ja schon berichtet haben, dass leider dieser Teil von Zeitz nicht schöner geworden ist. Kann ich auch gleich beantworten, das Konzept ist uns in erster Fassung bereits zugegangen, also es liegt vor. Wir haben uns damit befasst, eine Besprechung findet dazu, glaube ich, am 4. April statt. Wir werden uns dann noch einbringen, weil es uns noch nicht gefällt und dann werden wir das vorstellen. Ja, danke. Dazu noch eine dritte Frage. Auch im Bericht hatten Sie erwähnt, dass die Feuerwehr verschiedene Einsätze hatte. Auch neben den tragischen Ereignissen, die Sie erwähnt haben, sind in der Vergangenheit Vielzahl Feuerwehreinsätze, die durch, ja, ich sage mal mit meinen Worten, das Anzünden von Müll, gibt es natürlich einmal denjenigen, der den Müll dort ablegt, was auch nicht in Ordnung ist, und den zweiten, der es dann anzündet und die Feuerwehr unnötigerweise, die Kameraden der Feuerwehr sich da in Gefahr begeben müssen, um das zu löschen. Wir haben ein Problem in der Ortschaft Zangenberg, schon, das wird schon ein Jahrzehnt Problem, das sind die Siedlungshäuser. Sehen Sie die Möglichkeit, Herr Oberbürgermeister, dass Sie sich diesem Vermüllungsproblem von einzelnen Grundstücken persönlich annehmen und auch beim Burgenlandkreis persönlich beim Landrat mit diesem Thema vorstellig werden? Wir als Ausschussmitglieder im Bauausschuss, andere Hauptausschuss, Stadtrat haben sich mehrmals schon damit beschäftigt. Die Verwaltung hat sich bemüht, sozusagen mit der unteren Abfallbehörde dort zu Ersatzvornahmen zu kommen, die immer noch nicht stattgefunden haben. Ich kann mir jetzt nur noch vorstellen, dass so eine Ersatzvornahme nur vorgenommen wird, wenn Sie als Verwaltungschef und der Landrat hier endlich mal für die Zeitzer, ein Beispiel ist das die Zangenberger Siedlungshäuser, da endlich mal Dinge produzieren. Also können Sie sich das vorstellen? Ja, ich bin in den letzten zwei Wochen an der Stelle nicht vorbeigefahren. Wir haben uns aber schriftlich an den Burgenlandkreis, an den Landrat gewandt und uns wurde angekündigt, dass dort tatsächlich eine Ersatzvornahme passieren wird. Also der Müll wird durch den Burgenlandkreis beseitigt im Wege der Ersatzvornahme. Darf ich nochmal, Herr Straub? Ja, bitte. Diese Antwort des Burgenlandkreises habe ich schon, glaube ich, 2016 bekommen, als ich mich persönlich auch bei der unteren Abfallbehörde dazu bemüht hatte, dass endlich eine Ersatzvornahme durchgeführt wird. Ich freue mich, wenn sie denn tatsächlich stattfindet. Und ich bitte Sie einfach, dort mit dem Nachdruck der Zeitzer Bevölkerung, der Zangenberger insbesondere, da nochmal sozusagen ja, Butter bei die Fische zu geben. Das tue ich gerne. Wie gesagt, den Burgenlandkreis oder den Landrat habe ich persönlich angeschrieben. Vielen Dank. Als nächstes ist die Frau Tischendorf. Ja, also mich treibt auch das Thema Verkürzung Öffnungszeiten und
Reduzierung Arbeitskräfte Museum an, und zwar in dem Zusammenhang, ich weiß jetzt nicht genau, wann wir hier gesessen haben und Frau Otto uns erklärt hat, wie toll das alles wird, wenn wir mit den Fördermitteln den Marstall neu aufbauen und dort größere, weitere Museumsflächen schaffen. Können wir uns das überhaupt noch leisten, Herr Oberbürgermeister? Wir bauen einen neuen Marstall, haben keine Arbeitskräfte, können die Öffnungszeiten nicht mehr bringen. Verstehe ich nicht. Ist für mich ein ganz krasser Widerspruch. Können wir uns das noch leisten? Ja, das ist etwas, was der Stadtrat beantworten muss. Also Frau Tischendorf, ich weiß nicht, ob Sie... Nicht der Stadtrat hat die Kürzung der Öffnungszeiten und die Reduzierung der Arbeitskräfte beschlossen. Wissen Sie, was das haben Sie getan. Nee, Moment. Ich habe nur entschieden, dass keine neuen Arbeitskräfte eingestellt werden oder reduzierte Stunden durch neue Arbeitskräfte kompensiert werden. Der Stadtrat hat selbst beschlossen, dass die Mitarbeiterzahl zu reduzieren ist. Das sollten Sie wissen. Und es ist auch beschlossen worden, dass wir eine aufgabenbezogene Kritik vornehmen. Und ich habe auch mal angekündigt, dass Personalreduzierungen dann stattfinden, wenn Mitarbeiter ausscheiden. Ich kann bloß meine Frage noch mal wiederholen. Unter diesen neuen Bedingungen können wir uns den Marstall noch leisten? Den Neuaufbau des Marstalls? Keine Arbeitskräfte, veränderte Öffnungszeiten. Wir werfen hier mit Steuergeldern um uns. Also, weil die Öffnungszeiten um wenige Stunden reduziert werden, gibt es immer noch ein Museum, was Leute besuchen können und besuchen werden. Mich packt da noch keine Untergangsstimmung. Mich packt die Frage, unter den heute vorgetragenen Umständen, wie schaffen wir das, den Marstall noch zusätzlich zu bewirtschaften? Die Planungen sind hier noch nicht abgeschlossen, aber es ist angedacht. Es ist angedacht, zwei Sachgebiete zusammenzulegen, Museum, das Sachgebiet, was sich um den Schlosspark kümmert, Tourismus und man darf ja nicht vergessen, dass auch die Ölmühle verkauft werden soll, auch das ist ein Beschluss des Stadtrates, auch die Mitarbeiter müssen ja am Ende irgendwo unterkommen. Dafür bietet sich beispielsweise der Marstall an. Danke. Gibt es weitere Anfragen zum Bericht des Oberbürgermeisters? Bitte, der Herr Gensch, selbstverständlich. Ich wollte nur mal vororientieren. Ich wollte nicht haben. Ja, Herr Oberbürgermeister, meine Frage geht dahin. Wir haben als Stadt 3,6 Millionen Defizit. Und ich muss echt fragen, wir wollen Personal abbauen, noch und nöcher. Meine Frage dahingehend, können Sie ungefähr, ich will keine genaue Zahl, einschätzen, wie viel wir durch Personalabbau, Stundenreduzierung einsparen oder von den 3,6 Millionen einige Millionen abbauen? Können Sie mir diese Frage beantworten? Nein, das kann ich Ihnen noch nicht beantworten. Also, ich muss sagen, wenn ich Personal abbaue, muss ich es einschätzen können, wie viel ungefähr, ich will ja keine genaue Zahl. Und das Nächste ist, was Sie in Ihrem Bericht angeführt haben, das Jahr 2019. Und da muss ich Ihnen sagen, da können wir als Stadt bankrott erklären, wenn das genauso weitergeht. Wir werden regelrecht von der Landesverwaltung erpresst. Ich danke Herrn Gensch und der Herr Schwarz hat noch eine Nachfrage. Oh, nein, vielleicht nur die Erklärung an Herrn Gensch. Ich möchte zwar jetzt nicht den Oberbürgermeister die Hoheit der Personalkosten dort entziehen, aber ich kann mich zumindest an die Aussage im Rahmen der letzten Haushaltsdiskussion und Beschlussfassung erinnern, dass sämtliche Reduzierung der Stunden
sich Einnahmen oder wirtschaftlich nicht zu einer Einnahmen oder zum, im Ergebnis sich nicht reduzierend auswirken, weil die Tariferhöhungen, die damit verbunden sind, die Einsparungen auffressen und es im Ergebnis trotzdem, trotz der geringeren des geringeren Personals, zu einer Steigerung der Personalkosten kommt. Das heißt, das, was an Öffnungszeiten eingespart wird, aufgrund des geringeren Personal, macht sich nicht positiv im Haushalt der Stadt Zeitz, schlägt sich nicht nieder. Ja, in absoluten Zahlen nicht, aber das ist ja im Grunde genommen das Frustrierende. Selbst obwohl die Stadt seit Jahren Personal abbaut, wird die absolute Summe der Lohnkosten nicht gesenkt, sondern vielfach ist es so, dass dieser Personalabbau durch Tariferhöhungen wieder wettgemacht wird. Das ist leider so. So, ich danke und ich sehe keine weiteren Anfragen. Somit schließe ich den Tagesordnungspunkt 8 und eröffne den Tagesordnungspunkt 9, Berufung der Wasserwehr. Einleitend wird dazu der Herr Zöllner zu der Aufgabe der Wasserwehr Ausführungen machen. Dort ist er. Hier bin ich. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Von mir nochmal, kurz bevor wir zur Berufung oder zur Bestellung der Kameraden, die hier links neben mir sitzen, von der Wasserwehr kommen, ein kurzer Abriss. Also das Thema Wasserwehr ist ja nun schon lange bei der Stadt Zeitz ein Thema. Wir haben uns jetzt intensiv mit der Frau Weber, dem Ortsbürgermeister von Zangenberg, dem Herrn Jäger und dem Herrn Peukert, damit beschäftigt, dort Bürger zusammenzubekommen, die erstens mal nicht in der Feuerwehr sind, weil das immer einen Konflikt ergibt, wenn man in zwei unterschiedlichen Einrichtungen tätig ist. Wir haben jetzt 13 Bürger gefunden, die größtenteils nicht in der Feuerwehr sind, größtenteils aus Zangenberg und einer aus Zeitz hier sind, die ehrenamtlich bei der Wasserwehr tätig werden wollen und auch was machen wollen für unseren Schutz. Daraufhin haben wir Geld in die Hand genommen, um eine Grundausstattung für die Wasserwehr zu beschaffen. Das bezieht sich ungefähr auf 15.000 Euro, wobei wir ein Förderprogramm genutzt haben vom Land mit 80% Förderung. Also demzufolge haben wir knappe 12.000 Euro gefördert gekriegt von dem Material, um Bekleidung und erste Ausrüstungsgegenstände zu kaufen. Von der Struktur her in der Wasserwehr müssen Sie sich ungefähr so vorstellen wie bei einer Feuerwehr. Also es gibt einen Leiter der Wasserwehr, einen Stellvertreter und dann ebenfalls noch die mitwirkenden Mitglieder. Zur Technik. Zurzeit ist die Wasserwehr Zeitz mit dem alten Ello von Zangenberg ausgestattet, der in der Katschutzgarage in Zangenberg untergebracht ist, sowohl auch das Material wie Sandsäcke und die Bekleidungsgegenstände der Kameraden. Das zum kurzen Abriss zur Wasserwehr. Wer dann noch genaueres erfahren möchte zur Wasserwehr, kann dann gern zu mir mal ins Büro kommen, zum persönlichen Gespräch, dem werde ich auch noch mehr darüber erzählen. Oder der Herr Peukert, der dann zum Leiter der Wasserwehr ernannt wird, der kümmert sich ebenfalls um die Aus- und Weiterbildung der Kameraden und hat dort einen engen Draht zum Gebäudeflächenmanagement, weil die Aufgabe der Wasserwehr wird sein, unsere Deiche in Zeitz zu verteidigen, dort dann tätig zu werden, ebenfalls das neue Stadion abzusichern, wo jetzt Schieberelemente eingebaut worden sind. Das ist die Aufgabe der Wasserwehr, dort dann abzuschiebern, um dort einen erneuten Schaden durch so Hochwasser zu beseitigen. Dann würde ich übergehen zur Berufung und Bestellung der Kameraden der Wasserwehr. So, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass es endlich soweit ist. Heute sollen berufen werden in die Wasserwehr. Ich werde jetzt die Namen einzeln vorlesen und dann werde ich jeden Einzelnen bitten, nach vorne zu kommen, nacheinander bitte. In die Wasserwehr der Stadt Zeitz werden berufen Herr Dietmar Augustin, Herr Steffen Bayer, Herr Hagen Böhme, Herr Roland Böhme, Herr Werner Glasenack, Herr Holger Klotz, Herr Christian Künstler, Herr Rolf Pendorf, Herr Thomas Peukert, Herr Carsten Fauter, Herr Christian Planert, René Smolacik und Egmont Tänzer. Ich darf nun Herrn Dietmar Augustin nach vorne.
Gut. So. Ja, machen wir gleich. Ich wollte jetzt nur noch bemerken, wenn die Kameraden der Wasserwehr nicht mehr hier bleiben möchten, beziehungsweise können hier bleiben, würde ich ganz kurz eine Pause machen und sie entlassen. So, ich schließe den Tagesordnungspunkt 9, eröffne den Tagesordnungspunkt 10, Aufstellungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nummer 79, Gewerbegebiet am Milchhof in Zeitz Ost. Gibt es dazu Diskussionsbedarf? Sehe ich nicht. Deshalb bitte ich um Abstimmung. Wer für diesen Beschluss ist, bitte ich um das Ja-Zeichen. Danke. Enthaltungen? Eine Gegenstimme? Keine. Somit sind das 34 Ja, eine Enthaltung, keine Nein-Stimmen. Danke. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 10 und eröffne den Tagesordnungspunkt 11, Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes Nummer 80, Neubau einer Altenpflegeeinrichtung der Stiftung Seniorenhilfe am Lindenplatz in Zeitz, der Stadt Zeitz. Gibt es dazu Diskussionsbedarf? Sehe ich nicht. Deshalb bitte ich zur Abstimmung. Wer für diesen Aufstellungsbeschluss ist, dann möchte ich bitten, die Karte zu heben. Danke. Gegenstimmen, Enthaltungen, zwei, siehst du, das sind das, zwei Enthaltungen, fällt nicht, das sind 31 Ja, 0 Nein, zwei Enthaltungen. Nein, halt 32, die Frau
Wetzel war ja da, nicht da. So, Top 12. Ich schließe den Top 11, eröffne den Top 12. Aufstellungsbeschluss für die Fortschreibung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes der Stadt Zeitz. Zu diesem Tagesordnungspunkt liegen eine Austauschvorlage, die ab der Sitzung des Hauptausschusses vom 8.3.2018 gültig ist und der Auszug aus der Sitzung des Haupt- und Wirtschaftsausschusses vom 8.3.2018 vor. Gibt es dazu Diskussionsbedarf? Bitte sehr, Herr Oberbürgermeister. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Stadtentwicklungskonzept für die Jahre 2025 bis 2035 ist ein für die Stadt außerordentlich wichtiges Thema. Mir liegt daher viel daran, dass Sie sich frühzeitig in den gesamten Prozess einbringen. Deshalb liegt hier auch die Aufgabenstellung zur Beschlussfassung vor. Diese ist mit unserer Wohnungsbaugesellschaft und anderen Beteiligten vorab gestimmt und, glaube ich, aus unserer Sicht jedenfalls sehr sinnvoll. Wir sind für Vorschläge dazu natürlich dankbar. Die Beschlussvorlage besteht aber aus zwei Teilen, nämlich im zweiten Satz beschäftigt sie sich auch mit der Frage, wie wir hier zu einer Auftragserteilung kommen. Dazu gab es bereits Vorgespräche. Ich möchte Herrn Immisch bitten, seine Ausführungen dazu noch einmal zu wiederholen. Und ich befürworte ausdrücklich die Vorgehensweise, die Herr Immisch gleich vorschlagen wird. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es gab ja zu der Beschlussvorlage, die sich ja eigentlich um die Aufgabenstellung dreht, möchte ich ja den stellvertretenden Vorsitzenden leicht nur korrigieren, das ist also die Aufgabenstellung, nicht der Aufstellungsbeschluss, ich denke, es wird im Protokoll richtig verankert. Wie der Oberbürgermeister richtig sagte, besteht der Beschluss aus zwei Teilen. Einmal zu der Aufgabenstellung und der zweite Teil ist, dass auf dieser Grundlage mindestens drei Angebote eingeholt werden müssen. Dieser Satz resultiert aus der Förderrichtlinie, aus dem EFRE-Programm, über das ja dass die Erstellung dieses integrierten Stadtentwicklungskonzeptes gefördert und bezahlt wird, dass wir also mindestens drei Angebote einholen müssen, sprich, dass ein minimaler Wettbewerb stattfindet unter den geeigneten Planungsbüros. Und es ist ja auch so, dass wenn ich eine sogenannte beschränkte Ausschreibung, egal ob bei Planungsleistung oder bei Bauleistung, ausführe, ich vorher auswähle und die praktisch Leistungsfähigkeit, Fachkunde und auch die entsprechenden Referenzen prüfen muss. Das heißt, ich kann dann nicht, wenn Angebote abgegeben werden und einer hat das wirtschaftlichste Angebot, den ich dann vielleicht doch nicht mag, den dann ausschließen, sondern es ist dann alleine der Preis, der jetzt hier dann die Vergabe regelt. Das heißt, ich muss mir vorher im Klaren sein, wen ich an der Ausschreibung beteilige. Und aus diesem Grund hatte die Verwaltung an der Stelle Herr Wilders mit seinen Mitarbeiterinnen fünf bzw. sechs Büros ausgewählt, die diese Fachkunde, Leistungsfähigkeit und die entsprechenden Referenzen haben. Ich hatte die gestern im Ältestenrat, weil es ja in den nicht öffentlichen Teil eigentlich gehört, ich kann die jetzt auch hier nicht nennen, verteilt an die Ältestenratsmitglieder, sprich an die Fraktionsvorsitzenden, damit sie das eventuell, auch wenn die Zeit kurz ist, mit ihren Fraktionsmitgliedern noch besprechen können, weil im öffentlichen Teil hier können wir es nicht. Ich kann nur und hatte auch verteilt eine Zeitschiene, die sich praktisch ergibt, um praktisch zur Vergabe dieser Planungsleistung zu kommen, die dann wieder im Stadtrat stattfinden soll. So hat es der Oberbürgermeister festgelegt, damit sie im Prinzip alle an dem Verfahren beteiligt sind. Und diese Vergabe wäre dann in der Stadtratssitzung am 14.06.2018. Nach all den Schritten, die Fristen, die wir einhalten müssen, ich will das jetzt nicht alles nochmal einzeln vortragen, auf jeden Fall kommen wir mit angemessenen Bearbeitungszeiten und auch unsererseits auf den 14.06., das ist die Stadtratssitzung. Davor ist natürlich noch der Hauptausschuss und der Bauausschuss zu beteiligen. Und ich hatte im Bauausschuss, wo der Antrag ja von Herrn Bosalski keine Mehrheit fand, aber in einer Art Pattsituation mit 2-2 schon erläutert, also ich rechne mit mindestens 4 Wochen, die wir an Bearbeitungszeit verlieren. Herr Wilders hat
in der Aufstellung hier spricht von 3 Monaten, weil er die Sommerpause mit einrechnet. Weil er sagt, wenn es am 14.06. nicht passiert, kommt die Sommerpause, dann wird es erst danach, dann fehlt natürlich erheblich mehr Zeit. Und deswegen hatte ich eigentlich, hatte dann gestern im Ältestenrat darum geworben, und du es auch hier wieder, zu sagen, es sind 5 Büros, die geeignet sind. Wir haben auch, Herr Weißbrot, die Referenzen noch beigefügt. Wenn Sie, ich kann sie Ihnen zeigen, ich könnte das auch bei den Nummern vorlesen. Sie haben ja den Text. Sie haben alle diese Referenzen und haben solche Stadtentwicklungskonzepte schon gemacht, erfolgreich. Und würde einfach aus Grund der Vereinfachung des Verfahrens, weil ich mir einfach neben mehr Arbeit, mehr Zeit, keinen Erfolg verspreche, jetzt noch mehr zu beteiligen. Es ist, wie gesagt, es wird sicherlich so sein, wenn wir das, es heißt aber nicht, dass es nicht geht. Also ich hatte es im Bauausschuss schon gesagt, das generelle Verfahren, was bei Bauleistungen auch üblich ist, dass ich einen sogenannten Teilnahmewettbewerb mache, auf der Internetplattform veröffentliche, ich habe das und das vor, und dann kann sich jeder, und das ist eben das Negative an der Seite, jeder, der denkt, er kann das bewerben, und wir haben natürlich dann die viele Arbeit, die rauszusuchen, die wir wirklich mit beteiligen, die dann auch wirklich Fachkunde, Leistungsfähigkeit und entsprechende Referenzen haben. Und das dauert eben nach meiner Einschätzung wenigstens 4 Wochen, sodass wir aus dem Rhythmus rauskommen. Wir haben also gemeinsam die Alternative, dass Sie sagen, wir akzeptieren das und stimmen mehrheitlich nicht für den eventuell noch kommenden Antrag, diese öffentliche Ausschreibung vorher noch zu führen. Und wenn das so ist, Oberbürgermeister hat es auch im persönlichen Gespräch gesagt, ist es sicherlich kein Totschlagargument, dann werden wir das natürlich, wenn Sie mehrheitlich das so beschließen, akzeptieren müssen und müssen dann sehen, wie wir die Zeit zumindest teilweise wieder einholen. Denn ich erinnere noch mal dran, das hat ja der Herr Wilders auch im Bauausschuss sehr emotional gesagt, wir müssen die Fördermittel Ende 2019 abrechnen. Das heißt, da müssen alle Leistungen erbracht und auch vergütet sein. Das klingt jetzt weit, wir sind Anfang 18, aber bei so einem Stadtentwicklungskonzept, wenn man sich mal das durchliest, welche Schritte da alle zu tun sind, damit alle in irgendeiner Form beteiligt, berücksichtigt werden und alle Hinweise und auch gegenteilige Meinungen abgewogen werden, ist das, denke ich, schon eine sportliche Zeitschiene. Danke erstmal. Danke, Herr Immisch. Ja. Gibt es dazu Fragen? Der Herr Busalski hat sich gemeldet, bitte. Bitte ans Mikrofon. Ja, wir haben das Thema im Bauausschuss gehabt und hatten auch dasselbe Thema dann nochmal im Hauptausschuss. Herr Immisch hat richtig betont, dass wir im Bauausschuss eine Pari-Pari-Abstimmung hatten, aber wir hatten im Hauptausschuss eine Abstimmung von 9 Ja und 2 Nein zu dem von mir gestellten Antrag. Den möchte ich für alle, die noch nicht involviert sind und die es noch nicht auf dem Blatt oder auf dem Platz hatten, noch mal kurz vorlesen. Die Verwaltung wird beauftragt, das Verfahren der Vergabe dieser Planungsleistung analog einer beschränkten Ausschreibung nach formlosen öffentlichen Teilnahmewettbewerb durchzuführen. Heute kriegen wir eine Aufgabenstellung, ein sogenanntes Austauschblatt, und wird uns nebenbei gesagt, wir haben doch unsere Büros schon ausgewählt im Ältestenrat, der war, glaube ich, gestern. Also, was war eigentlich der Sinn und Zweck dieser Arbeit, wo der Fördermitteleingang oder Bescheid bereits am 27.11. steht in Ihrer Vorlage, schon bewilligt worden ist, am 27.11. Uns wird immer suggeriert, wir haben ein Zeitproblem. Wir haben, glaube ich, jetzt März, richtig? Ich werde hier meinen Antrag nochmal wiederholen. Ich habe auch der Verwaltung ein Mitteilungsblatt gegeben oder eine Ausschreibung gegeben von einer anderen Stadt aus Deutschland, die so eine Ausschreibung schon durchgeführt hat. Eigentlich sollte man bloß dort reingucken, wie die Ausstellung aufgebaut ist, unsere Ziele und Zwecke dort eintragen
Und ich habe heute eigentlich angenommen, dass wir keinen Austauschvorlage kriegen mit denselben Text eigentlich, sondern ich habe heute eigentlich erwartet, dass wir eine Ausschreibungsunterlage hinkriegen, so wie wir die kurzfristig veröffentlichen möchten. Das habe ich heute angenommen. Denn von dem letzten Hauptausschuss bis heute ist ja schon bereits wieder eine Woche vergangen. Nochmal, ich weiß nicht, welche Büros Sie jetzt plötzlich aus dem Hut gezaubert haben und wer das nun sein soll. Ich habe da keinen Überblick, weil es erst gestern Abend scheinbar ausgeteilt worden ist, ein Ältestenrat. Mein Sinn und Zweck ist eigentlich nichts Schlechtes für die Stadt. Ich möchte ganz einfach versuchen, dass hier neue Kräfte, neue Leute mal zum Zuge kommen und unserer Stadt hier vielleicht mal andere Ideen beibringen oder einfach unsere Stadt nach vorne bringen. Es ist nichts Schlimmes, ich habe nichts gegen irgendwelche anderen Büros, aber ich möchte eigentlich einfach, dass mal eine Ausschreibung ist, vielleicht haben wir wirklich ein Büro dabei, der die zündende Idee für Zeitz hat. Herr Immich hat im Hauptausschuss uns erklärt, dass auf die Vorgehensweise, die ich vorgeschlagen habe, mit diesem Beschlussantrag der Geldgeber, also die Fördermittelstelle, keine Probleme hat. Im Gegenteil, das möchte bitte mal euch der Herr Immich nochmal wiederholen, die Fördermittelstelle es richtig findet, dass wir solche eine Ausschreibung durchführen. Und darum möchte ich heute wieder meinen Beschlussvorschlag zur Abstimmung stellen. Danke. Ja. Herr Oberbürgermeister. Ganz kurz, die Fördermittelstelle findet es richtig, weil es einfach diskriminierungsfreier ist, wenn wir möglichst viele Unternehmen oder Firmen anschreiben. Das war lediglich die Aussage und wir hatten uns versucht, gestern über den Ältestenrat schon einmal zu positionieren, welche Vorgehensweise wir für sinnvoll halten. Der Änderungsantrag wird durch die Verwaltung und auch nicht durch mich unterstützt und deshalb war es natürlich fantasievoll anzunehmen, dass eine andere als die heutige Vorlage hier zu finden sein würde. Herr Immisch, würden Sie ganz kurz noch ergänzend dazu erwidern, bitte? Nur ganz kurz, dass es nicht so im Raum stehen bleibt. Wir reden jetzt nicht über ein Austauschblatt. Das, was hier, ich weiß nicht, ob es Herr Posalski jetzt verwechselt hat, die Austauschblätter, die vorhin genannt worden sind bei der Vorlage, die waren auch schon im Hauptausschuss dabei. Das sind reine inhaltliche Sachen in der Aufgabenstellung, nicht im Verfahren. Da geht es also rein darum, dass zum Beispiel auf der Seite 3 von 4 unten bei steht, bei 2019, erstes Quartal, Vorstellung des Entwurfs im Bauausschuss, vorher stand drin im Stadtratsbeschluss. Auch schon um Zeit zu sparen, haben wir gesagt, wir gehen nur in den Bauausschuss mit der Vorstellung des Entwurfs. Also das sind inhaltliche Dinge zur Aufgabenstellung, nicht zum Verfahren. Und das, was der Herr Posalski sagt, wir haben natürlich auch mal im Internet nachgeguckt, von der Stadt Neu-Isenburg, ist ein ganz anderes Verfahren. Die sind nämlich über dem EU-Schwellwert von 221.000 Euro mit dem Honorar und müssen EU-weit ausschreiben. Ist ein ganz anderes Verfahren, was sich über viele Monate hinzieht und hier nicht vergleichbar ist. Das muss ich nur an der Stelle sagen. Ich hatte auch im Ältestenrat das Beispiel gesagt, wir sind ja dabei, die Grundschule Zeitz Ost, die Planungsleistung auszuschreiben und zu vergeben über so ein EU-Verfahren, weil die das Honorar dort weit über dem Schwellwert liegt. Da sind wir jetzt mit dem Termin, Herr Exler kennt ihn, beim 3.7. mit dem Ergebnis der Jury, welches Büro die Schule beplant. Nur unter Einhaltung der minimalen Fristen. Deswegen hat Herr Wilders im Bauausschuss gesagt, das geht nicht, weil Herr Wilders der Meinung war, wir müssen dieses EU-Verfahren durchführen. Also das von Neu-Ilsenburg oder Neu-Isenburg können wir nicht vergleichen. Das nur. Ich danke dem Herrn Immisch. Als nächstes hat die Frau Späthe das Wort. Ja, Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, ich möchte das jetzt bitte verstehen. Ich war im Hauptausschuss anwesend. Der Ältestenrat ist sozusagen nicht allen zugänglich. Und wenn dort Informationen kommen, dann ist es immer schwierig, wenn die am nächsten Tag dann alle wissen sollten. Ich möchte es verstehen, und zwar aus folgendem Grund. Wir haben im Hauptausschuss darüber diskutiert, ob es möglich ist,
dass unter den ausgewählten Büros, hier wurde gesagt 6, es sind jetzt schon weniger, ist ja auch egal, ob es innerhalb dieser ausgewählten Büros möglich ist, dass diese Büros von der Stadt oder dass die Stadt sie bittet, zu diesem Komplex, ein sehr komplexer Vorgang, ein Stadtentwicklungskonzept, doch einige Ideen vorab einzureichen. Muss ich jetzt davon ausgehen, dass im Rahmen des EFRE-Fördermittelprogramms es nicht möglich ist, so etwas zu machen, weil grundsätzlich nach einer Ausschreibung sozusagen der günstigste Bieter diesen Auftrag erhält? Möglich ist vieles, aber es geht um eine zeitökonomische Verfahrensweise. Das hat jetzt, die Frage geht auch in die ökonomische, genau, darum frage ich ja. Muss ich davon ausgehen, dass es im Ausschreibungsverfahren, egal wie viele Büros dann teilnehmen an der Ausschreibung, um den günstigsten Bieter geht? Erstmal grundsätzlich ja. Es ist aber die Frage, wie komme ich zu dem wirtschaftlichsten, also das, oder günstigsten? Ja, aber Bieter. Günstig im Sinne von das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, ja. Okay. Nur zur Richtigstellung. Gut, dann frage ich weiter nach. Ist es im Rahmen des Förderprogramms EFRE, unter diesem, ja, das hier alles gemacht wird, möglich, die drei Bieter, die das ökonomischste Angebot machen, zu bitten, innerhalb einer relativ kurzen Frist, anhand auch der Vorgaben, die wir ja heute beschließen sollen, mal eine kurze Idee vorzustellen? Das war ja Thema im Hauptausschuss. Nein. Das ist also nicht möglich. Nein. Und das haben Sie im Hauptausschuss entweder nicht verstanden, wir haben aneinander vorbeigeredet, weil das war ja dann auch vorige Woche schon klar. Da hätten wir ja nicht so lange drüber diskutieren müssen. Nee. Darf ich nochmal einen Erklärungsversuch? Der Fördermittelgeber fordert im Gegensatz zu allem das, was bisher die vergangenen Jahre üblich war, das steht in der HOI drin und ist heute noch gültig, für Deutschland steht drin, dass Planungsleistung an ein leistungsfähiges Büro mit der entsprechenden Fachkunde des Vertrauens zu vergeben sind. Das heißt, im ersten Schritt wähle ich als Verwaltung ein Büro aus, wo ich weiß, die können diese Leistung am allerbesten erbringen. Die Verantwortung läge bei mir an der Stelle oder bei meinem Fachbereich oder bei dem Sachgebiet. Der Stadtrat hat sich eine Hauptsatzung gegeben und hat gesagt, in § 7 über Planungsleistung, wenn das Honorar höher ist als 12.000 Euro, wollen wir befinden. Verwaltung, schlage du uns was vor, in der Regel drei Büros, und wir sagen, der oder soll es machen. Planungsleistung. Jetzt kommen wir in die Fördermittel, wo EU-Mittel verbunden sind. Da sagt die EU-Kommission, Fördermittel werden nur nach Wettbewerb vergeben. Unsere Architektenkammer stehen die Haare zu Berge, müssen das aber akzeptieren, sonst kriegt man das Geld nicht. Das heißt, ich muss vor jeder Planungsleistung, die Bauausschussmitglieder kennen das in letzter Zeit, auch die von der Pfalzstraße und vom Kirchplatz in keiner, weil Dorferneuerung auch EU-Mittel enthält, neuerdings, werden auf diese Weise vergeben. Das heißt, ich muss mindestens, gleiches wie hier, drei Angebote einholen, muss die Leistung natürlich beschreiben, die dort zu planen ist, dass die Angebote auch gleichwertig wertbar sind, und darf nur den beauftragen, das beantwortet auch Ihre Frage, wen ich dann mal einladen kann, der das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat. Gleiches Verfahren wendet der Fördermittelgeber jetzt hier auf das ISEC an und sagt, ihr müsst, deswegen steht im Ursprungsbeschluss, mindestens drei Angebote einholen, damit wir euch diese Planungsleistung, die so in der Größenordnung von 80.000 Euro liegt, fördern. Ansonsten müsst ihr es alleine bezahlen. Deswegen das ganze Verfahren. Und jetzt kam im Bauausschuss dann die Idee von Herrn Bosalski oder von wem auch immer auf, zu sagen, wir wollen nicht drei beteiligen, ich sage es jetzt mal so, sondern alle, die es sich zutrauen. Das heißt, ich wechsle dann von der beschränkten Ausschreibung, wo ich sage, die fünf bitte ich um Angebotsabgabe, denn die habe ich geprüft, dort bin ich sicher, die können es und machen es gut und richtig, sage ich, die fünf lasse ich erstmal beiseite. Ich stelle in den EU-Ausschreibungsanzeiger oder in den Bundesausschreibungsanzeiger rein, die Stadt Zeitz beabsichtigt,
sage noch die Größenordnung, ca. 30.000 Einwohner, das und das, ein Stadtentwicklungskonzept fortzuschreiben. Wer hat Interesse daran und wer hat die nötige Kompetenz? Und da kriege ich jetzt, sage ich jetzt mal, vielleicht 100 Zuschriften, vielleicht nur 20. Bei der Schule, wo es um eine Bauplanung ging, waren es nur 8, die sich für die Architektenleistung beworben haben, die ich dann werten muss, die ich prüfen muss, das heißt mein Fachbereich, er will das mit seinen Leuten, ob sie wirklich diese Kompetenz haben, ob sie die entsprechenden Referenzen haben, also viel Telefoniererei, viel Internet, viel solche Dinge. Und dann kristallisieren sich von diesen vielleicht 100 oder 40, vielleicht noch 3 oder 5 heraus, wo ich sage, die kann ich mit gutem Gewissen um Angebotsabgabe bitten. Ich wiederhole jetzt das, was ich vorhin schon mal sagte, denn wenn ich sie bitte, habe ich anerkannt, dass sie Fachkunde und Leistungsfähigkeit haben. Und dann würden wir praktisch diese Angebote, die der Herr Wilders jetzt nach diesem Zeitplan an 5 Büros rausschicken wollte, die wir geprüft haben, erweitern auf 10 oder 12. Und dieses Verfahren, hatte ich gesagt, schätze ich mal ein Minimum 4 Wochen. Und diese 4 Wochen der Zeit, die wir mehr brauchen, bringen uns, und das hatte ich vorhin schon gesagt, aus unserer Zeitschiene, die natürlich auch den Sitzungskalender des Stadtrates mit beinhaltet und seine Ausschüsse. Und ich sage jetzt einfach mal mit einer langen Erfahrung, wenn die 5 alle aus unserer Sicht sehr geeignet sind, was soll dann jetzt noch 5 oder 10 andere bringen, die wir auch, vielleicht drückt es den Preis ein bisschen, ich weiß es nicht. Aber aus unserer Sicht, der Oberbürgermeister hat es ja gesagt, steht der Aufwand, der jetzt entsteht, zeitlich und arbeitsmäßig in keinem Verhältnis zu dem aus unserer Sicht zu erzielenden Ergebnis. Ich sage es nochmal, ich darf ja wie gesagt hier im öffentlichen Teil keinen Namen nennen, aber wir hatten aber nur mal, dass das Büro 1 hat geschrieben, dass integrierte Stadtentwicklungskonzept für Gotha, für Lutherstadt Eisleben, für die Stadt Möckern, für Greifswald. Das Büro 2 hat das gemacht für Gommern, für Naumburg, zusammen mit dem Büro 4 und Marktforschung in Dresden. Das Büro 3 hat für Apolda, gemeinsam mit Naumburg, was ich vorhin schon sagte, und für Schwedt das ISEC geschrieben. Das Büro 4 hat das ISEC geschrieben für mehr als 20 Städte, zum Beispiel Karlau, Eisenhüttenstadt, Ludwigsfelde, Senftenberg. Und das Büro 5 für Aschersleben. Wen wollen wir denn nur noch abfragen, der sagt, okay, er hat bessere Referenzen? Wie gesagt, es steht immer die Gegenmannschaft, gegenteilige Meinung, wollen wir mal frisches Blut reinbringen. Aber das Risiko, ehrlich gesagt, bei dieser Geschichte ist mir persönlich zu hoch. Danke. Ja, ja. Ich hätte aber doch eine Nachfrage. Ich würde dann aber. Ich habe präzise ja gefragt. Ich sage nochmal. Das Verfahren ist sicher allen hier klar, was Herr Immisch vorgetragen hat. Dass genau dieses Verfahren endet ja in dem ökonomischsten Bieter. Und genau dazwischen kam Herr Busalski und hat gesagt, wäre es denn denkbar, dass die 5 oder die 3, die dann hier nach ihrer Prüfung der Referenzen und aller Prüfung der Leistungsfähigkeit sozusagen übrig bleiben, in Anführungsstrichen, dass die nochmal vor dem Bauausschuss, verstehe ich das richtig, dann sagen, wie sie sich das vorstellen, diese Fortschreibung. Wenn das nicht so gemeint ist, setze ich mich jetzt hin und dann beschließen wir möglicherweise das, was hier aufgeschrieben ist, und dann ist aber auch diese Frage geklärt. Dann können wir auch hinterher nicht sagen, wir hätten nicht drüber diskutiert. Frau Späte, ich möchte jetzt... Ja, ich bin leider Gottes, wir haben lange drüber geredet. Sie haben schon 4 Minuten. Ich hatte es vorhin schon mit einem klaren Nein beantwortet. Das geht nicht. Im Verfahren kann ich nicht einen Bieter einladen und kann sagen, hör ich mal zu, wie gehst denn du daran, was machst denn du? Und diese Wertung ist ausgeschlossen. Es geht dann nur noch, wenn wir gewertet haben, die sind es, die können es, nur noch um den Preis. Ich sage es jetzt mal so. Ja. Herr Immisch, Sie haben alles schon gesagt. Ich danke. Danke. Gut, ich weise trotzdem darauf hin, dass ich nicht 3 Minuten gesprochen habe. Doch, ich habe auf die Uhr geguckt. So, als nächster der Herr Exler. Ja, einen kleinen Augenblick, hier gibt es einen Geschäftsordnungsantrag. Die Frau Wetzelt. Ich
denke mal, es ist gerechtfertigt, eine kleine Pause zu beantragen. Und die beantrage ich hiermit. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag, den ich ganz einfach zur Abstimmung bringe. Wer ist dafür für eine kleine Pause? Dann bitte ich ums Ja-Zeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gegenstimmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hat sich ergeben. Danke, keine Pause. Herr Exler, bitte. Herr Exler, bitte, Sie kennen ja die Gegebenheiten. 3 Minuten waren das. Herr Strauß, Sie gucken auf die Uhr. Ich denke, ich bleibe unter 3 Minuten. Ich möchte für, in dem Fall, für die Verwaltung sprechen und gegen den Antrag der CDU-Fraktion, gegen Herrn Busalskis Antrag, weil uns dieser Antrag Zeit kostet, die wir aus meiner Sicht nicht haben. Es mag sein, dass in der Vergangenheit Dinge etwas schneller hätten laufen können. Da können wir uns vortrefflich über die Vergangenheit streiten, welche Fehler wer wann wo gemacht hat. Hier geht es doch eigentlich darum, wir wollen als Zeitzer ein fortgeschriebenes Stadtentwicklungskonzept. Die Dinge haben sich geändert. Es sind, müssen neue Dinge analysiert werden. Und ganz wichtig ist, dass dem Ingenieurbüro, egal welches es ist, wir haben das jetzt ausführlich gehört, dem Ingenieurbüro möglichst alle Zeit gegeben wird, um eine ordentliche Datenerfassung und Analyse durchzuführen. Das waren so die kleinen Kritikpunkte, die wir in unserem jetzt noch aktuellen Stadtentwicklungskonzept hatten, dass da vielleicht die ein oder andere Analyse, Datenerhebung nicht so war, wie sich manch einer das vorgestellt hat. Dass es da auch damals zu Verzögerungen kam. Nun geht es mir darum, dass wir wirklich die Zeit nutzen, die wir haben. Und es ist nun mal jetzt aktueller Stand, dass wir zum Ende des Jahres 2019 die Fördermittel abgerechnet haben müssen, demzufolge ein Stadtentwicklungskonzept haben müssen. Ganz wichtig ist mir, das wissen, denke ich mal, die meisten, eine möglichst gute Bürgerbeteiligung. Und die ist hier ausdrücklich vorgesehen. Dafür werbe ich, dass wir diese Zeit nutzen. Wenn wir uns trotz für den Antrag der CDU-Fraktion entscheiden, verlieren wir 4 Wochen, verlieren wir 3 Monate, das wird dann die Vergangenheit zeigen. Im besten Fall kommen wir zu einer Sondersitzung, die uns Geld kostet. Wir haben das schon mal gehört, dass wir uns in der Haushaltskonsolidierung befinden. Ich in dem Fall eine Sondersitzung als nicht erachtenswert finde, sondern lieber unsere Energie auch als Stadtrat dafür nutzen, um an diesem Stadtentwicklungskonzept selber auch mitzuarbeiten. Wir selber haben Ideen, die wir hier dann im Rahmen der Beratungsfolge mit einbringen sollten. Und noch vielleicht ein kleines Argument, der OB hat in seinem Bericht heute erwähnt, aber auch in den Berichten vorher, dass es oftmals Ausschreibungen gibt in unserer Stadt, wo sich kein Bieter findet oder wo sich nur einer findet. Jetzt führen wir ein Verfahren durch, wo wir 5 Büros haben, wo die Fachkunde und Sachkunde schon vorhanden ist. Und jetzt wollen wir auf Krampf noch 3, 4, 5 Büro dazu finden. In anderen Bereichen finden wir überhaupt keine Bieter mehr. Also Firmen haben nicht mehr die Kapazitäten, für die Stadt Zeitz zu arbeiten, irgendwelche Bauwerke zu errichten. Deshalb denke ich, es ist ein erstmal ein gutes Ansinnen, möglichst viele Firmen zu beteiligen. Es sind 5 Firmen ausgewählt. Es ist ein ordentliches Vergabeverfahren vorgesehen. Nutzen wir lieber die Zeit, um ein ordentliches, für die Stadt Zeitz wichtiges Stadtentwicklungskonzept zu erstellen bis Ende 2019. Also stimmen Sie bitte gegen den Antrag der CDU und so, wie das hier im Beschlusstext vorgeschlagen ist, im der Verwaltungsbeschlusstext. Danke. Ich danke Herrn Exler für die Disziplin. 3 Minuten eingehalten. Es kommt jetzt als nächstes der Herr Schröder dran. Ja, meine Damen und Herren, ich werde das kurz machen. Ansonsten müsste ich das wiederholen, was Standpunkt der Verwaltung ist. Und was auch Standpunkt von Herrn Exler, was er jetzt hier vorgetragen hat, zum Gegenstand hat. Ich werbe dafür, dieser Vorlage zuzustimmen und in den Stadtrat am 14.06. abstimmen zu lassen. Wir laufen hier meines Erachtens nach in Gefahr, bei einer Verzögerung der Zeitschiene diese Dinge nicht mehr zeitlich einhalten zu können. Und ich möchte auch an der Stelle eindeutig darauf hinweisen, wenn wir nicht in dieser Zeitschiene bleiben, dann laufen wir 100% Gefahr, dass die EFRE-Mittel
nicht ausgereicht werden und die Stadt Zeitz letztendlich, wenn sie das Vorhaben noch umsetzen will, diese Mittel aus dem Haushalt bereitstellen muss. Also ich wäre aber dafür, für den Vorschlag der Verwaltung und gegen den Vorschlag von Herrn Bosalski. Ich danke dem Herrn Schröder. Als nächstes ist der Herr Heller dran. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich brauche keine 3 Minuten. Mir sind 2 Punkte wichtig als Fraktion, das hier rüberzubringen. Erstens die Bürgerbeteiligung, die ist definiert. Ich hoffe, die wird ausgiebig durchgeführt. Zweitens sind alle anderen Dinge berücksichtigt, die die Gesellschaften eingebracht haben, insbesondere unsere Wohnungsbaugesellschaft. Das war uns sehr wichtig. Und eine Bemerkung sei noch gestattet. Ich kann das Thema Zeit in diesem Haus nicht mehr hören. Wir ziehen alles nur über die Zeit. Das kann es nicht sein und das darf es in Zukunft nicht mehr geben. Wir werden immer unter Druck gesetzt, egal wie das Verfahren ausgeht. Natürlich stimmen wir dem Verfahren der Verwaltung zu. Aber man kann doch nicht immer nur mit der Zeit argumentieren. Das geht einfach nicht mehr. Ich danke dem Herrn Heller und ich sehe keinen weiteren Diskussionsbedarf. Da kommen wir somit zur Herr Bosalski. Ja, eigentlich hat das wieder Theo ganz gut hingekriegt. Von Herrn Exler habe ich dasselbe erwartet. Wie bitte? Theo Immich. Habe ich es wieder gut hingekriegt. Bitte keine Diskussion. Folgendermaßen, wir haben es wieder unter Druck gemacht. Man hat es wieder schön hingeredet, dass wir das alles so mitstimmen müssen und so weiter. Hier ist es plötzlich dann gesagt worden, es geht nur noch um den Preis. Das stimmt nicht. Und von dieser Unterlage, die ich in der Stadtverwaltung abgegeben habe, ist nicht die Stadt gewesen, die Herr Immich gesagt hat. Am den Tag des Hauptbeschlusses klang es eigentlich ganz anders, Herr Immich. Man hat sich jetzt überzeugt, dagegen zu sein und das zu verkürzen. Soll es so sein, ich bleibe bei meinem Antrag. Ich bin der Meinung, wir machen einen Wettbewerb. Dieser Wettbewerb muss nicht über den Preis gehen. Und ich stelle trotzdem, möchte über meinen Antrag hier abstimmen lassen. Danke. Ich danke. So, kommen wir zur Abstimmung. Es ist ja kein weiterer Diskussionsbeitrag irgendwo zu sehen. Es ist im Augenblick, welchem Ausschuss war das? Hauptausschuss ist der Antrag gestellt worden von Herrn Bosalski. Ich verlese nochmal. Die Verwaltung wird beauftragt, das Verfahren der Vergabe dieser Planungsleistung analog einer beschränkten Ausschreibung nach formlosen öffentlichen Teilnahmewettbewerb durchzuführen. Wer für diesen Antrag des Herrn Bosalski ist, den bitte ich jetzt um die Ja-Stimmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ja-Stimmen. Wer ist dagegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gut. Somit ist der Antrag von Herrn Bosalski abgelehnt. Und ich komme zur ursprünglichen Beschlussvorlage, die dann lautet: Aufgabenstellung für die Fortschreibung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes der Stadt Zeitz. Ich habe in den vorhergehenden Vorlagen die Abstimmungsergebnisse nicht vorgelesen, weil ich Zeit einsparen wollte, bin aber jetzt darauf hingewiesen worden, dass ich das bitte tun soll. Also im Bauausschuss 4 Ja, 2 Nein, 1 Enthaltung. Mit geänderter Beschlussvorlage im Wirtschafts- und Hauptausschuss 12 Ja, 0 Nein, 0 Nein. Und jetzt kommen wir zur Abstimmung im Stadtrat. Wer dafür ist, den bitte ich jetzt ums Handzeichen mit Grün. So. Ich danke. Die Nein-Stimmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Nein-Stimmen. Die Enthaltungen. 1. Und wir sind sozusagen. Ja, also 26 Ja, 6 Nein, 1 Enthaltung. Somit ist die
Beschlussvorlage der Stadtverwaltung angenommen. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 12 und eröffne Tagesordnungspunkt 13, Feststellung des Jahresabschlusses 2016 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung in Zeitz. Die Frau Bayer nimmt an der Abstimmung nicht teil. Gibt es zu dieser Beschlussvorlage Meinungen, Diskussionsbeiträge? Sehe ich nicht. Ich danke. Somit kommen wir zur Abstimmung. Wer für diese Feststellung des Jahresabschlusses ist, den bitte ich bitte jetzt um das Ja-Zeichen. Danke. Nein-Stimmen. Keine Enthaltung. 3. Also 29. Ja, 0, Nein, 3 Enthaltungen. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 13, eröffne den Tagesordnungspunkt 14, Verleihung des Ehrenamtpreises ab 2019. Das ist überall nämlich an den Fraktionen diskutiert worden, sodass ich annehme, dass wir keinen weiteren Diskussionsbedarf haben. Oder ist es so? Danke, das sehe ich nicht. Somit kommen wir zur Abstimmung über die Beschlussvorlage der Stadtverwaltung. Wer dafür ist, bitte ich um die Ja-Stimmen. Vielen Dank. Die Nein-Stimmen. Aha. Enthaltung. Eine. 30 Ja, eine Nein, eine Enthaltung. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 14. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 15. Das ist eine Informationsvorlage über die Papierkörbe in Zeitz. Ich nehme auch an, dass der Herr Oberbürgermeister noch etwas sagen möchte. Vielen Dank, Herr Strauch, nur in aller Kürze. Das ist ein ganz altes Thema. Erst durch den genehmigten und beschlossenen Haushaltsplan 2018 können wir uns das leisten. Die fehlenden Papierkörbe in der Kernstadt Zeitz. Ich bitte die Ortschaften um Verzeihung, wenn ich sie in diesem Findungsprozess nicht ausreichend gewürdigt habe. Selbstverständlich können die Ortschaften auch, wenn sie das benötigen, Papierkörbe erhalten. Wir haben jedenfalls, oder es wurde festgestellt, dass in der Stadt Zeitz Papierkörbe fehlen. Diese wollen wir hiermit ersetzen. Und zwar die Modelle, je nachdem, wie sich das am besten in die Umgebung oder die dort gewählten Modelle einfügt. Das ist alles. Vielen Dank. Ja. Ich danke den Herrn Oberbürgermeister. Man sieht, man will was für die Stadt tun über Richtung Ordnung, Sauberkeit. Das ist der erste Schritt dafür. Hat jemand noch Diskussionsbedarf zu dieser Informationsvorlage? Dann danke ich. Da brauchen wir nicht abstimmen. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 15 und eröffne jetzt den Tagesordnungspunkt 16. Hundewiesen in der Stadt Zeitz. Zu diesem Top liegen die Auszüge aus der Sitzung des Bauausschusses vom 21.02.2018 und Sitzung des Haupt- und Wirtschaftsausschusses vom 8.03.2018 vor. Es liegen Ergänzungsblätter mit weiteren Vorschlägen für die möglichen Flächen auf den Plätzen aus. Gibt es Diskussionsbedarf? Als erstes darf selbstverständlich der Oberbürgermeister sprechen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Stadt Zeitz hat vieles, aber Hundewiesen hat sie bisher nicht. Und auch das ist ein Wunsch von Bürgern, endlich mal Flächen einzurichten, auf denen eine Leinenpflicht nicht besteht. Die Stadtverwaltung hat sich Gedanken gemacht, wo, an welcher Stelle Hundewiesen günstig wären, aber vor allem, wo sie möglich wären. Die Kriterien, die wir gewählt haben, sind vor allem, dass die Fläche der Stadt Zeitz gehört. Das nächste ist, dass die Fläche nicht direkt an einer Straße liegen soll. Das weitere Kriterium, was gewählt wurde oder was uns durch Satzung und Verordnung im Bereich Sicherheit und Ordnung vorgegeben ist, ist, dass in direkter Nähe zu einem Spielplatz keine Hundewiesen erlaubt sind, weil Hunde dort nicht frei laufen dürfen und Hunde ohnehin auf Spielplätzen verboten sind. Das betrifft zum Beispiel die Wiese an der Minol-Tankstelle. Wir haben versucht, die Flächen
über das Stadtgebiet gleichmäßig zu verteilen. Ausdrücklich muss ich sagen, wir werden heute hoffentlich zu der Beschlussfassung kommen, erste Hundewiesen zu bestimmen. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass später noch weitere dazukommen oder welche, die wir ausgewählt haben, später wieder abgeschafft werden, sozusagen. Ich habe, also aus der bisherigen Diskussion ist herausgekommen, dass wir den ehemaligen Hundeplatz in Rasberg ausgewählt haben, eine Wiese in Zeitz-Ost, also im Bereich Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Es gibt eine Fläche in Zangenberg. Diese drei Flächen möchte ich auch vorschlagen. Und statt des vierten Vorschlages, nämlich Gartenanlage oder Fläche Albrechtstraße, Platz der Einheit, statt dieser Fläche würde ich gerne diese dreieckige Fläche am Pavillon auf den Elsterwiesen vorschlagen. Das liegt daran. Oder die Gründe dafür sind, erstens, in diesem Bereich sind ohnehin viele Hundehalter unterwegs. Eine Einzäunung ist nicht erforderlich. Sie ist ohnehin nicht erforderlich, aber sie ist insbesondere an dieser Stelle nicht erforderlich. Und anders als bei Streuobstwiesen sprechen auch keine naturschutzrechtlichen Gründe dagegen. Und die übrigen Elsterwiesen sind zum Beispiel deshalb nicht möglich, weil diese Flächen verpachtet sind. Deshalb spreche ich mich für die Fläche am Pavillon auf den Elsterwiesen aus. Diese Fläche gehört der Stadt als vierte Möglichkeit, eine Hundewiese einzurichten. Ferner findet sich im Beschlusstext eine weitere Lücke. Dort war bisher immer die Variante 2 der zu wählenden Papierkörbe ausgesucht worden. Ansonsten ist beabsichtigt, eben ein Schild aufzustellen, Hundewiese und auch verschiedene Beutelspender sollen aufgestellt werden, wobei das auch ein reines Entgegenkommen der Stadt ist, denn die Hundehalter sind ohnehin verpflichtet, Beutel bei sich zu tragen. Wir wissen, dass das Ganze sehr anfällig ist für Sachbeschädigungen, genauso wie spezielle Hundetoiletten oder spezielle Hundebeutelspender in Kombination mit einer Entsorgungsmöglichkeit. Von daher haben wir die günstige Variante gewählt, einen einfachen Beutelspender im Wert von 20 bis 40 Euro und einen regulären Papierkorb. Vielen Dank, das erstmal dazu. Ich danke den Oberbürgermeister. Als erstes hat er sich gemeldet, die Frau Eschner. Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, ich möchte zu dieser Vorlage zwei Änderungsanträge stellen, die bitte auch getrennt abgestimmt werden. Der erste Antrag, da geht es um die Gewährleistung von Sicherheit. Das hat mit der gestrigen Sitzung zu tun, gestern Abend im Ältestenrat. Herr Oberbürgermeister, haben Sie den Vorschlag gebracht, diese dreieckige Fläche auf den Elsterwiesen. Das ist aus unserer Sicht, das ist auch auf der Karte heute zu erkennen, die heute auf dem Tisch liegt, in unmittelbarer Nähe zur Kindertagesstätte, kleine Strolche. Und deswegen beantragen wir, dass diese Fläche eingezäunt wird, weil Streuobstwiesen sind geschützt, aber so in unmittelbarer Nähe der Kindertagesstätte, die Kinder dort gehen viel an der Elsterpromenade spazieren. Und ich hatte die Anfrage zur Sicherheit bereits im Hauptausschuss gestellt, da war die Elsterwiese noch nicht auf dem Plan, aber dennoch hatte ich diese Anfrage gestellt. Und Sie haben geantwortet, was das Gleiche, was Sie heute auch gesagt haben, wir sind nicht verpflichtet, das einzuzäunen. Da haben Sie sicherlich recht, so aus also rechtlichen Grundlage, aber dennoch geht es ja um die Sicherheit unserer Einwohner. Und ich weiß nicht, ob so ein Hund am Ende der Wiese Halt macht. Weil wir sind ja dennoch, auch wenn wir jetzt den Leinenzwang in bestimmten Gebieten aufheben, dennoch verpflichtet, die Sicherheit zu gewährleisten. Und ich möchte nicht erleben, wenn das erste Mal was passiert, werden wir kaum sagen können, wir sind nicht zuständig. Danke. Hören Sie mir noch zu, ja? Ja. Okay, also das ist der erste Antrag.
Und der zweite? Und der zweite, den ich auch bereits im Hauptausschuss gestellt habe, ist der Antrag, diese Beutelspender bzw. diese Tüten da sozusagen zu streichen. Vor dem Hintergrund, weil wir der Auffassung sind, der Steuerzahler muss nicht diese Beutel bezahlen. Wir haben 2000 Hundehalter, sage ich mal nicht ganz, laut die Zahlen, die ich gesehen habe, 1500 oder so. Warum sollen denn die anderen 28.500 das bezahlen? Aus welchem Grund? Und es wird sich zusammenleppern, das muss bestellt werden, das muss gekauft werden, das muss ausgetauscht werden und so weiter. Das kann der einzelne Hundebesitzer selber leisten, für den Einzelnen ist das sicher nicht so viel. Das ist der zweite Antrag. Danke. Es ist ja streng genommen so, dass wir hier noch auf der Suche nach Vorschlägen sind. Und ich habe Vorschläge gemacht und ist sozusagen, ja, man kann das jetzt als Änderungsantrag sehen oder als eigenen Vorschlag, das spielt letztendlich keine Rolle. Ich glaube, wir sollten die Wiesen einzeln abstimmen. Ich persönlich halte es nicht für zwingend notwendig, die Wiese einzuzäunen. Die Kita ist dort in der Nähe, aber unmittelbar, ja gut, 20, weiß ich nicht. Die Kita ist jedenfalls auch eingezäunt. Wir können das gerne nochmal prüfen. Es ist jedenfalls so, dass wir Geld für die Einzäunung im Haushalt überhaupt nicht eingeplant haben, für die Mülleimer und Hundebeutelspender hingegen schon. So, vielen Dank. Halt, Herr Dr. Weinhold. Damen haben immer noch einen Vortritt. Die hat in sich erb gemeldet, die Frau Wetzel. Ich denke, weil Raswerk draufsteht, gibt es neue Erkenntnisse und man hat den Eigner gefunden. Denn wenn wir heute abstimmen und wir wissen nicht, wem die Liegenschaft gehört, macht keinen Sinn, oder? Das ist richtig. Frau Vinzenz, können Sie kurz mündlich dazu ausführen? Also es ist richtig, dass wir den Eigentümer von der Fläche ermitteln konnten. Es ist nicht mehr die BVVG, es ist schon schon verkauft worden. Und wir haben auch schon erste Gespräche mit dem Eigentümer gehalten, ob es jetzt zu einer Verpachtung kommt oder ob er uns die Fläche überträgt, weil er noch ein paar andere Flächen hat. Also es ist jetzt eine größere Firma. Von daher, also das Endergebnis ist jetzt noch ausstehend, inwieweit wir die Fläche haben können. Aber die Firma ist auf jeden Fall gewillt, die würde uns die gerne überlassen, weil sie eben auch ihren Leserbrief in der Zeitung gesehen haben. Vielen Dank, Herr Dr. Weinhold. Ich wollte auch nur noch meine Bedenken äußern bezüglich des Pavillons am Bahnhof, weil zum einen die Kindertagesstätte, also die Sicherheit, das kann ich nachvollziehen, aber auch, weil es ein Weg ist, der sehr häufig frequentiert wird, auch in der Dunkelheit. Wir wollen den Bahnhof wiederbeleben und auch die Achse Innenstadt zum Bahnhof freihalten und das ist genau der Weg, an dem sämtliche Fußgänger langlaufen und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das dort auch als Hundewiese deshalb nicht so geeignet ist, weil sich vielleicht dann auch Passanten so von den Hunden ein bisschen bedrängt fühlen. Ich würde also auch dafür stimmen, also ich würde im Prinzip davon abraten, an dieser Stelle eine Hundewiese überhaupt hinzumachen, sondern würde die mehr Richtung Brücke, Elsterbrücke, flussaufwärts oder abwärts verlegen, aber nicht genau an der Stelle, wo alle Passanten langlaufen. Danke. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Diskussionsbedarf? Das sehe ich nicht. Dann würde ich einen Antrag ganz einfach stellen, wenn wir hier sehen, wie viele verschiedene Meinungen zu den Hundewiesen ist, dass wir über jede Hundewiese einzeln abstimmen. Dann mit Abstimmung mit dem Oberbürgermeister stimmen wir über die Hundewiese einzeln ab. Dann bitte ich mal ganz kurz um Ihr Ja-Zeichen hier so. Halt, bitte zurück. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag. Wir stimmen ja erstmal ab, ob die Wiese überhaupt dabei ist. Das ist ein Lückentext, von daher gibt es keine Änderungsanträge. Ja, gut. Also, gut. So, ist in Ordnung, danke. Ich dachte, wir können es so machen und dann ändern. Ist egal, machen wir so, danke. So, SPD hat einen Antrag gestellt, die Frau Eschner, zur Gewährleistung der Sicherheit der Passanten werden die Hundewiesen eingezäunt. Es geht aber um das Dreieck unten beim Bahnhof. Ja? Jetzt geht es um das Dreieck am Bahnhof, aber wenn ich hier die ganzen Vorschläge sehe, die demnächst gleich geprüft werden, wird es auch um andere.
So. So, gut, also die Frau Eschner hat konkretisiert, es geht um alle Hundewiesen, auch in der Zukunft. Da muss ich aber was sagen. Dann bitte, Herr Thieme. Also, ich möchte mal ganz klarstellen, und da, ich bitte auch alle zuzuhören, wenn wir jetzt beschließen, dass wir alle Hundewiesen einzäunen und wir gar kein Geld dafür im Haushalt eingestellt haben, wird es auf Jahre nichts mit den Hundewiesen, denn wir sind hier im freiwilligen Bereich und wir werden in den nächsten Jahren kein Geld für solche Einzäunungen haben. Ich will da nur darauf hinweisen. Also es würde an der Einzäunung scheitern und gerade aus Gründen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, der wir hier im kommunalen Haushaltsbereich unterliegen, haben wir uns Flächen gesucht, die nicht eingezäunt werden müssen. Gut, danke. Kommen wir trotzdem zur Abstimmung des ersten Änderungsantrages, Einzäunung der gesamten Hundewiesen. Wer für diesen Vorschlag ist, den bitte ich um die grüne Karte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Ja-Stimmen. Nein-Stimmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn Nein-Stimmen. Enthaltung. Na, jetzt klappt's. Vier. Vielen Dank. Somit ist der Antrag abgelehnt. Frau Eschner, der erste Antrag abgelehnt. Dann kommen wir zum zweiten Antrag der SPD. Streichung der Hundekotspender. Hier steht Hundekotspender. Ja, Entschuldigung, ich habe es ja noch vorgelesen. Das wären also, die Hunde. Hundekotbeutelspender. So, ja. Oh. Das ist doch schön, dass sowas zur Auflockerung gilt. Geht hier unten. So, also, wer mit diesem Vorschlag einverstanden ist, dann bitte ich um die Ja-Stimmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Ja-Stimmen. Die Nein-Stimmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Nein-Stimmen. Enthaltung. 1, 2, 3, 4, 5. Frau Tischendorf. Gut. Also wir müssten das nochmal wiederholen. Manche haben die Karten verwechselt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee. Ja, 9. 9 Enthaltungen. Somit ist der Antrag der SPD-Fraktion über die Streichung über die Hundekotbeutelspender abgelehnt. Kommen wir zur ursprünglichen Vorlage der Verwaltung und dort wird vorgeschlagen, als erstes, das haben wir gehört von der Frau Vinzenz, dass das funktioniert, in Rasberg ehemaliger Hundeplatz als erstes. So, sind wir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Och, habe ich nicht damit gerechnet. So, dann haben wir. Aber alle Stimmen sind trotzdem abgefordert. Ja, das machen wir noch, ja. Die Nein-Stimmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, gut. Und die Enthaltung 2, 4, 5. 6. Wieso? Herr Schwarz. Herr Schwarz, zu spät. Nein, nein. Ja, nicht gesehen. Na, mach. In Ordnung. Also 19 Ja, 6 Nein, 6 Enthaltung. So, die Wiese in Zeitz Ost. Wir sind leider in der Abstimmung.
die Ja stimmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16 Ja. So, dann haben wir die Nein-Stimmen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Nein-Stimmen und die Enthaltung. 3, 4, 5, 5 Enthaltung. Somit ist die Wiese in Zeitz Ost bestätigt. Kommen wir nach Zangenberg. Dasselbe Prozedere. Wer ist dafür? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hoch? Gut. Ist ja außerhalb. Da kann man zustimmen. Dann die Nein-Stimmen. 1, 2, 3. Und die Enthaltung. 3, 4, 5, 6. Ich danke. Und die letzte, wo wir im Prinzip jetzt uns fast gestritten haben, geht es um das Dreieck bei dem Pavillon Bahnhof. Herr Oberbürgermeister, ziehen wir das zurück? Ich würde gerne abstimmen lassen darüber. Also wir stimmen ab darüber. Die also sollten sich später Gründe oder Sicherheits- und Ordnungsgründe... Ja. Gut, also wir stimmen ab. Wer ist für die Elsterwiese, das Dreieck am Pavillon? Den möchte ich um das Ja-Zeichen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann die Nein-Stimmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Und die Enthaltung, das sind 5, 6. Dann danke ich. Somit, also wir haben 5 Ja, 19 Nein und 19 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen. So, jetzt müssen wir. Alles in Ordnung, ja? Variante 2. So, und jetzt müssen wir noch die Vorlage der Verwaltung noch beschließen, dass wir die Papierkörbe der Variante 2 aufstellen. Wer dafür ist, den bitte ich um die Ja-Stimmen. 21, 22, 23, 24, 24 Ja. Die Nein-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und die Enthaltung, 3. Vielen Dank. Das war's. Also ist die Gesamtvorlage dann mit 24, also mit diesen Papierkörben, 24 Ja. 3 Nein, 3 Enthaltung. Beschlossen. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 16. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 17. Erste Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Zeitz vom 11.11.2010. Gibt es Diskussionsbedarf? Das sehe ich nicht. Da bitte ich um die Abstimmung. Wer für die Vorlage ist, den bitte ich jetzt um das Ja-Zeichen. Alle. Danke. Wer enthält sich? Gegenstimmen? Keine, wie viel sind wir? 30. 29 Ja, keine Nein und eine Enthaltung. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 17, eröffne Tagespunkt 18. Dritte Änderungssatzung zur Friedhofsgebührensatzung der Stadt Zeitz vom 16.12.2010. Gibt es Diskussionsbedarf? Das sehe ich nicht. Kommen wir zur Abstimmung. Möchte jemand die vorhergehende Abstimmungsergebnisse haben? Ja, das wollte ich gerade sagen.
Gut. Ja, ich wiederhole das von der 17 noch. Also, Ortschaftsrat Luggenau, dreimal Ja, einmal Nein, null Enthaltung. Ortschaftsrat Geusnitz, sechsmal Ja, null Nein, null Enthaltung. Bauausschuss, 6-0, 0. Keiner, 5-0, 0. Hauptwirtschaftsausschuss, 12-0, 0. Stadtrat, 29-01. Kommen wir zur 18. Abstimmungsergebnis Luggenau, 4-0, 0. Geusnitz, 6-0, 0. Bauausschuss 6-0-0, Keiner 5-0-0, Hauptausschuss 12-0-0. Und jetzt kommen wir zur Abstimmung dieser Beschlussvorlage. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um Ja-Zeichen. Danke. Die Nein-Stimmen, die Enthaltung 2, 28. Zu 0, zu 2. Ich schließe Tagesordnungspunkt 18, komme zur Tagesordnungspunkt 19. Ordnung über die Erhebung von Eintrittsgeldern für die Benutzung von Jugend- und Kultureinrichtungen der Stadt Zeitz. Gibt es dazu Diskussionsbedarf? Als erstes der Oberbürgermeister, Herr Thieme, ja, bitte. Kurz als Einleitung. Wie Sie wissen, wir befinden uns in der Konsolidierung. Wir sind gehalten, Finanzmittel zu beschaffen. Wir sind verpflichtet, Spielräume auszunutzen. Diese haben wir gesehen im Bereich Museum, wo der Einzeleintritt um 1 Euro beispielsweise für eine Person erhöht werden soll. Im Bereich Schloss Moritzburg wurde statt bisher im Bereich Schlosspark Moritzburg soll statt bisher fester Eintrittsgelder eine Preisspanne eingeführt werden, die es ermöglicht, je nach Aufwand der Veranstaltung mehr oder auch weniger als bisher zu nehmen. Und das sind im Prinzip die Gründe, dass diese Ordnung über die Erhebung von Eintrittsgeldern so vorgeschlagen wurde, wie sie hier vorliegt. Gibt es dazu Diskussionsbedarf? Herr Heller, bitte. Ja, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, meine Fraktion tut sich sehr schwer mit solchen Vorlagen. Und wir haben grundsätzlich ein Problem damit, Dinge, die das Land nicht auf der Reihe kriegt, in irgendeiner Form auf die Bürgerinnen und Bürger zu verlagern. Wir sind das kleinste Glied in der Kette. Da können Sie jetzt selber nichts dafür, Herr Thieme, aber andere machen ihre Schularbeiten nicht. Und das mag ich nicht mehr mittragen, meine Fraktion auch nicht. Deshalb stimmen wir solchen Vorlagen grundsätzlich nicht zu. Das betrifft auch die nächste Vorlage, da sage ich das nicht nochmal. Alles, was mit Gebührenerhöhungen oder Umlagensystemen zu tun hat, werden wir nicht mehr mittragen. Und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, Konsolidierung, ja, klar, wunderschön. Wir fangen immer bei den Schwächsten an, wir fangen immer dort an, wo es richtig wehtut. Wir wollen Abwanderung in der Stadt Zeitz verhindern. Gleichzeitig haben wir die Statistik bekommen, gleichzeitig sind wir dann angehalten, genau die Dinge zu tun, die uns die Infrastruktur noch erhalten und die Leute vielleicht gerne in unserer Stadt leben lassen. Wenn wir das auch noch machen oder wegschmeißen, ich glaube, dann tun wir uns alle gemeinsam keinen Gefallen. Da sollten wir versuchen, gemeinsam andere Wege zu finden. Wie gesagt, unsere Meinung steht fest, wir stimmen nicht zu. Ich danke dem Herrn Heller. Herr Oberbürgermeister, das Wort. Ja, mir gefällt das natürlich genauso wenig, hier Eintrittsgelder erhöhen zu müssen. Diese Einnahmen dienen allerdings dazu, gerade diese Art von Lebensqualität, die wir uns hier leisten, zu erhalten. Denn alles in dem Bereich ist freiwillig. Wir gehen, und das ist, bitte ich zu beachten, wir gehen auch nicht über den durchschnittlichen Eintritt oder die durchschnittlichen Entgelte für solche Leistungen. Wir gehen nicht darüber hinaus, sondern wir begeben uns nach unseren Untersuchungen, begeben wir uns in den Durchschnitt. Jede Stadt erhöht, wo sie kann oder wo sie muss und wo es sinnvoll ist. Wir können uns dem nicht entziehen. Wie gesagt, in vielen Bereichen dient es auch einfach dazu, dass wir uns diese Dinge überhaupt leisten können. Wir müssen handeln.
Vielfach kann die Erhöhung als symbolisch angesehen werden. Im Bereich des Museums beispielsweise werden wir häufig darauf angesprochen, warum wir nur 5 Euro nehmen und nicht mehr. Also es ist wirklich die Frage, also gern tun wir es nicht, aber irgendwo müssen wir auch die Verantwortung für die Bürger und die Stadt übernehmen. Danke. Ich weiß. Die Frau Späte, bitte. Hat sich geklärt. Vielen Dank, Herr Hedrich. Die Fraktion Zeit zur Zeit ist angetreten, etwas für die Zeit zu tun. Ich sitze schon in längerer Zeit hier im Stadtrat. Konsolidierung, ja. Und ich kann mich nur dem anschließen, was Herr Heller hier gesagt hat. Es betrifft immer diejenigen, die schon wenig Geld in der Tasche haben. Und es ist kontraproduktiv, wenn das so gemacht wird. Ich habe meine Meinung letztlich schon gesagt. Wir haben in diesem Stadtrat längere Zeit ohne Haushaltspläne und ohne Konsolidierung sind wir über die Runden gekommen. Und was mein Kollege Genschlotter immer sagt, das ist nicht uns geschuldet. Man sollte eigentlich die zur Verantwortung ziehen, die uns das Geld immer wegnehmen, wenn wir welches erwirtschaftet haben. Wir werden dagegen stimmen, oder ich, weil mein Kollege nicht mehr da ist. Ich danke den Herrn Hedrich. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Herr Gensch. Da schmeißt man aus der Fraktion. Ja, meine Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister, ich habe hier ein Ministerialblatt. Und da will ich nur 2 Passagen vorlesen. Und da sollen sich alle Abgeordneten überlegen. Die Notwendigkeit einer möglichen Schließung kann nicht ausgeschlossen werden. Die vorhandenen freiwilligen Leistungen sind darauf hinzuprüfen, ob sie gänzlich aufgegeben oder privatisiert werden. Das sollte sich jeder überlegen. Ich danke den Herrn Gensch. Gibt es weiteren Diskussionsbedarf? Das sehe ich nicht. Kommen wir zur Abstimmung. Wer der Beschlussvorlage der Stadt Zeitz Ordnung über die Erhebung von Eintrittsgeldern für die Benutzung von Jugend- und Kultureinrichtungen der Stadt Zeitz zustimmen kann? Ich besage dann noch die anderen Ergebnisse. Den bitte ich jetzt um das Ja-Zeichen. 7, 8, 9, 10. 10 Ja-Stimmen. Dann die Nein-Stimmen. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 18. So, und eine Enthaltung. Enthaltung? Ja. Präsident, berücksichtigt. Gut, keine Enthaltung. Also 10 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen. Somit ist die Vorlage abgelehnt. Ich schließe Tagesordnungspunkt 19, eröffne Tagesordnungspunkt 20. Ordnung über die Erhebung von Eintrittsgeldern für Benutzung von Bädereinrichtungen der Stadt Zeitz. Gibt es dazu Diskussion? Ja, der Herr Oberbürgermeister. Ja, vielen Dank. Anlass ist hier der gleiche. Wir leisten uns in diesem Falle allerdings, und das ist viel für eine Stadt unserer Größe, wir leisten uns 3 Sommerbäder und eine Schwimmhalle. Und wir unterliegen allgemeinen Preissteigerungen und Kostenerhöhungen. Wir wollen gleichzeitig die Eintrittsgelder mit dieser Beschlussvorlage vereinheitlichen. Und auch hier gilt, wir sind gehalten und verpflichtet, unseren Einnahmespielraum auszunutzen. Auch hier gehen wir nicht über übliche Eintrittsgelder hinaus. Wir haben die Preise seit 2012 im Bereich der Schwimmbäder nicht erhöht. Es gab ihrerseits
und das muss ich ausdrücklich loben, Diskussionen in der Sache zu diesem Thema. Es gab Änderungsvorschläge zu den Tarifen, über die wir heute auch abstimmen sollten. Ich halte, und das muss ich in dieser Deutlichkeit auch sagen, ich halte es für besser, die Eintrittspreise zu erhöhen, als die Schwimmbäder zu schließen. Denn ich glaube, das ist irgendwo eine Alternative, die im Raum steht. Vielen Dank. So, immer der Reihe nach. Die Frau Wetzel, die macht zwar nicht so, die macht nur so. Im Bildungsausschuss hatte ich den Antrag gestellt, die Position 1 Stunde 2,50 € wieder mit dazuzunehmen. Das ist positiv beschieden worden, diskutiert im Hauptausschuss ist das gar nicht nochmal. Und es ist auch nicht irgendwie eine Änderung. Ich habe jetzt hier einen Auszug aus dem Protokoll vom Bildungsausschuss. Das ist aber nicht der einzige gewesen. Es war auch noch ein Antrag von Dr. Weinhold in den Ferien, Schulferien, ein ermäßigter Preis für die Kinder. Das ist auch nicht dazu gekommen. Also, ist die also zumindest für meinen 1 Stunde 2,50 €, dass das dazukommt, das beantrage ich jetzt hier. Ja, das haben wir nicht drin gestanden. So, dann Frau Wetzel, bitte schriftlich. Bitte schriftlich. Ich bitte den Stadtrat, dem Beschluss des Bildungsausschusses zu folgen. Das muss doch reichen. Nein, es ist so, wir haben ja eine Beschlussvorlage und Änderungsanträge müssen in jedem beschließenden Gremium neu gestellt werden. So, jetzt ist geklärt, danke. So, jetzt kommt die Frau Späte dran. Dr. Weinhold. Ja, Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, ich habe mich ausführlichst mit dieser Vorlage beschäftigt und ich möchte grundsätzlich sagen, dass es nie schön ist, auch für jemanden, der hier mit abstimmt, wenn man Preiserhöhungen beschließen muss. Ich will trotzdem sagen, dass wir auch in einer kleinen Umfrage der Nutzer in dem Waldbad Kainau, nur darüber kann ich jetzt berichten, ich weiß nicht, ob es so eine Umfrage im Zeitzer Freibad gegeben hat, sogar Einträge hatten, dass die Nutzer selbst gesagt haben, für das Angebot, was wir hier wahrnehmen, könnten wir uns eine leichte Eintrittserhöhung vorstellen. Ich habe trotzdem wichtige Punkte in dieser Beschlussvorlage gefunden und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir nämlich die ganzen Ausnahmetatbestände mal vereinheitlicht haben, dass Ferienkarten überall gelten. Und hier muss ich sagen, leider ist mir auch aufgefallen, ich muss da Frau Wetzel recht geben oder dem Bildungsausschuss, dass für die Schwimmhalle kein Ferienticket hier aufgeführt ist. Vielleicht ist es auch nur ein Versehen oder wir haben es nicht richtig gelesen. Insofern ist das jetzt gemacht. In dieser Vorlage sind die Ausnahmen von den normalen Tarifen gelten also für alle Bäder in unterschiedlicher Höhe, aber sie gelten. Das finde ich sehr wichtig, denn das macht auch eine Vergleichbarkeit innerhalb einer Stadt bei Ausnahmen möglich. Und wenn man diese nutzt, als Familien oder auch für Kinder, dann bedeutet der Eintritt in den Sommerferien, und das ist die überwiegende Zeit, wo die Freibäder geöffnet haben, dass die Kinder für 1 Euro den ganzen Tag sich dort aufhalten können. Wenn sie die Familientarife geschickt hinzufügen, dann ist es auch für Erwachsene, und hier stehen ja jetzt nicht mehr die Differenzierung, sondern hier steht jetzt ein anderer Rechtsbegriff drin für die Beschreibung einer Familie, es hat mich ein bisschen gestört, aber ich nehme es zur Kenntnis,
dass also für diese Ausnahmen von den normalen Tarifen wirklich nahezu, ich möchte meinen, alle Bevölkerungsgruppen profitieren können, die diese nutzen. Ein bisschen Geschick muss man dabei natürlich auch haben und ich denke, da kann jeder auch dann die Aushänge lesen, wo das ja hoffentlich dann bekannt gegeben wird. Ich möchte allerdings auch noch auf einen zweiten Punkt in der Vorlage hinweisen, wo einfach auch etwas übersehen worden ist, nämlich in Paragraph 3 steht drin, Kosten oder freien Eintritt haben, letzter Anstrich, Ehrenbürger der Stadt Zeitz. Ich habe das schon mal angesprochen, dieser Passus braucht nicht in dieser Satzung drin zu stehen, weil es geregelt ist in der Ehrungssatzung der Stadt Zeitz im Paragraph 1 Absatz, Paragraph 1 Absatz 3, glaube ich, ja, dass alle Ehrenbürger, ja, hier steht es, alle Ehrenbürger dürfen die öffentlichen Einrichtungen der Stadt Zeitz unentgeltlich benutzen. Das ist bereits geregelt. Wir müssen es nicht gesondert in dieser Satzung aufführen. Deswegen bitte ich um Streichung des letzten Spiegelstrichs im Paragraph 3, letzter Frau Spilte, Spiegelstrich. 3 Minuten sind um. Ja, bin auch fertig, Herr Vorsitzender. Ich hoffe, darauf hinweisen. Sie haben jetzt meine 2 Änderungswünsche aufgenommen. Danke. Herr Dr. Weinert. Ganz kurz nur dazu, dass das hier ebenfalls genannt ist, dass Ehrenbürger... Das ist ja nicht schlimm. Die Relevanz ist nicht sonderlich hoch. Es schadet nichts, wenn es hier auch steht. Niemand, also die wenigsten Leute lesen die Ehrungssatzung. Von daher ist es nicht schlimm, wenn es hier nochmal zur Klarstellung steht. Ja. Es muss nicht, es kann. Ja. Und Ihren ersten Antrag müssten Sie dann bitte ebenfalls schriftlich. Herr Dr. Weinhold, bitte. Danke. Ich danke nochmal Frau Wetzel, auch darauf hingewiesen zu haben. Wir haben ja stundenlang im Sozialausschuss darüber debattiert und diskutiert und auch Mehrheiten gefunden. Und deshalb finde ich es jetzt umso bedauerlicher, dass meine Anträge quasi nicht in das aktuelle Abstimmungsprotokoll mit eingefügt worden sind. Deshalb möchte ich jetzt hiermit nochmal beantragen, dass es also in den Beschluss mit reinkommt, dass die Schwimmhalle Zeitz für Kinder in den Ferien für 1 Euro pro Tag zu nutzen ist, dass die Fahrradgebühr von 25 Cent pro Fahrrad in keiner entfällt und dass es auch für die Schwimmhalle in Zeitz, also nicht nur für die Freibäder, sondern auch für die Schwimmhalle, eine Familientageskarte geben sollte. Danke. Ja, klar. Augenblick. Ja, ist klar. So, Frau Späte hat noch eine Nachfrage. Ja, ich melde mich als Ortsbürgermeisterin von Kaina. Die Regelung der Gebühren für Parken gibt es ausschließlich im Waldpark Kaina. Wenn es um Einnahmegewinnung geht, sind wir auch nicht bereit, diese seit Jahren, und zwar ohne Probleme, dort geltenden Parkgebühren zu streichen. In anderen Einrichtungen werden die nicht erhoben. Und wir haben im Ortschaftsrat mehrheitlich beschlossen, dass diese Fahrradparkgebühr auch beibehalten wird. Wir müssten sonst nämlich zwischen Kindern und Erwachsenenrädern noch trennen. Das macht das Kraut nicht fett. Im Übrigen sind wir der Auffassung, dass auch Kinder durchaus lernen können, dass eine Dienstleistung einen Wert hat, denn dort werden die Fahrräder beobachtet und sie können in Ruhe ihr Fahrrad dort abstellen und müssen keine Sorge haben, dass es Schaden nimmt oder gar entwendet wird. Demzufolge bitte ich, den gut gemeinten Antrag von Herrn Dr. Weinhold nicht zu folgen. So, Frau Späte, wir sind wieder an dem Punkt. Ja, Frau Späte, wir sind wieder an dem Punkt. Machen Sie mal bitte schriftlich, was Sie möchten. Ja, ich habe aber jetzt das Geänderte hier. Nach welchem soll ich nur gehen? Nach dem Geänderten oder? Ne, das ist in Ordnung. Da wissen wir es alle beide nicht. So, Herr Oberbürgermeister. Ich will nichts sagen. Augenblick, wir wollten noch etwas klären. So, ist in Ordnung. Dann nehmen wir als nächstes den Herrn Hedrich dran.
Bitte schön. Werte Herr Oberbürgermeister, werte Stadträtinnen und Stadträte, ich bin heute ein bisschen verwundert. Ich frage mich, zu was haben wir einen Ausschuss, der etwas weitergibt, auch wenn es kein beschließender Ausschuss ist, und es liegt heute nicht vor. Weder der Antrag von der Frau Wölzel, noch der Antrag von Herrn Meinhold, noch mein Antrag, wo ich den Kompromiss gemacht habe, 2 Stunden Karte erwachsen, die 3,50 Euro zu streichen und 3 Euro zu nehmen. Da sagt der Oberbürgermeister hier, und das habe ich zum ersten Mal heute erlebt, ja, oder vom Vorsitzenden, oder jetzt schreibe noch mal einen Antrag dazu. Ich werde das prüfen lassen, ob das notwendig ist. Zu was haben wir Ausschüsse? Zu was wird dazu beraten? Da brauche ich doch hier, wenn die Stadträte hier zur Kenntnis kriegen, was in den einzelnen Ausschüssen sind, wurde das in der Vergangenheit immer vorgetragen, wurde gesagt, das sind die Änderungsanträge so. Da brauche ich doch nicht extra noch einen Antrag zu stellen. Herr Hedrich, hier hat den Stadträten Änderungsanträge. Ja, ich werde dazu keinen Antrag stellen. Entschuldigung, dass ich in den Wort falle. Ich werde diese Angelegenheit nachlesen und prüfen lassen. Das ist einmalig, wo das hier passiert. Ich habe das noch nie erlebt in der letzten Zeit, wo sowas gemacht worden ist. Herr Hedrich, aber wenn neue Anträge kommen, müssen sie schriftlich sein. Von der Frau Späte ist es ein neuer Antrag, die will die 25 Cent nicht gestrichen haben. Nur. Gut. Es ist richtig, diese beschließenden Ausschüsse geben eine Beschlussempfehlung. Gut. Ist klar. Im Prinzip sollten wir nicht alle nochmal abstimmen jetzt. Ja. So, wir machen Folgendes. Es wäre schön, wenn die Verwaltung die gesamte Beschlussvorlage mal überarbeitet hätte und alles eingetragen. Hätte es jetzt die Diskrepanz nicht gegeben. So, als erstes werden wir die ganzen Anträge von Herrn Dr. Weinhold, von der Frau Späte, von der Frau Wetzel, von Herrn Hedrich einzeln abstimmen und damit, ich glaube, sind wir dann wieder in der Gangtür mit der Gesamtbeschlussvorlage. Gibt es noch weiteren Diskussionsbedarf? Das sehe ich nicht. Dann stimmen wir als erstes in dem Lebenslauf die Anträge des Herrn Dr. Weinhold, nee, das können wir gar nicht, wir müssen als erstes den Antrag von der Frau Späte abschließen, die Streichung der 25 Cent zurückzunehmen, also dass das bleibt. Wenn ich jetzt Herrn Dr. Weinhold das beschließe, ja, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Geschäftsordnung ist einfach Herr Heller. Ja, mein Herr Heller. Ja, um es durcheinander jetzt komplett zu machen oder aufzulösen, ich stelle den Antrag, die Vorlage in die Verwaltung zurückzuverweisen. Also ich halte es für sinnvoll, dass wir das hier zu Ende diskutieren. Es gibt Beschlussempfehlungen aus den vorangegangenen Ausschüssen. Das Thema müsste ansonsten wieder ganz neu aufgewärmt werden. Also so. Der Herr Heller hat einen Antrag gestellt. Den müssen wir zur Beschlussfassung bringen. Leider. So, wer ist dafür, dass wir die Vorlage zurück in die Verwaltung schicken? Den bitte ich ums Ja-Zeichen. Das sind 22 Ja. Wer ist dagegen? Ja, das ist wahr. Eine Enthaltung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passt. Also der Antrag von Herrn Heller, Zurückverweisung der Vorlage in die Verwaltung, 22 Ja, 7 Nein-Stimmen und eine Enthaltung.
Ja, ich danke. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 20. Kommt zum Tagesordnungspunkt 21. Zum Tagesordnungspunkt 21. Zweite Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr in der Stadt Zeitz. Straßenreinigungsgebührensatzung. In Ortschaftsrat Tangenberg abgelehnt mit 4 Stimmen. Finanz- und Rechnungsausschuss 6 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Dann der Bauausschuss 3 Ja, 0 Nein, 3 Enthaltung. Ortschaftsrat Theisen 0 Ja, 8 Nein, 0 Enthaltung. Gibt es zu dieser Straßenreinigungssatzung Diskussionsbedarf? Der Herr Oberbürgermeister, bitte. Ja, meine verehrten Damen und Herren, wir sind grundsätzlich verpflichtet, Straßen oder Gebühren alle paar Jahre neu zu berechnen. Wie Sie selbst wissen, gab es in dem vorangegangenen Versuch einer Beschlussfassung sehr viele offene Fragen. Ich darf, damit diese beantwortet werden, Herrn Immisch jetzt noch einmal bitten, seine Präsentation zu halten, damit dieses Mal alle Fragen beantwortet werden können. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Ich habe auch die Frau Busse mitgebracht. Das ist die Sachgebietsleiterin des Sachgebietes Gebühren und Beiträge. Das heißt, dort wird auch von unserer Seite die Straßenreinigungsgebührensatzung und auch die Straßenreinigungssatzung bearbeitet und werden auch die Bescheide verschickt. Ich warte jetzt mal noch eine Sekunde, oder während die Frau Busse das jetzt hier aufruft, sehe, es ist schon da, ganz kurz nochmal, geht das Mikrofon? Ja. Ganz kurz nochmal zur Erinnerung, der OB hat es ja schon gesagt, wir hatten ja schon 2 Anläufe, die Straßenreinigungsgebührensatzung zu ändern, das heißt die neue Kalkulation Ihnen nahezubringen und beschließen zu lassen. Der erste war am 26.10. nach der Beratung in den Gremien hier im Stadtrat und wurde dann auf Antrag von Frau Späthe in die Verwaltung zurückverwiesen. Leider fehlte bei diesem Antrag die Handlungsgrundlage für die Verwaltung, was an der Satzung zu ändern wäre. Wir haben dann innerhalb der Verwaltung, Frau Weber hat dort auch mitgewirkt, gesagt, okay, wir versuchen mal an den Stellschrauben, die möglich sind, was zu ändern, haben dann diesen Anteil, den die Gemeinde praktisch von dem Gebührenbedarf abzieht, nochmal wieder erhöht auf 20%, aber auch diese Satzung dann nach Beratung in den Gremien wurde dann im Dezember, 14. Dezember denke ich war es, mit einer großen Mehrzahl von Stimmen abgelehnt. Ich hatte darauf schon verwiesen, dass diese Ablehnung damals im Dezember dazu führt, dass wir ja weiterhin die Straßenreinigung durchführen, allerdings auf der alten Gebührengrundlage, dass dadurch natürlich ein Fehlbedarf entsteht im Haushalt. Das werden wir Ihnen dann nochmal darstellen. Aber jetzt ganz kurz zu der Präsentation. Ich habe sie ja schon gemeinsam mit der Frau Busse im Bauausschuss und auch im Finanzausschuss vorgestellt. Das heißt, einige von Ihnen werden sagen, wissen wir alles, hat er uns ja schon erzählt, aber ich werde es einfach nochmal für die, die es noch nicht kennen, nochmal kurz darlegen. Also die Straßenreinigungsgebühr soll ja, wie gesagt, kostendeckend erhoben werden. Die Stadt Zeitz, das wissen Sie auch alle, bedient sich da bei unserer städtischen Stadtreinigungs- und Service GmbH, sprich SSBZ. Und auf der Folie, die Sie jetzt sehen, ist praktisch dargestellt der alte Kalkulationszeitraum rot von 2012 bis 2017, auf dessen Grundlage wir bisher die Gebühren erhoben haben. Und der neue Kalkulationszeitraum vom 2015 bis 2020. Das sind jeweils 6 Jahre, die nochmal in diese dreijährige Kalkulation unterteilt werden. Also wenn wir jetzt ganz links oben auf der Präsentation schauen, wie gesagt rot, die Rechnung SSBZ für diese 6 Jahre, 3 Jahre Rückblick, 3 Jahre Planung in Höhe von 1,513, können Sie selber lesen, 928 Millionen Euro. Wie gesagt, die große Zahl nicht erschrecken, es sind jeweils 6 Jahre. 3 zurück, 3 vor. Und
für die jetzigen Kalkulationszeitraum die Rechnungslegung SSPZ oder die Kosten, die der SSPZ der Stadt in Rechnung stellt, für 2015 bis 2020. Sie sehen dort, dass es dort einen Anstieg, Herr Gast ist ja auch mit eingeladen, da wird Ihnen das dann auch erläutern, warum, einen Anstieg von ca. 127.000 Euro gegeben hat, der also Kostenbestandteil dann der neuen Straßenreinigungsgebühr ist. Nur damit das allen klar wird, ich erlaube mir mal kurz dazwischen zu gehen. Gerne. Die Gebühren berechnen sich aufgrund der tatsächlichen Kosten. Ja. Man betrachtet diese zwei Zeiträume, gleicht dann eventuell Fehlbeträge aus oder berechnet, hält zugute oder schreibt gut dann für Überschüsse. Aber grundsätzlich liegen dem Ganzen zugrunde in logischer Reihenfolge erst der Beschluss der Stadt Zeitz, die Straßen reinigen zu wollen. Daraus entsteht dann die Straßenreinigungssatzung und aufgrund der Straßenreinigungssatzung sind Verträge geschlossen. Zum einen wesentlicher Vertragspartner ist dort die SSBZ. Ich danke auch Herrn Gast, dass er heute hier ist. Es gab ja die Überlegung, inwieweit es möglich sein könnte, die Kosten, die mit der SSBZ in Zusammenhang stehen, zu reduzieren. Das ist grundsätzlich erstens so, dass wir die Verträge mit der SSBZ über einen längeren Zeitraum, nämlich über 5 Jahre, fest vereinbart haben, also das sind Kosten, die bestehen. Dann ist es so, dass den Kosten des SSBZ ja auch sozusagen eine eigene Kalkulation zugrunde liegt, die wiederum sich aus den Kosten der SSBZ ergeben. Die Frage, inwieweit die Änderung eines Reinigungsturnus zu Kostenreduzierungen führt, kann zwar gestellt werden, ist aber im Grunde im Rahmen der Straßenreinigungsgebührensatzung falsch angesiedelt, weil sich, wie gesagt, die Gebühren aus den tatsächlichen Kosten ergeben. Wir können die Gebühren beschließen und hinterher die Frage stellen, ob wir die Verträge mit der SSBZ ändern wollen oder können. Es wird auf jeden Fall so sein, wenn wir weniger Leistung von der SSBZ in Anspruch nehmen, dann wird sich auch der Pflegestatus der Stadt ändern und das nicht zu einem besseren. So, die eine Position, die in Frage stand, war die Kosten SSBZ. Die weiteren Kosten waren die hohen Kosten für das Aufstellen der Schilder. Ich will das nur mal einführend sagen. Die Frage, warum kostet es überhaupt Geld, Schilder aufzustellen? Warum machen wir das nicht anders? Und so weiter. Und die nächste Position waren die Personalkosten innerhalb der Verwaltung, warum diese in der angesetzten Höhe entstanden sind. Und jetzt übergebe ich das Wort wieder an Sie zurück. Gut, danke. Es war ja nun schon die Kurzform. Ich versuche es trotzdem nochmal ausführlicher zu machen. Also der zweite Kostenbestandteil, der sich also in die Gebührenkalkulation aufzunehmen ist, sind die Personalkosten. Das wäre jetzt mal die zweite Folie. Die sind hier mal verbal also beschrieben und das sind also die tatsächlichen Personalkosten plus Kosten, die laut KGST Gutachten letztendlich dazu zu rechnen sind in Form von Sachkosten, Raumkosten, Bürobedarf und so weiter, ist hier mal in den Punkten 1 bis 4 aufgelistet, was diese Kostenbestandteile sind und die Arbeitsplatzkosten nochmal in Höhe von 3.054 Euro, die sind also nicht die tatsächlichen Kosten, das sind prozentuale Anteile, die KGST vorgibt. Wir haben dann im Ergebnis zu diesen Kostenvergleichen der beiden Kalkulationszeiträume, wenn wir jetzt nochmal zurück zur Folie 1 gehen, ungefähr 10,2% Personalkosteneinsparung zu verzeichnen. Hängt damit zusammen, das sehen Sie rechts daneben, dass die Stellenanteile anders berechnet worden sind, um eben hier zu einer etwas günstigeren Gebühr zu kommen. Haben wir also schon versucht, an den Möglichkeiten, wo wir dann Einfluss nehmen können, das auch zu tun. Und ich sage das eingangs schon, der Eigenanteil der Stadt Zeitz, der vorgegeben war in der alten Mustersatzung, die mal Grundlage war, wo das Ganze noch beim Ordnungsamt angesiedelt war, waren ja die 25%, die die Stadt einschätzt, für ihr eigenes Sauberkeitsbedürfnis selbst bezahlen zu wollen. Das heißt, die werden von diesem Aufwand abgezogen und bleiben bei der Stadt hängen. Ich hatte es vorhin schon gesagt, in dem ersten Ansatz waren wir runtergegangen auf 15%. Die waren aber dann laut kommunalaufsichtlicher Stellungnahme nachzuweisen. Das haben wir getan, kam dann auf 13,99% die wir einbehalten durften und haben gesagt, 15% passt. Sie haben es abgelehnt.
dann haben wir nochmal neu angesetzt, haben gesagt 20%, da sind dann wenigstens 5% sogenannte juristische Sicherheit drin. Das heißt, wenn jemand gegen den Gebührenbescheid letztendlich klagt und die Kosten und die Kalkulation wird überprüft, wenn dort also, wie gesagt, haben wir eine 5%ige Sicherheit, wo wir sagen, die hätten wir eigentlich auch noch mit umlegen dürfen, haben es aber nicht getan. Deswegen diese 20%. Oberbürgermeister hat es schon gesagt, ich will es auch ein bisschen abkürzen. Oben rechts sehen Sie die Kosten für die Beschilderung. Da gab es ja hier die Diskussion auch in den Ausschüssen. Können wir das nicht zum einen ganz einsparen, hatte ich gesagt, und das ist auch in anderen Städten so bestätigt worden. Der OB hat es selber aus Hamburg auch mal genannt. Wenn wir es nicht beschildern, wird natürlich in den Straßen geparkt und die Reinigung kann nicht stattfinden. Das heißt, das Kehrfahrzeug fährt um die parkenden Autos herum. Die Folge ist, dass der Gebührenpflichtige, sprich der Grundstückseigentümer, der Anliegende, die Gebühr nicht zahlt, weil er die Leistung nicht empfangen hat und letztendlich auch juristisch gesehen Recht bekommt. Deswegen müssen wir es beschildern. Und Frau Busse zeigt mal jetzt die Folie 4, weil es auch die Diskussion gab, man kann es ja fest beschildern, dann entsteht dem SSBZ nicht der Aufwand, die Schilder praktisch 4 Tage, ne? Herr Gast, waren es ja 4 Werktage vor, der Kehrleistung aufzustellen und dann wieder wegzuräumen, ist nach der Straßenverkehrsordnung Paragraf 39, war es glaube ich Absatz 1, unzulässig. Das heißt, mit der Sache brauchen wir uns nicht weiter beschäftigen. Es ist zwar gemacht worden, ich hatte selber das Beispiel aus Warnemünde vor ungefähr 2005 war das, also vor 13 Jahren, die hatten das auch so gemacht, machen es auch nicht mehr, weil es wie gesagt mittlerweile sich rumgesprochen hat, so geht es also auch nicht. Sprich, wenn wir also kehren wollen, haben wir natürlich auch die Kosten der mobilen Beschilderung, sprich das Auf- und Abräumen der Schilder. Ja, ein weiterer Punkt, auch Ihrerseits, den der Oberbürgermeister kurz angesprochen hatte, da bitte ich jetzt mal die Folie, nehmen wir machen es der Reihe nach, nochmal ganz kurz zur Kalkulation, das ist die Folie 3. Jawohl, dort ist mal dargestellt, wie diese Kalkulation, also ganz kurz dargestellt, stattfindet. Sie sehen für jedes Jahr die Istkosten, das ist die Rechnung der SSBZ GmbH, plus unsere Personalkosten und die Rechnung der GmbH für das Aufstellen der Schilder. Dort ziehen wir den städtischen Anteil, früher 25, jetzt nach der jetzt Ihnen vorliegenden Satzung 20% ab. Das ergibt dann dieses gebührenfinanzierbare Kostenvolumen. Und dieses wird wieder verglichen mit dem tatsächlichen Gebührenaufkommen der Bescheide. Es gibt ja wie gesagt teilweise Ausfälle, es gibt Baustellen, es gibt andere Kehrmonate. Dazu wird, denke ich, der Herr Gast nachher auch noch was sagen. Das heißt, wir rechnen ja mit einem durchschnittlichen Winter, in dem kein Straßenkehren stattfindet. Wenn kein Winter stattfindet, wird natürlich gekehrt. Das heißt, der Aufwand, den der SSBZ hat, ist höher, weil ja dann die Kehrtouren so gefahren werden, wie sie in normalen Sommermonaten praktisch stattfinden. Das heißt, es wird länger gekehrt. Und diese Differenz, die ist praktisch, ergibt dann die Gebührenüber- oder Unterdeckung und die fließt wieder in die neue Kalkulation natürlich ein. Also das, was wir in den vergangenen 3 Jahren minus eingenommen haben, müssen wir dann mit der neuen Kalkulation wieder, die wird dann aufgestockt, bei der Gebührenrechnung, beim Eigenbetrieb zum Beispiel genau das gleiche, bei der Wasser- oder Abwassergebühr. Und wenn es einen Plus gegeben haben sollte, mindert das die neue Kalkulation dann für die Folgejahre. Das ist so das Schema, nach dem das auch zu machen ist. Und ich sage das schon, Stellschrauben sind Personalkosten, obwohl die auch vorgegeben sind, was da anzusetzen ist. Die SIM haben wir dann auch von Herrn Flamminger bekommen, für die Stellen, die sich damit beschäftigen und diese Anteile, die der KGST sagt, die habt ihr prozentual dazu zu addieren. Fazit, um das bei der Folie jetzt nochmal zu bleiben, im Ergebnis kommen wir nach der jetzigen Kalkulation auf eine Straßenreinigungsgebühr von 8 Cent. Pro Meter und Jahr, die allerdings dann noch multipliziert wird mit der Reinigungshäufigkeit und den Frontmetern des jeweiligen Grundstückes. Also lange Grundstücksfront und hohe Häufigkeit nach der Straßenreinigungssatzung, die jetzt hier nicht zur Debatte steht, gibt eine hohe Gebühr, eine niedrige Reinigungshäufigkeit und ein kleines, schmales Grundstück, eine niedrige. Das ist also dieses Prinzip, was letztendlich der ganzen Sache zugrunde liegt. Fazit, es gab dann auch noch, oder noch eins habe ich vergessen, es gab dann noch, und das ist die Folie 4, die letzte, ist das Problem, was auch hier angesprochen worden ist, die Kehrhäufigkeit zu reduzieren, was natürlich zum einen erstmal nur eine
Gebührensenkung praktisch darstellt, die nicht stattfindet, weil ich empfange ja auch eine geringere Leistung. Das heißt, wenn ich die Häufigkeit um die Hälfte reduziere, zum Beispiel die C1, die häufigste Care-Klasse ist, die 14-tägig gefahren wird, alle 4 Wochen mache, abgesehen davon, dass es dann auch irgendwie die Sauberkeit nachlässt nach 4 Wochen. In 4 Wochen kann viel passieren, was die Straße verschmutzt. Es geht ja nur um die Fahrbahn. Ist es also so, dass sich an der Stelle natürlich die Gebühr nicht halbiert, sondern die beauftragte Firma hat ja gewisse Fixkosten und die natürlich bleiben. Das sind Personalkosten, das ist die Abschreibung der Technik und andere Dinge, die jetzt hier sind, Material und so weiter und letztendlich auch die Entsorgungsgebühren, die sich ja nicht ändern, denn in 4 Wochen fahre ich nach 4 Wochen den gleichen Kehrrecht ab, den ich 2-mal abgefahren hätte innerhalb von 14 Tagen, beziehungsweise ist es sogar der Aufwand dann an der Stelle größer. Das heißt, das ist also an dieser Stelle ist die Reduzierung dann nicht 50%, sondern bewegt sich also einen wesentlich geringeren Prozentanteil zu Lasten der Sauberkeit in der Stadt. Ein Beispiel, ich hatte es auch schon in den Ausschüssen gesagt, Weißenfels zum Beispiel kehrt das, was wir wo wir 14-tägig kehren, kehrt dort wöchentlich, also praktisch doppelt so viel wie statt Zeit und in der Innenstadt von Weißenfels sogar 6-mal die Woche. Also wahrscheinlich dann nur sonntags nicht. Das nur mal als Vergleich aus der Nachbarschaft. Letztendlich noch mal ganz kurz die Übersicht, da will ich Sie auch nicht länger belästigen und eher dann für Fragen zur Verfügung stehen. Wir hatten also ursprünglich mal eine Kehrgebühr von 0,069 Euro pro Meter und Jahr. Also rund, wenn man es rundet, 7 Cent pro Meter und Jahr. Der ursprüngliche Antrag mit der Konsolidierungsabsicht von 15% waren dann 0,091, also etwas über 9 Cent pro Meter und Jahr, je nach Kehrhäufigkeit. Und jetzt liegen wir, zwischendurch hat man dann nochmal eine Kalkulation vorgelegt, die lag bei 0,082 und die jetzige Satzung ist jetzt bei 0,08 Euro pro Meter und Jahr, was, ich sage es mal, gerade mal 1 Cent über dem der vorigen Kalkulation liegt. Wir haben also, wie gesagt, versucht, alle die Dinge auszunutzen, die eben gehen, um die Gebühr erträglich zu halten. Aber wie gesagt, ein großer Anteil sind natürlich die sicherlich von Herrn Gast noch dargestellten und nachvollziehbaren Kosten, die der Beauftragte selber hat. Vielen Dank erstmal. Danke, vielen Dank, Herr Immisch. Ja, bitte stellen Sie Fragen. Als erstes hat sich gemeldet der Herr Schwarz, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, nicht, dass der Eindruck entweckt, dass Straßenreinigungsgebühren manuelles Steckenpferd sind. Die Anlage featscht, ist das irgendwie einstellbar? Gut. Die Vorlage der Verwaltung hinsichtlich der Beschlussfassung über eine neue Straßenreinigungsgebührensatzung hat ja eine gewisse Tradition oder zumindest Historie. Der Punkt war einer der Punkte, der seitens der Verwaltung im Zusammenhang oder im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Haushaltskonsolidierungskonzept und dem Haushaltsplan für dieses Jahr gebracht worden war. Dort ist viel gerungen, diskutiert worden und der Konsens, der hier sehr einheitlich oder sehr mehrheitlich zumindest im Stadtrat getroffen wurde, war die Ansage an die Verwaltung, wir tragen Konsolidierung mit, wir tragen auch den Haushalt mit, aber unter der klaren Ansage, dass jede Kostenposition kritisch hinterfragt wird, auf eine Notwendigkeit geprüft wird und sowohl auf der Einnahmen-, aber auch zwingend auf der Ausgabenseite immer Alternativen zu prüfen sind. Gut, das war die Beschlusslage Ende letzten Jahres. Jetzt haben wir zumindest im zweiten Versuch, oder eigentlich ist es der dritte Versuch schon, der zweite Versuch ist seitens der Verwaltung mit, ich glaube, durch Rücknahme der Vorlage in einer vorangegangenen Beschlussfolge schon mal abgewiegelt worden, wiederum den Vorstoß, die Straßenreinigungsgebührensatzung hier so zu verabschieden. Im Wesentlichen haben wir eine Erhöhung der Gebühren, auch muss ich vielleicht Ihnen widersprechen, Herr Immisch, um rund, pauschal kann man sagen, je nach Reinigungsklasse, 13%. Geprägt ist der jetzige Vorstoß eigentlich nach meiner Ansicht von der Grundaussage,
Der städtische Kostenanteil wird von 25% auf 20% im Sinne der Konsolidierung gesenkt und dafür steigen die Straßenreinigungsgebühren für die Eigentümer der Grundstücke und damit auch für Mieter, denn sie werden umgelegt auf vermietete Flächen. Das ist die Grundaussage. Die Ursache dafür sind zum einen die Senkung des Kostenanteils der Stadt, als auch die Steigerung der Straßenreinigungskosten, der Beschilderungskosten und der Personalkosten. Der Stadtrat oder jedes einzelne Mitglied wollte diese Kosten kritisch hinterfragt haben und erklärt haben. Wenn ich jetzt aber in der neuen Kalkulation sehe, dass die Reinigungsleistungen trotzdem von 288.000 über 293.000 auf 299.000 im Jahr 2020 steigen sollen, Beschilderungskosten entsprechend von 60.000 auf über 62.000 und die reinen Verwaltungskosten von rund 78.000 auf 81.000 Euro im Jahr steigen sollen, weiß ich nicht, welche drei Kostenparameter hier in der kritischen Prüfung und der Senkung unterzogen worden sind. Zwar haben wir auf dem Papier eine Senkung, zumindest ist es von Ihnen so vorgetragen worden, des Stellenanteils von 1,5 VBE auf 1,1 VBE. Dennoch zeigt die Kalkulation, die hier zum Teil heute mit auferlegt oder aufgelegt wurde, sehr deutlich, wie sich der Verwaltungskostenanteil von rund 80.000 Euro, der immerhin rund 20% der Gesamtkosten allein ausmacht, zusammensetzt. Wenn wir dort lesen, dass alleine eine Gemeinkostenpauschale für Leistungsträger, Querschnittsämter von 20% mal so kalkuliert wird, weil da andere Ämter mit beteiligt sind, zum anderen sehen, dass wir Raumkostenabschreibung von 6.250 Euro im Jahr pauschal haben sollen, obwohl nur ein Mitarbeiter einen Arbeitsplatz haben soll und für diesen Arbeitsplatz zusätzlich nochmal rund 3.500 Euro aufgewendet werden müssen jährlich, um die Technik dort zu unterhalten, dann sind das im Wesentlichen alles Pauschalen, deren Echtheit und der tatsächlichen Kostenansatz ich erhebliche Zweifel hatte. Denn dieses Büro müsste alleine jährlich mit diesem einen Computer, der dort steht, jährliche Kosten von rund 10.000 Euro verursachen. Ich glaube nicht, dass das wirklich gegeben ist. Das widerspricht zum einen der Vorgabe der Verwaltung, dass im Rahmen der Gebührensatzung ja nur tatsächliche Kosten umgelegt werden sollen und auch die Begründung, was die Mitarbeiter hier an Aufgaben zu erledigen haben, überzeugt mich nicht. Der Gebührenbescheid für die Straßenreinigung wird einmal alle 3 Jahre erstellt, genauso wie ein Grundsteuergebührenbescheid. Das ist ein Dauerbescheid, der hat für die gesamte Gebührenkalkulation seine Wirksamkeit. Der Mitarbeiter zieht einmal im Jahr, veranlasst er eine Lastschrift über die Gebühren, nämlich im April. Dann frage ich mich, was die Tätigkeit in dem Rest des Jahres ist. Der Mitarbeiter muss nicht recherchieren, wer Eigentümer ist, denn das tut schon die Kämmerei für offene Forderung. Das tut im Grunde genommen auch das Amt, was sich um die Beitreibung von Grundsteuern kümmert, weil es den gleichen Gebührenpflichtigen gibt. Herr Schwarz, ich möchte Sie bitten, zu Ende zu kommen. Ich wage auch zu bezweifeln, dass dieser eine Mitarbeiter dann zugunsten anderer Ämter dort Recherchen bei Meldeämtern oder wirklich bei Erbangelegenheiten beim Amtsgericht führt. Insgesamt muss ich sagen, dass die aufgezeigten Verwaltungskosten und der tatsächliche Anfall dieser Kosten seitens der Mitglieder unserer Fraktion in einem derartigen Umfang bezweifelt wird, dass wir heute hier beantragen, die Vorlage wiederum zurück in die Verwaltung zu verweisen, um den tatsächlichen Kostenanteil, der für diese eine Mitarbeiterin dort anfallen soll, nachzuweisen und dann gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt die Vorlage nochmals zu bringen. Wir haben eine Gebührenkalkulation für die Straßenreinigung, die ist weiter anzuwenden, aktuell gültig. Es entsteht durch eine heutige Nichtverabschiedung auch kein nicht tragbarer Schaden für den städtischen Haushalt. Die Aussage unserer Fraktion, Konsolidierung auf den Rücken ausschließlich der Eigentümer und der Einwohner unserer Stadt, ohne gleichzeitige Einschnitte im städtischen Haushalt, tragen wir nicht mehr mit. So, ich danke Herrn Schwarz, das waren 6 Minuten. Also, ich fange mal kurz an, wenn ich darf. Nächstes übergebe ich Herrn Thieme. Also, Gebührenkalkulation setzt sich, wie gesagt, aus den tatsächlichen Kosten zusammen. Wir haben, wir können das gerne, diese Diskussion gerne ausdehnen. Wir haben gesagt, wenn man günstigere Wege prüft, wir haben gesagt, dass wir diesen Umfang der Reinigungsleistungen für sinnvoll erachten. Natürlich können wir das reduzieren
Wir können auch notfalls mit der SSBZ vereinbaren, dass die Verträge aufgehoben werden und dass wir neue schließen. Bloß es führt immer dazu, dass allenfalls die Reinigungsleistungen und damit der Reinigungszustand der Stadt sich reduziert. Wenn man Gebühren kalkuliert, ist es erstens ein ganz normaler Weg und zweitens auch vollkommen zulässig, dass man auch im finanziellen Interesse der Stadt gewisse Leistungen oder Kosten pauschaliert. Die im Einzelnen auszurechnen, ist überflüssig, zumal die Kosten in der Regel nicht zu weit von den tatsächlichen Kosten auseinanderliegen. Was die Kosten der Beschilderung als dritter Posten angeht, ist es so, dass das die Kosten sind, die bei der SSBZ anfallen. Für diese Beschilderung, die Notwendigkeit haben wir erklärt. Herr Gast wird gleich dazu noch Ausführungen machen. Und Herr Immisch wird jetzt unter anderem etwas dazu sagen, wie der Tätigkeitsumfang des mit dieser Gebührenerhebung und so weiter beschäftigten Mitarbeiters ist. Denn es ist eben gerade nicht so, dass es mit einem Bescheid alle drei Jahre getan ist. Herr Immisch, ja, also ergänzen Sie mich bitte. Vielleicht ganz kurz dazu nochmal zu den Tätigkeiten. Das ist ja auf dem einen, wir haben es jetzt hier nicht mit aufgerufen, auf dieser einen Folie mit drauf. Ich dachte, ich konnte die überspringen, aus Zeitgründen das vielleicht ein bisschen kürzer darstellen, aber es ist ja schon gesagt worden, es sind die tatsächlichen Kosten laut unserem Fachbereich zentraler Dienst, die praktisch für die Mitarbeiterinnen anfallen. Und dann sind es prozentuale, Sie haben es auch schon gesagt, Pauschalen. Ansonsten müsste jeder ja mit einer Stoppuhr rumrennen, müsste sofort aufschreiben, jetzt habe ich was für die Straßen. Auch die Zeit, die ich hier stehe, fällt dort mit rein, weil bestimmte Anteile des Fachbereichsleiters sind. Und wir werden jetzt auch nicht eine Stoppuhr sagen, man hat jetzt im Stadtrat so und so lange sich mit der Gebührensatzung beschäftigt. Dazu gibt es eben wieder diese Pauschalen, die das im, ich sage mal, bundesweiten Durchschnitt relativ nah genug treffen. Und noch einen Satz, ich hatte auch beim letzten Mal und beim vorletzten Mal schon gesagt, wie gesagt, wir reden im Moment um 1 Cent pro laufenden Kehrmeter. Das sind, ich hatte es auch schon gesagt, bei meinem Grundstück, was von 3 Wohneinheiten besitzt in der Georg-Agricola-Straße, sind das ist ein Betrag von 2 Euro und ein bisschen, was sich die Straßenreinigungsgebühr im Jahr erhöht. Und die lege ich noch auf 3 Wohnungen um. Und da sagte Herr Schwarz, jetzt muss ich ihm so sagen, da müssen wir jetzt aber an den Personalkosten, an diesen Pauschalen, das nochmal genauer ausrechnen, damit dort aus den 2,56 Euro, die ich dann mehr bezahle, vielleicht 2,53 Euro werden. Da sage ich, wo ist da der Aufwand, das Verhältnis von Aufwand zu Nutzen? Und deswegen werden eben diese Pauschalen dort angesetzt. Und die sind auch anzusetzen. Es gibt keine anderen Zahlen. Ich danke den Herrn Immisch. Jetzt haben wir 2 Wortmeldungen. Einmal der Herr Gast. Ich möchte eingangs erst nochmal auf die Ausführungen von Herrn Schwarz zurückkommen, wo es um den Ausblick bei der Kalkulation der Jahre 2018 bis 2020 geht. Bei der Kalkulation wird immer angenommen, ein Jahresrhythmus, also es ist eine Kalkulation für 12 Monate erfolgt. Obwohl wir wissen, dass wir nicht 12 Monate kehren. Erst bei der Rückrechnung, wenn dann bei der nächsten Kalkulation, werden dann die tatsächlichen Kosten dem gegenübergestellt. Deswegen verfälscht das Bild ein bisschen. Aber insgesamt möchte ich zur Thematik Straßenreinigungsgebühren aus Sicht der Gesellschaft noch mal ganz kurz eingehen und noch ein paar Erläuterungen machen. Wenn ich mir insgesamt die Straßenreinigung bei uns im Haus ansehe, dann kann ich im Groben unterteilen, dass da 4 große Kostenblöcke zu Buche stehen, die Kosten für die Straßenreinigung verursachen. Der erste Kostenblock, das ist die eigentliche Reinigungsleistung, die wir mit den Maschinen und mit dem Personal als solches erbringen. Bei den Kostenblöcken ist es so, 2 davon können wir beeinflussen, 2 haben wir überhaupt keine Handhabe drauf. Der erste, wie gesagt, die Reinigungsleistung können wir beeinflussen. Und im Rahmen der Ersatzbeschaffung für die Kehrmaschinen konnten wir am Kapitalmarkt aufgrund der Niedrigzinsphase relativ gute Konditionen erzielen, so dass wir für den Kalkulationszeitraum 2018 bis 2020 die Preise für die Leistung der Gesellschaft, die wir der Stadt in Rechnung stellen, auf der Basis der Preise von 2011 kalkuliert haben. Also es ist zu den letzten beiden Kalkulationszeiträumen
von Seiten der Gesellschaft keine Erhöhung eingetreten. Der zweite Kostenfaktor ist die Thematik Beschilderung der Straßenreinigung. Herr Immich hat es schon ausgeführt, diese ist erforderlich, um die Reinigungsleistung als solches zu erbringen. Auch hier haben wir mit der Verwaltung insgesamt uns zusammengesetzt und haben gesagt im Vorfeld, wie können wir die Kosten insgesamt für die Schilderstellung reduzieren. Wir sind dahingehend übereingekommen, dass wir für diese temporären Schilder, die für die Straßenreinigung aufgestellt werden, im Stadtgebiet auf den Gehwegen Bodenhülsen einlassen und dort praktisch die Schilder verbracht werden können. Und damit entfällt praktisch die doch relativ körperlich schwere Arbeit. Die Fußplatten, eine Fußplatte, Verkehrszeichen, wiegt 28 Kilo praktisch dann zu transportieren, was natürlich auch zu einer Einsparung an Zeit und Geld führt. Insgesamt sind pro Woche ca. 160 Schilder einschließlich Zusatzzeichen mit der zeitlichen Beschränkung aufzustellen und auch wieder abzuräumen. Und die Einsparung ist aber auf der anderen Seite aufgefressen worden für die Ersatzbeschaffung der Schilder. Die jetzigen Schilder, die bis dato gestanden haben, sind mittlerweile 22 Jahre alt gewesen, also dass die auch ersetzt werden mussten. Aber damit hat sich das Stellen der Schilder nicht verteuert, das ist gleich geblieben. Aber jetzt kommen die zwei Kostenblöcke, die wir nicht beeinflussen können und die doch zu einer relativ großen Teuerung der Straßenreinigungsgebühr beitragen. Der erste Block dabei ist der Straßenkehricht. Der Straßenkehricht ist als Sondermüll eingestuft, also bedarf einer gesonderten Entsorgung. Und die nächste Deponie und die kostengünstigste Deponie, wo der Straßenkehricht verbracht werden kann, ist Seligenstedt bei Leipzig. Das ist eine Strecke 35 Kilometer hin, eine Strecke 35 Kilometer zurück. Wenn ich mir die Gebühren für die Entsorgung anschaue, die ist in den letzten 7 Jahren, jetzt muss ich selber gucken, von 23 Euro auf 48,34 Euro gestiegen. Also eine Verteuerung um 100%, die Entsorgungsgebühren. Das ist natürlich ein relativ großer Posten. Und zum 1.7. steht uns in dieser Hinsicht eine weitere Erhöhung an, die aber bei uns schon eingepreist ist. Ab 1.7. werden Bundesstraßen mautpflichtig, also dass für den Transport nach Seligenstedt praktisch pro Kilometer nochmal 11 Cent dazukommen. Das ist pro Entsorgung im Schnitt nochmal rund 8 Euro für jede Fahrt. Und der vierte Block, was eigentlich auch mit, ein sehr großer Block ist insgesamt, ist, dass ich will mal nicht Klimawandel jetzt so strapazieren, aber sich die Wetterlage doch in den letzten Jahren gravierend verändert hat in der Region. Das heißt, vor 7, 8 Jahren haben wir im Schnitt 9 Kehrmonate gehabt. Mittlerweile sind wir bei 11 Kehrmonaten. Das heißt natürlich auch, dass insgesamt 2 Kehrmonate mehr Leistung erbracht werden. Entschuldigung, Herr Gast, hier gibt es einen Geschäftsordnungsantrag. Herr Schwarz. Geschäftsordnungsantrag, Sie haben 2 Hände hochgehoben. Ich verstehe grundsätzlich, ich werde gleich den Einwand bekommen, die Ausführung von Herrn Gast und dem möchte ich auch grundsätzlich nicht entgegentreten. Nur ist es so, dass es SSBZ mit der Stadt Zeitz über einen festen Zeitraum einen Vertrag zur Erbringung der Leistungen hat und damit ist die Ausfüllung des Vertrages, wie Sie das umsetzen, ob das für Sie kostendeckend ist, für unsere Kalkulation heute erstmal. Herr Schwarz, ist kein gar nicht von Relevanz. Deshalb weiß ich nicht, inwieweit die Ausführung von Herrn Gast uns heute zur Frage des Kostenanfalls der einzelnen Blöcke wirklich weiterhelfen sollen, denn die Stadt Zeitz unterhält ja einen entsprechenden Reinigungsvertrag mit der Stadt. Gut. So. Herr Gast, bitte. Wer hat Geschäftsordnung? Gut, alles klar, war es keiner. Dann frage ich nach, gibt es weiteren Diskussionsbeitrag? Das sehe ich nicht. Der Oberbürgermeister hat noch was zu sagen. Also wir haben diese ganze Thematik ja in verschiedenen Ausschüssen vorberaten. Es wundert mich ehrlich gesagt, dass Sie, Herr Schwarz, jetzt mit diesen Fragestellungen kommen. Wir haben eine Gebührenkalkulation, die beruht auf den Kosten, die wir dargelegt haben. Wir können auch sämtliche Fragen zu diesen Kosten beantworten. Was Sie möchten, wenn ich Sie richtig verstehe, ist, dass man versucht,
alternative Kosten zu berechnen, Kostenmöglichkeiten auszuloten. Unser Ergebnis ist aber, dass diese Kosten die sind, die wir ansetzen müssen, weil anderweitig wir den Reinigungsauftrag nicht so erbringen können, wie es derzeit ist. Es gab viel Aufwand vor meiner Amtszeit, diesen Reinigungsturnus zu finden, wie er jetzt ist. Ich glaube nicht, dass das die richtige Stellschraube ist, um die Kosten zu reduzieren. Und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt so möglich ist. Zugrunde zu legen haben wir die tatsächlichen Kosten und ich glaube, die sollten wir jetzt hinterfragen, wenn da Fragen bestehen. Rückwirkend können wir die ohnehin nicht ändern und für die Zukunft auch nur beschränkt, wie hoffentlich aus den Ausführungen von Herrn Immisch hervorging. Danke. Danke, Herr Oberbürgermeister. Herr Schwarz, bitte kurz und knapp. Ich möchte noch die Frage des Oberbürgermeisters beantworten. Die Kalkulation ist dargelegt worden, das ist auch verständlich, in sich bestimmt rechnerisch auch nachvollziehbar. Wenn aber ein erheblicher Teil der Kostenkalkulation reine Verwaltungskosten sind, kann man die hinterfragen. Und am heutigen Tag haben wir vorgetragen bekommen, dass nebst einer Angabe zu einem Prozentsatz nach VBE im Wesentlichen die Kosten, die Verwaltungskosten aus kalkulierten Pauschalen bestehen. Und wenn man die Sinnhaftigkeit dieser Pauschalen hinterfragt, dann kommt man zum Beispiel unter anderem darauf, dass der Arbeitsplatz alleine ein Arbeitsplatz im Jahr 10.000 Euro verursachen soll. Und den Anfall dieser Kosten kann man ja mal kritisch hinterfragen, weil das ist, erscheint mir lebensfremd. Und das ist aus unserer Sicht im Rahmen der Konsolidierung und der Zusage und der Auftrag des Stadtrates an die Verwaltung die Pflicht, diese Angaben auch kritisch zu hinterfragen und dann nicht einfach auf feste Sätze zu vertrauen, denn verursacht ein Arbeitsplatz im Zeitzer Rathaus tatsächlich im Jahr 10.000 Euro an Kosten? Also zur Ordnungsmäßigkeit einer Gebührenrechnung gehört auch, dass man gewisse Kosten pauschal ansetzen darf. Einfach im Interesse der Stadt. Es sind nicht alle Kosten im Detail nachweisbar. Ist doch, was auch logisch ist, weil kein Mitarbeiter Stunden erfasst oder mit der Stoppuhr irgendwo sitzt und sagt, für welchen Bereich er wie viel aufwendet. Wir haben von den Kosten, die sich aus unserer Buchhaltung ergeben, prozentuale Sätze genommen. Und ich weise nochmal darauf hin, das entspricht der Verfahrensweise der kommunalen Geschäftsstelle für Verwaltungsmanagement. Das gehört zur ordnungsgemäßen Gebührenkalkulation. Und hier unten auf dieser Folie, ich weiß nicht, ob Herr Immisch dazu nochmal ausführen soll, ist nochmal dargestellt, mit was der Mitarbeiter tatsächlich im täglichen Leben und mit der Bearbeitung dieser Gebühren beschäftigt ist. Ich danke Herrn Oberbürgermeister. Als nächster auf der Rednerliste steht der Herr Weißbrot. Genau genommen verliert man ja ein bisschen Lust, noch was zu sagen. Die ganzen Vorträge waren ganz nett, aber die haben das Problem überhaupt nicht erfasst. Es ging im Großen und Ganzen um die Verwaltungskosten. Also das andere, was zur SSBZ, das haben wir eigentlich nie in Frage gestellt. Der Grundsatz ist, dass für eine Leistung ein so hoher Verwaltungskostenaufwand anfällt. Und das ist für uns überhaupt nicht nachvollziehbar. Und wie gesagt, wenn ein Privatmann so kalkulieren würde, dann könnte er ein Schild draußen dran machen, dass er geschlossen hat. Und das funktioniert einfach nicht. Ich danke Herrn Weißbrot. Zwischen der Berechnung privatrechtlicher Leistung und Gebührenkalkulation besteht auch ein gewisser Unterschied. Vielleicht darf ich Herrn Immisch noch mal nach vorne bitten. Wir haben ja hier versucht, auf dieser Seite mit den Personalkosten zu erläutern, worin die Leistungen der Verwaltung bestehen. Ja. Einen kleinen Augenblick, bevor der Herr Immisch anfängt. Hier gibt es zwei Geschäftsordnungsanträge. Einmal von Herrn Prüfer. Es ist eindeutig alles geklärt. Wir haben jetzt hier unsere Position dargelegt. Es ändert sich ja scheinbar nichts. Wir wollen es, aus meiner Sicht, wir wollen eine saubere Stadt, da muss es auch bezahlt werden. Das ist nun mal so. Und der SSBZ macht aus meiner Sicht auch einen guten Job und das ist das Geld auch wert. Und ich wäre dafür, dass wir abbrechen und zur Abstimmung kommen. So, ich danke
den Herrn Prüfer und bringe diesen Geschäftsordnungsantrag zur Abstimmung. Wer dafür ist, dass wir die Debatte abbrechen? Gegenrede. Gegenrede. Meines Erachtens hat Herr Schwarz einen Antrag gestellt, wenn er das auch in einem Satz gesagt hat. Ja, Entschuldigung, so weit sind wir doch noch gar nicht. Gemeint die Zurückstellung. So weit sind wir hier noch gar nicht. So, es ist noch ein Geschäftsordnungsantrag vom OB. Die Gegenrede zum Antrag zur Geschäftsordnung. Wir sind ja nun dabei, diesen schon einmal abgewiesenen Antrag, diese Beschlussvorlage ins Detail zu beleuchten. Und wir haben hier und jetzt die Chance, diese Dinge auch im Wesentlichen aufzuklären und zu Ende zu diskutieren. Und deshalb sollte man diese Diskussion gerade nicht abbrechen, es sei denn, es wären alle Fragen geklärt und jeder würde für die Beschlussvorlage stimmen. Ansonsten muss man sich doch vernünftigerweise dafür aussprechen, dass offene Fragen hier weiter geklärt werden. Wir sind ja mitten dabei. Wenn Sie offene Fragen haben, wollen wir die jetzt klären. Wenn Sie keine offenen Fragen haben, dann bitte stimmen Sie für die Beschlussvorlage. Alles andere wäre nicht logisch. So, ich danke dem Herrn Oberbürgermeister. Wir haben einen Geschäftsordnungsantrag zur Abbruch der Debatte und wir haben eine Gegenrede vom Herrn Oberbürgermeister, dass wir die Debatte weiterführen. Aus diesem Grund bitte ich die Stadträte, über den Geschäftsordnungsantrag von Herrn Prüfer abzustimmen. Abbruch der Debatte, ja oder nein? Wer für den Abbruch der Debatte ist, den bitte ich um die grüne Karte. 19 Mal Ja. Die Nein-Stimmen 4. Die Enthaltungen 1. Karte 1, 2, 3, 4, 5. Somit ist der Geschäftsordnungsantrag von Herrn Prüfer angenommen und wir brechen die Debatte ab. Danke. Kommen wir zum Antrag der Fraktion Freie Wähler. Der Herr Schwarz hatte den Antrag gestellt, die Beschlussvorlage in die Verwaltung zurückzuverweisen. Wer mit diesen... Möchten Sie? Ja, dazu muss ich noch was sagen. Mir ist die Zweck... Ja, die haben leider recht. Ist in Ordnung, wir sind in der Abstimmung. Die Mitglieder des Stadtrates möchten das so haben. Und deshalb bitte ich jetzt abzustimmen, wer ist dafür, die Vorlage in die Verwaltung zurückzuverweisen. Den bitte ich jetzt um die Ja-Stimmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Mal Ja. Die Nein-Stimmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Mal. Wie? Und die Enthaltung? Die Enthaltung eine. Danke. Somit ist beschlossen, also nicht beschlossen, dass es in die Verwaltung zurückgeht. Herr Schwarz. Ich bitte zum Protokoll zu nehmen, dass Herr Hedrich seine Stimme abgegeben hat, nachdem das Abstimmungsergebnis veröffentlicht. Das ist falsch, er hat nur die falsche Karte hochgehalten. So, wir haben gerade festgestellt, dass wir in der Gesamtzahl der Stadträte nicht mehr unsere Zahl hier vorne haben, sondern dass wir nur noch, das ist klar, stimmt, 28, 29,
Da hat einer nicht mitgemacht. Gut, wir bitte, Frau Späte, gehen Sie ans Mikrofon, da kann ich es verstehen. Ich habe eben vernommen, Herr Vorsitzender, dass Sie gesagt haben, dafür stimmen 13, ja, dagegen 14. Ja. Dann ist es unerheblich, weil die Feststellung der Mehrheit reicht nach Kommunalverfassung, ja, aus. So, also haben wir, das ist abgewiesen, dass es zurück in die Verwaltung geht. Stimmung an, auch ab. Ja? Somit kommen wir zur Abstimmung der Vorlage, zweiter Änderungssatzung. Wer für diese Vorlage ist, den bitte ich jetzt um die Ja-Stimmen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Mal Ja. Die Nein-Stimmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf. Zwölf Nein-Stimmen. Und die Enthaltung. Eins, zwei. Somit ist die Vorlage mit 15 Ja-Stimmen angenommen. Ich schließe Tagesordnungspunkt 21 und eröffne den Tagesordnungspunkt 22, Errichtung eines Verfügungsfonds im Rahmen des Förderprogramms Aktive Stadt- und Ortsteilzentren. Das ist der Antrag von den Freien Wählern und der Einreicher hat natürlich selbstverständlich das erste Wort. Bitte, Herr Exler. Vielen Dank, Herr Gast. Schönen Abend. Ja, es ist zwar schon vorangegangen, Entschuldigung, also die Sitzung ist vorangegangen, trotzdem gibt es aus Sicht der Freien Wähler ein wichtiges Thema, einen Verfügungsfonds einzurichten für die Stadt Zeitz. Es ist der oder kann der Beginn eines solchen Fonds sein, wenn Sie heute mit Ja stimmen. Wir haben uns heute mit vielen Themen beschäftigt, wir haben uns auch mit Geld beschäftigt. Jetzt konkret geht es um 850 Euro. Das wäre der städtische Anteil, der zu leisten wäre im Rahmen der Vorlage, wie es auch hinter mir dran steht, im Rahmen einen Verfügungsfonds einzurichten, im Rahmen der aktiven Stadt- und Ortsteilzentren. Ich denke, so ein Verfügungsfonds ist das Mittel, um die Bürger für ihre Stadt noch mehr zu begeistern, Ideen einzubringen und vielleicht kleine Maßnahmen zu initiieren, durchzuführen, wie auch hier in der Vorlage hinter mir steht, die 5.000 Euro pro Jahr maximal an Volumen haben können. Es geht um solche Projekte, ich zitiere nur aus einer Verfügungsfondsvorlage, zum Beispiel aus der Stadt Haldensleben, die befindet sich in Sachsen-Anhalt. Es geht also um zum Beispiel investitionsvorbereitende Projekte, um Homepages zu erstellen, einen Flyer, Baustellenbanner, Nutzungskonzepte für die Flächen im öffentlichen oder privaten Raum. Zum Beispiel, es geht um investive Projekte, Kunstobjekte im öffentlichen Raum, sehr häufig diskutiert. Es geht um Bepflanzung, Begrünung im öffentlichen, privaten Raum, Beschilderungen, Neugestaltung von Straßenräumen, Aufstellung von, haben wir heute auch schon gehabt, Papierkörben, Spielgeräten, Bänken, Werbeausleger und so weiter und so fort. Es kann aber auch um nicht investive Projekte gehen, zum Beispiel Unterstützung von Aufräumaktionen, Mitmachaktionen, Vorbereitung und Durchführung von Bürgerfesten. Das ist nur ein Auszug aus dem Verfügungsfonds Alt-Haldensleben. Ich denke, wir sind in einem Bereich, wo viele Städte zum Beispiel, auch das ist auch nur ein Zitat aus einer Veröffentlichung, des Verfügungsfonds in der Stadt Heidenau bei Dresden. Es gibt die folgende Situation, herrscht auch in Zeitz, auslaufende Fördergebietskulisse im Programm der städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Wir haben im Bauausschuss schon darüber diskutiert, ansatzweise, dass das Fördergebiet Stadtsanierung abgerechnet werden müsste. Die bauliche Sanierung ist weitgehend abgeschlossen, auch wenn es natürlich bei uns noch Dinge gibt, die zu leisten sind.
Es fehlt ein Leben im Stadtkern. Wir haben viele Ladenleerstände. Und so weiter kann man das verfolgen. Das war also die Stadt Heidenau bei Dresden. Wir würden heute beginnen, wenn Sie dem Verfügungsfonds, dem Antrag hier so zustimmen, beginnen mit einer Diskussion. Die würde natürlich im Stadtrat wieder enden mit einer Richtlinie. Die Bürger von Zeitz, in dem Fall der Arbeitskreis Altstadt und andere, würden natürlich ihre Mitarbeit heute und hier nochmal erklären, dass wir uns entsprechend mit einbringen bei der Erstellung einer Richtlinie, die dann natürlich hier im Stadtrat abzustimmen ist. Wenn Sie also heute mit Ja stimmen, haben Sie die Möglichkeit, sich wieder irgendwann im Laufe des Jahres 2018 mit dem Verfügungsfonds zu beschäftigen. Wir haben heute gehört, dass wir kein Geld haben für freiwillige Ausgaben. Hier könnten wir aus, überspitzt gesagt, einem investierten Euro 2 Euro machen, wenn Sie halt dieser Fördermaßnahme mit zustimmen im Rahmen der aktiven Stadt- und Ortsteilzentren. Bitte also hier um Ihre Zustimmung für den Aufbau eines Verfügungsfonds. Wir sind da also, wie gesagt, am Anfang eines Weges und könnten in Folge im Jahr 2018 dann vielleicht Richtlinie und die Dinge alle miteinander besprechen, die notwendig sind, um einen Verfügungsfonds einzurichten, damit wir für den Fördergebietsbereich hier ein neues, kleines Förderinstrument haben. Danke. Ich danke dem Herrn Exler und möchte hier die Diskussion freigeben. Wer möchte etwas dazu sagen? Bitte, Herr Oberbürgermeister. Ja, grundsätzlich kann sich die Verwaltung vorstellen, diesem Antrag sozusagen positiv gegenüberzustehen. Ich glaube, solche Chancen, die gegeben werden, sollte man nicht ungenutzt verstreichen lassen. Allerdings möchte ich dringend darauf hinweisen, dass mit der Inanspruchnahme dieser Mittel am Ende, ich weiß, hier geht es nur um die Einrichtung, ein relativ hoher oder viele sagen unverhältnismäßig hoher Aufwand verbunden ist. Es ist also so, dass die Verwaltung nicht unbedingt nach Arbeit schreit. Wir haben genug. Von daher weise ich einfach darauf hin, dass dieser Aufwand, der dann entsteht, nicht zwingend auf den Schultern der Verwaltung lasten muss. Dies nur zur Klarstellung. Danke. Ich danke Herrn Oberbürgermeister. Es hat sich gemeldet die Frau Tischendorf, dann die Frau Späte. Ja, also sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich finde, wir sollten jedes Instrument in Zeitz nutzen, was die Bürger an unsere Stadt bindet. Sieht in Zeitz zum Teil, machen wir uns nichts vor, furchtbar aus an manchen Ecken. Und wir hören immer kein Geld, kein Geld. Insofern kann ich den Antrag hier der Freien Wähler nur unterstützen. Und wenn ich dann mal so im Internet recherchiere, dann sehe ich, wie viele Städte das eigentlich schaffen, mit so einem Verfügungsfonds ihre Bürger zu aktivieren, dort was zu schaffen, sind kleinere Maßnahmen. Und ich frage mich, wo nehmen wir die Erkenntnis her, dass es da so einen riesen Verwaltungsaufwand gibt? Wenn ja, wie schaffen es die anderen? Oder setzen wir uns einfach mal mit einer anderen Gemeinde, die das schon geschafft hat, die das Instrument des Verfügungsfonds erfolgreich anwendet, setzen wir uns doch einfach mal mit denen an den Tisch, starten wir das Ding, geben wir doch mal irgendwann eine Chance und sagen nicht immer, was alles nicht geht. Das höre ich hier schon seit vielen Jahren. Solange wie ich hier bin, höre ich immer, was nicht geht, das wir sparen müssen und, und. Vielleicht geht auch mal was. Mit ein bisschen Engagement, mit ein bisschen guten Willen. Ja, und ich bin mir sicher, dass es einige gibt, die auch bereit sind, in den Verfügungsfonds einzuzahlen. Ich habe mich schon mal bei den Eigentümern in der Innenstadt umgehört, die ich persönlich kenne und betreue. Da ist ein positives Echo gekommen. Ja, die sagen, okay, wenn da mal Geld gebraucht wird, warum denn nicht? Und ich finde, es gibt keinen Anlass, hier nicht mal zu starten. Ich danke der Frau Tischendorf. Als nächstes die Frau Späte. Ich bin ein großer Freund der Städtebauförderung in all ihren Facetten, war ich immer und werde ich immer bleiben. Ich kann aber nicht verstehen, Herr Oberbürgermeister, wenn Sie als Chef einer Verwaltung dann sagen,
ich bade, aber ich werde nicht nass. So, und an der Stelle bin ich einfach hin und her gerissen. Erster Punkt, die Städtebauförderung ist bisher nicht eingefügt, weil wir haben keinen Bundeshaushalt. Die Periode 2018 bis 2021 ist überhaupt noch nicht begonnen. Es können zurzeit nur Anträge gestellt werden. Das kann man hinnehmen. Man kann einen Verfügungsfonds beschließen in Erwartung, dass dieser dann auch über die Bund-Länder-Vereinbarungen, die dazu notwendig sind, in Sachsen-Anhalt eingeführt wird. Wenn es so wäre, dann haben wir diesen Verfügungsfonds und das bedeutet ein großes bürgerschaftliches Engagement. Denn es müssen Jurys gebildet werden, die die Auswahl treffen, ob wir nun eine Werbetafel machen oder einen Papierkorb oder was auch immer. Und an dieser Stelle ist das zu begleiten durch die jeweilige Kommune. Und es ist abzurechnen bzw. erstmal auch zu beantragen über die jeweilige Kommune. Wir haben im Moment im Bereich der Städtebauförderung eine Mitarbeiterin und wir haben, und das begrüße ich außerordentlich, große Projekte, die derzeit noch über die Städtebaumittel in Zeitz geschehen. Und Zeitz ist eine Stadt, die sehr hoch gefördert worden ist in den letzten 20 Jahren. Ein Objekt ist das Franziskanerkloster, wir haben noch Abrechnungen, Michaeliskirche und. Ich frage mich schlicht und ergreifend, wie soll das geleistet werden, dass wir jetzt in einem Umfang hier Verwaltungsarbeit auch benötigen, um diesen Fonds auch abzuarbeiten. Und es gibt sicherlich in den Städten, die diesen Verfügungsfonds bereits nutzen, gibt es eben solche Stadtteilbüros. Wir haben hier in der letzten Legislaturperiode, glaube ich, sehr lange über einen Städtemanager gesprochen. Das hat sich alles zerschlagen. Im Zweifel gut gedacht, möglich ist es. Ich halte es nur im Moment entweder für verfrüht oder eben auch unglaublich aufwendig. Also ich bin nicht dafür, dass wir das jetzt hier einführen. Ich habe das bereits im Hauptausschuss ausführlich begründet. Danke. Danke, Frau Späte. Gibt es noch Meinungsäußerungen, Meinungsmeldungen? Nichts, sehe ich nicht. Entschuldigung, Frau Schaller, so weit links konnte ich nicht gucken. Ja, meine Damen und Herren, folgendermaßen. Es ist richtig, der Verfügungsfonds fordert natürlich die Stadtverwaltung. Man muss das relativ sehen. Wir haben, wie gesagt, wie die Frau Späte sagt, wir haben evangelische Grundschule über mehrere Millionen abzuarbeiten und das sehr zeitintensiv. Und nicht nur diese Maßnahmen, sondern alle Maßnahmen, die Ihnen vorliegen in den Marco-Plan. Das heißt, wenn jetzt diese Maßnahme hinzukäme, da ist natürlich der Aufwand verhältnismäßig zu dem geringen Betrag, der hier gewünscht wird, relativ hoch. Also wie gesagt, es muss turnusmäßig das Gremium zusammengerufen werden, es müssen Vorschläge unterbreitet werden, die Gelder müssen natürlich vorneweg auch abgerufen werden. Und ich könnte mir jetzt nur an der Stelle vorstellen, selbstverständlich könnte das eine Stadt leisten, aber in dem Umfang würde ich mir wünschen, dass das Gremium, was aus Bürgern besteht und möglicherweise auch Ausschussmitglieder oder Stadträten, dass sie jetzt hier das Bürgerengagement hier mehr fördern und dass wir in dem Beziehung jetzt die Anträge, was sie in den Gremien bestimmt haben, uns liefern und wir würden das dann an die Fördermittelstelle weitergeben. Vorher werden wir es natürlich prüfen und dann kriegen wir die Entscheidung. Wenn Sie dem hier zustimmen würden, dem Verfügungsfonds, muss ich natürlich noch einen Hinweis geben. Im letzten Satz steht, der Verfügungsfonds soll ab dem Haushaltsjahr 2019 wirksam werden. Der Zeitablauf müsste anders laufen. Also wenn Sie jetzt hier abstimmen, denen zustimmen würden, muss die Stadtverwaltung natürlich erst, also am 30.11. das dem Fördermittelgeber den Antrag stellen und melden. So, der Fördermittelgeber hat aber mindestens ein Jahr Zeit, das zeigt uns die vergangenen Jahre. Das heißt, wir
die Entscheidung bekommen wir erst im Jahr 2019, und zwar im dritten oder vierten Quartal. Ich kann deswegen das nicht zusichern, dass 2019 schon die Maßnahme umgesetzt werden kann oder wirksam werden kann. Wenn Sie diese Vorlage so verstehen, ab, das kleine Wort ab 2019 und praktisch bis 2020, dann könnte ich denen auf jeden Fall folgen. Das war es erstmal. Vielen Dank, Frau Schaller. Mhm. Der Herr Exler hatte sich gemeldet. Ich möchte nur erklären, dass er den Hinweis der Verwaltung aufnimmt und die Vorlage entsprechend abändert, so wie Frau Schaller gerade vorgetragen. Ab dem Jahr 2019-20 zum Beispiel, wenn es recht ist. Ja. Okay. Ich habe da keine Probleme. Ich auch. So, gibt es weitere Meinungen? Das sehe ich nicht. Dann möchte ich nur noch mal vortragen, diese Veränderung, die gerade beantragt worden ist von Herrn Exler. Dieser Verfügungsfonds soll ab dem Haushaltsjahr 2019-2020 wirksam sein. Ist das richtig, Herr Exler? So, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dieser Vorlage zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um die Ja-Stimmen. So, fangen wir mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Ja-Stimmen. Nein-Stimmen. Es gibt nicht hier nur zwei Stimmen. Zwei Stimmen. Ja. Gut, ich habe es nicht gemerkt. Also, es hat sich jemand zweimal gemeldet, damit wir keinen Fehler machen. Stimmen wir nochmal von vorne ab. Wer dafür ist? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 4, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Danke. 16 Ja-Stimmen. So, Nein-Stimmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Nein-Stimmen. Enthaltungen. 1, 2, 3. So, somit ist diese Vorlage angenommen mit 16 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 22 und eröffne den Tagesordnungspunkt 23, Anbringen des früheren Schriftzuges E.A. Näder am Zekiwa-Gebäude, Geschwister-Scholl-Straße. Auf den Plätzen liegt eine Austauschvorlage aus. Gibt es zu dieser Vorlage Diskussionsbedarf? Das sehe ich. Der Herr Heller. Ja, ich habe mich ein bisschen über die Vorlage gewundert, weil das Gebäude ist ja als Denkmal eingestuft. Und wenn die Stadt Zeitz ein Denkmal saniert, hat das denkmalgerecht zu erfolgen nach den entsprechenden Richtlinien. Und wenn da ein Schriftzug dran war, dann gehört er selbstverständlich wieder dran. Deshalb brauche ich aus meiner Sicht nicht noch eine Vorlage separat. Deshalb war ich ein bisschen verwundert und kann das eigentlich nicht so richtig nachvollziehen. Wir haben einen Sanierungsträger, der sollte es eigentlich kennen, das System. Und sollte einfach nur seine Arbeit machen. Ich danke Herrn Heller. Gibt es weitere Meinungsäußerungen? Das kann ich nicht sehen. Wer dieser Vorlage zustimmen kann, bitte ich jetzt um die Ja-Stimmen. Das sind 19 Ja-Stimmen, Nein-Stimmen, 3 Nein-Stimmen. Enthaltung
1, 2, 3, 4 Enthaltungen. Die Vorlage ist also mit 19 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen angenommen. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 23 und eröffne den Tagesordnungspunkt 24, allgemeine Anfragen sowie Informationen des Oberbürgermeisters. Ich möchte Sie nur bitten, aufgrund der vorgerückten Zeit, sich mit Anfragen doch ein bisschen zurückzuhalten. Wenn jemand dringende Anfragen hat, dann bitte schriftlich. Also die nicht so dringend sind, bitte schriftlich, und die dringendsten jetzt. So, bitte, wer hat Anfragen? Das sehe ich nicht. Somit, nee, der hat nicht genickt. Nee. Somit schließe ich erstmal den Tagesordnungspunkt 24 und möchte noch etwas sagen. Halt. Auch die Gäste, ich habe noch etwas zu sagen. Ich möchte mich für den Tagesordnungspunkt 20 entschuldigen, dass da nicht so gelaufen ist. Aber wenn Sie hier vorne sitzen und haben ein Austauschblatt mit 11 verschiedenen Änderungsanträgen und das sollen Sie auf 4 A4-Seiten überblicken, ist es manchmal sehr schwer. Bitte entschuldigen Sie, dass es nicht so gelaufen ist. Ich hoffe, dass wir das demnächst besser hinkriegen. Danke.